So, schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Hello, hello, dudes. Hello, hello, hello. Wir sind vergnügt und froh. So, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Alessandro, Daniel, Markus, Uwe, Erik, Kali, Janinchen, Mikey. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Allen gut. Allen gut. Robin, Grüße. Servus, Ronny, Jörg, Nabend. Okay, erste Runde Solo, danach müsste Gunnerchen auf jeden Fall am Start sein. Nicolo, Servus, Guido, Salam Aleikum, guys. So, mit O, Freunde. Ich bin ja drauf hängen geblieben, MP5 nochmal zu zocken. Was war's denn noch? Wir wollten noch vorhin noch irgendwas anderes testen mit vom Web, schon voll vergessen. Ah, ich wusste, dass das kommt, Daniel. Ich wusste, dass das kommt, Bro. Ich hab Lust drauf, ich warte, bis der Erste das schreibt. Ja, soll ich sagen, ich bin halt 17, ja, Digga. Muss ja, was war denn das denn für ein Endlaser, Leute? Ja, Gorenko oder was? Okay. Johannes, grüß dich. Danke der Nachfrage. Ganz okay, Dicker. Wie geht's dir denn, Bro? Robert, Steven, Donny, Dominik. Marc, ich wollte nicht drüber reden, Dominik. Trotzdem danke der Nachfrage, Bro. Trotzdem vielen lieben Dank, Schnucki. Guten Abend, Kevin. Wir hier bekommen das 3 Liter Fruchtzwerge zum Treffen machbar sind. Na, das ist doch eine Ansage, Bro. Also ohne das brauchst du gar nicht antanzen. Mindestens ein Liter. Leckt das oder was? Warum bin ich noch drauf, Alter? Ich glaube, die Kombo ist nicht schlecht, Leute. Ich glaube, die Kombo ist nicht schlecht. Na, wenn Tobi. Alter Verwalter, hallo, hallo, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Alter Verwalter. So, wenn ihr Bock habt, Leute, teilt den Stream, liked den Stream, würde ich mich sehr darüber freuen, bin auch sehr dankbar darüber. Ihr wisst, Benachrichtigung und Co. Schön, dass es dir gut geht, Johannes, und danke der Nachfrage. Sebastian, Volker, schönen guten Abend. So, wir fliegen natürlich wieder an Homedorf vorbei, das heißt, Homedorf geht's auch ab. Ein Großwagen ist am Start. Am Start. Melle, grüß dich, guten Abend, Kleine. Pfoten schwitzen, schon wieder gerade nach Hause gekommen. Ich dachte sogar früher heute kommt zum Termin. Die haben mich angerufen, ich war zwar bis 30 Minuten früher da, früher habe ich es nicht geschafft. Vor allem heute, wo ich, das war nicht beim Termin, das war heute Nachmittag, wo ich Timmy abgeholt habe, fährt so ein Wohnanhänger vor mir mit Auto und Wohnanhänger, fährt um eine Kurve, rammt komplett so einen blauen alten Transporter, der Spiegel komplett ab, der ganze Transporter zerkratzt und ich hupe die ganze Zeit hinter ihm her, hupe wirklich 3, 4, 5 Straßen und rechts irgend so eine Olle mit ihrem Mann, als hupt denn der so bekloppt, der Trottel. Ich sage, Alter, der hat eine Schnauze, du hast keine Ahnung, warum ich hupe. Und dann irgendwann hat er mal angehalten, Alter. Da hab ich gesagt, sag mal, kriegst du das nicht mit, du hast gerade vor das Auto gerammt und dann komplett alles kaputt gemacht. Hab ich nie mitgekriegt. Ich sag, den musst du doch mitkriegen, Alter, Digga, das war übel laut, Bro. Das war übel laut, Junge. Und dann hab ich angehalten, der hat sich nochmal rumgefahren und hat dann den Unfall gemeldet, Alter. Kann ich ja so nicht lassen, Junge. Oh no. Wie schnell bin ich denn tot, Bro? Wie schnell bin ich denn tot? Schönen guten Abend, ihr Lieben. Ey, dankeschön, Digga. Dicken Schmatzer, Johannes. Vielen Dank für deinen Support, Bro. Dankeschön dafür. Endlich, die Feen sind raus. Feen sind raus auf jeden, Bro. Hab schon mal geträumt, aber ich hab gar nicht so schlecht daneben geschossen, dass ich so auf die Fresse gerade kriege. Ich verstehe das manchmal einfach nicht. Ich brauche echt so einen Gaming-Router und einer Ping, Digga. Und selbst für eine gute Leitung, wenn ich hier irgendwie bessere Vorteile habe. Ich war doch gut drauf gerade, Mann. Oh Gott, grüß dich. Was für Alex, du sitzt der kleine Timmy, bra, Alter, was geht los, Junge? Und Moody's, es ist immer heftig, also wenn man sich rasiert, wie viele Leute da kommentieren auf meine kosmetischen Artikel im Gesicht, mein Bart. Das ist so ein wichtiges Ding für euch, oder? Teilweise, so, ist es schon so wichtig, dass der Teacher aussieht wie so, ja? Das ist, achtet ihr mehr drauf als meine Frau teilweise, das ist cool, ja, das ist cool, auf jeden Fall.
Am besten sucht ihr mir auch noch die Klamotten aus, die ich morgen anziehe. Ich mache euch mal Fotos von den Sachen, die ich zur Auswahl hätte. Und dann stellt ihr mir so ein paar Klamotten zusammen. Wollen wir das so machen am Morgen? Spaß muss sein, Leute. Grüße Kevin, mein guter Andi, guten Abend. So, Platte haben wir gefunden, nice. Das ist sexy, wichtig auch. Noch eine Platte finden würden, wenn ich auch geil, weil die Zelt und hier, ich fühle mich da mal nicht wohl. Ich fühle mich generell eigentlich hier gerade nicht gut, wo ich rumlaufe, Leute. Dieses Haarhaus und sowas hasse ich. Ah, wie hassen, der Bart muss wieder her. Alter, die hört auch mit Spinnen her. Ihr nehmt mir die auf den Sack, ist ja ein Zelt mit dem Scheiß, Digga. Ein, zwei Kommentare reichen außer jetzt den ganzen Abend Kommentare jetzt über meinen Bart oder nicht Bart. Ist zwar für euch nur Spaß, weiß ich auch, aber auf Dauer. Ich meine, ihr sollt mich ja nicht knutschen oder so, das ist ja wie ich meine. Wenn ihr mich knutschen wollt, kann ich das voll nachvollziehen, dass ihr gesagt, okay, ihr möchtet lieber einen Bart oder keinen Bart haben. Aber da wir keine Körperflüssigkeit austauschen oder Körperflüssigkeit oder sonstiges, denke ich mal, ist das eigentlich relativ egal, Hamudis. Ich möchte heute nicht über mein Ergebnis reden. Es ist lieb gemeint, dass ihr fragt, weiß ich wirklich sehr, sehr doll zu schätzen, aber ich möchte kein Ergebnis heute. Ich möchte darüber heute nicht reden, Leute. Okay? Ich hoffe, ihr akzeptiert das und seid mir da nicht böse. Aber mag ich heute nicht. Na dann. Nämlich dicker Wort, Bro. Guck mal, wie schnell ich fast down war, alter Digga. Guck mal, wie schnell ich fast down gewesen bin. Amaguera wieder. Und AS44? Oh, da bin ich aber gespannt. AS44 hat er gespielt? Sag ich mal her, das Ding, Alter. Spielen wir einfach mal die AS44 die Runde. Einfach mal so aus Spaß und testen. Wer will mich nicht knüpfen? Ihr seid ja geil, Leute, Alter. Was habe ich eigentlich für einen Scheiß-Kommentar von euch erwartet? Ihr seid einfach zu geil, alle Mann, Digga. Liebe geht raus an euch. Alter. Trotzdem danke, wie gesagt, Alexander. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ehrlich, wirklich vom Herzen. Sehr, sehr dolle, aber heute mag ich nicht drüber reden. Daniel, grüß dich, mein Schnucki. So, weiter geht's, weiter geht's. Denkt dran, 15.10. Solo-Turnier. Wer Bock hat, Leute, meldet euch über die Moderatoren an. Es gibt zwei verschiedene Kategorien, einmal bis 0,99 KD und einmal ab 1 KD. Also, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch einfach an, Hamudis, ja? Unten ist irgendwo einer gewesen. Wir gehen einfach versuchen, auf offensiven Push zu gehen. Weil ich will die AS44 wenigstens einmal testen, bevor ich auf die Fresse kriege und tot bin. Oben snappt halt auch noch einer. Muss die Kiste aber halt öffnen. Servus, ihr Lieben. Grüßt euch. Schönen guten Abend. Da geht's ab, da geht's ab. Da fliegt auch noch einer hin, Digga. Ärgerlich. Ärgerlich für alle Beteiligten. Nadinchen, Timo, Grüße. Ich gehe an Steuer. Digga, wie ist denn der Jeep hier reingekommen, der nicht mehr rauskommt hier? Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock auf den Jeep, Junge. Ich dachte, ich hab gerade eine Kiste gehört, Alter. Oben ist noch eine Kiste drinne. Dankeschön, Nadinchen. Vielen lieben Dank, meine Kleine. Es geht, alles cool. Vielen Dank trotzdem natürlich. Könnt ihr die Granate trotzdem einfach schmeißen. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob ein Gegner bei uns jetzt hier vor uns in der Nähe ist. Hat nichts angezeigt. Einkaufswagen haben wir vor uns am Haus. Da gehen wir auch hin, kaufen eine Drohne ein. Der hat, glaube ich, eine Ausrüstung gehabt, Malte, ja? Dann gehen wir noch mal hingucken, Bro. Wir werden auf jeden Fall gejagt. Es leben noch 66 Leute. Für die Zone ist okay. Welche waren das? War das die Tür hier? Eine Ausrüstung hatte der gehabt, Bro? Nee. Nee, ist hier keine Ausrüstung? Nee. Oder der hier oder was? Nee, auch nicht. Ach, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass die eigentlich wiederkommen, weil es ist ja nur ein Rückkauf. Oh, ich bin Orange, das ist uncool. Von wo, Dicker? Von wo? Bitte nicht, bitte nicht. Nee, ist rot, ist doch rot.
Dankeschön, Alex, Jeremy, Alexander, für eure Sterne, süßen Mäuse. Vielen, vielen Dank, freue ich mich sehr drüber. Danke für den Support, Guys. Schön, dass ihr da seid, der Moody's. Da fliegt noch einer über mir. Ein bisschen Panik gerade, eine Drohne raushauen. Immer noch über mir? Hä? Ist der schon gelandet? Liegt da immer noch über mir? Er hat mich wahrscheinlich gesehen, aber ich sehe ihn noch nicht, Bro. Aber ich muss sagen, AS44 gerade ging gut, Alter, Digga. Hat mir gefallen. Guten Abend, der Moody's. Kommt doch mal runter, Digga. Dass er immer noch so krass hoch ist, dass ich ihn nicht sehe. Der Heavy, Alter. Ach, da ganz oben ist der Dude. Ja, jeden Schuss getroffen. Shieldbreak, alles klar. Und tschüss, Bro. Und tschüss, Bro. Moin, Marco, grüß dich. Und das Kopf geht einfach neben den Jeep und ballern durch. Oh, hat der jetzt gelandet, Bro? Ist der jetzt hier vorne gelandet? Oh, das macht mich schon wieder verrückt, weil ich nicht weiß, wer der gelandet ist, Bro. Die ganze Zeit habe ich Drohne draußen gehabt. Ist das der vielleicht sogar? Oh, den Jeep können wir ja gar nicht nehmen, Alter. Dankeschön, Sebastian, mein Bruder. Vielen Dank für die Komplimente, Hamudi. Tino, Laura, grüßt euch. Schönen guten Abend. Oh, der ist vor mir, Digga. Meine Pfoten schwitzen wie 40, Alter. Was ist denn da los? Jetzt haut der ab, oder was? Lass mal erstmal laufen. Wir haben auch gerade nicht jetzt hier die besten Rappen for Long Range, Dude. Aber wir können mit dem Ballon eigentlich fliegen, was wir schaffen. Schaffen wir aber... Hä? Schaffen wir nicht mehr. Okay, krass. Lauf mal trotzdem hinten rum, Leute. Lauf mal trotzdem hinten rum. Denkt dran, wer alles im Shop bestellen möchte. Ich kann euch nur sagen, wartet ab, bestellt noch nicht. Trotz der 10%. Weil wir zu Black Friday sicherlich 20 oder 30% sogar im Shop anbieten können, Leute. Also noch nicht im Shop bestellen, trotz der 10%. Trotzdem schön, dass ihr Werbung macht. Wer es nicht abwarten kann, dann bestellt. Aber ansonsten, wie gesagt, Black Friday gibt es ja nochmal 20, 30% Rabatt im Shop auf alle Artikel. Kevin, grüß dich. Ich will mich jetzt in den normalen Modus wieder zurückkommen. Ich dachte, jetzt kommt heute ist doch Donnerstag. 19 Uhr kommt da das Update erst oder was? Der normale Modus soll wieder her, nicht diese scheiß Rückkaufrotz. Ich will den Gulag wieder verlieren können oder gewinnen können. Oh, eine Ausrüstungskiste haben wir gefunden. Hatten wir schon Ghost? Eigentlich nicht, nee. Ob ich das Ding jetzt schmeiße? Ich würde das Ding zwar lieber doch noch schmeißen. Am besten schmeiße ich das Ding erst am Ballon. Dann kann ich danach abhauen. Wenn hier keiner mehr vor mir ist. Ich weiß es ja auch nicht. Aber das reicht sogar jetzt noch für eine Drohne, Leute. Da kommt erst eine Drohne, wenn keiner... Oh, dann haben wir auch nicht mehr viel Zeit für alles. Dankeschön, Alexandra. Schnuckelherze. Vielen Dank für deine 100 Sterne, Mäuse. Und den dicken Schmatz aufs Auge. Aber oh, wir sehen schon, dass da ein Sniper oben ist. Hast du den Sniper gesehen? Nee, von wo denn, Alter? Was ist denn jetzt los? Kann ich mir eine Gasmaske noch kaufen, Alter? Ich hatte eine Gasmaske gehabt, oder was? Warum hat der denn gehustet, der Trottel? Leute, was für ein Scheiß. Ich hab's schon nicht gesehen von Kevin, aber ich sag erstmal danke, Kevin, Digga. Vielen, vielen Dank bestimmt für Gifte Zaps, mein kleiner Fruchtzwerg-Ritter, Digga. Freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Und der Schmatzer kommt doch vom Herzen, Diggichen. Geht aufs Auge, Bro. Geht aufs Auge, Junge. Wo ist denn der Schneiper? Ich hab ein bisschen Angst, dass er mich wegschneibt. Bro, bitte nicht schneiden. Bitte nicht schneiden. Auf die kleinen, süßen Dingen, Kinder. Lass mich doch in Ruhe, Bro. Bitte. Abibdi. Vielleicht direkt weiter move, wenn ich abgeschossen werde von irgendwo. Kommt ein Sniper. Bro, 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 bro. Alter. Turn on des Todes, Bro. Turny, Digga, Turny. Da ist noch einer drinne. Ich hab euch so nuts genommen, Junge. Ich hab euch so Maß genommen. Wir haben keine Platten mehr, Digga. What? Please. Please. Von wo hat der noch auf mich gesniped, Digga, Alter? Ich weiß nicht von wo. Ich sehe es gerade von ganz da hinten, Alter. Von ganz da hinten. Unter mir muss der auf mich gesniped haben, eigentlich. Die Ecke so unter mir. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich.
Dicker, warum geht er nicht da hoch, der Dude, Dicker? Was ist denn da los? Dicker Mann! Sorry, Alter. Warum springt er nicht durch die Scheibe durch, Junge? Diese abgebrochene Lullatsch, Junge, Alter. Was, die Cooper? Wieder Meter? Wer zockt die Cooper, Bro? Na, Ben, grüße dich. Du bist doch Günni, Schnuggiputz. Alter, Digga, warum ist der nicht durch die Scheibe durch, Junge? What the hell, Bro, Alter? Abfuck des Todes. Früher ging das immer. Früher bist du geklettert durch die Scheibe, die ging kaputt, alles war gut. Und heute stehst du an der Scheibe wie so ein 40-Bumser, Junge, und glotzt dich durch die Scheibe mit deinem Kollegen an, Junge, und winkst noch, Alter. Du kannst nichts machen. Stehst da wie ein abgebrochener kleiner Ast, Alter. Tut mir doch leid für den Jungen gerade, Mann. Was kann man machen, ey? Gib mir ein bisschen Cash, please, please, please. Gib mir Cash. Kannst mir auch ein Handy geben, wenn du willst, Samudi. Na, Bent. Hey, Jeremy, mein Guter. Vielen Dank für den 99 Sterne, Diggi. Freue ich mich sehr drüber. Schnurr, wir putzen. Dicken Schmerz aufs Auge. Wie gesagt, Cooper ist nicht unbedingt Meta, aber Cooper hat so sehr, sehr gut als Sniper super zocken. Das ist wirklich richtig stark. Meta würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber. Und selbst wenn Meta, ihr dürft jemand denken, dass Meta nur die beste Waffe für euch ist. Ihr könnt gerade viele Spieler, ihr zockt auch vieles. Zockt die STG, zockt die XM4, zockt die M4A1. Ihr könnt so viele Sachen zocken. ZRG, Radiningewehr, Digorenko, MP40, ach, CX9. Digga, ihr könnt eigentlich alles zocken. Amogera sowieso, PPSH. Oder zockt die Donnerkanone. Und zwar habe ich heute richtig geile Runden gemacht mit der MP5, die gerade gespielt habe. Vorhin MP5 Cord war richtig nice auch, Leute. Kann ich euch gerne ans Herz legen. Und auch die Vargo. Vargo auch absoluter Laser, Leute. Haben wir richtig gut runtergeballert. Jetzt wollen wir noch ein paar Plates noch. Ein paar Plates. Bei den ganzen Kursenamen komme ich bald durcheinander. Du hast immer noch jeden. Alter, sag mal, was ist denn los? Dann lass mal es einfach wieder, den Boss. Du musst doch nicht sagen, ich darf dein Günni. Nein. Halleluja. 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 Ein Körper, everything. Amex ist auch sehr gut, Bruder. Amex, everything around me. So, Brothers, United Another Mothers, we have no money. Wir haben nur gute Rap-Hands. Wir können eigentlich nur auf die Fresse kriegen gerade, Leute. Ich soll mal irgendwie ein bisschen Geld finden, dass wir nochmal wieder kaufen können. Aber ganz schön ist eh da, deswegen steht Heaven's Guys. Kiste ist über uns. Wie geht's denn hier hoch, Alter? Hä? Geht das hier mittig vielleicht hoch? Auch nicht? Alter, das Ding ohne Treppe hier oder was? Und die müssen ja auch hier irgendwie hier. Hier, guck mal hier. Yo! Alter, der hat's ja ernst hier, mein Bro. Der hat's ernst gemeint gerade, Guys. Ja, vom Dach oben aus, die Bitch, Bro. Vom Dach oben aus. Na, hör mal. Schieß mich einfach weg, Bro. Du hast eigene Waffen, ich nicht. Kopfgeldziel bestätigt. Beeilen wir uns. Schön, ihr habt Angst vor mir. Ihr habt Angst zu kommen. Jetzt ist schon gestreamt, persönlich. Jetzt persönlich Probleme mit meinem gewissen Ego. Habibi Blocksberg, das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Habibi hier, Moody Broody. Was soll ich machen mit einer Kilo und einer CX9? Und so langsam, Alter. Sicherheitszone wird verlegt. Pushen jetzt einfach, versuchen mit Totenschilder, das sollen sie machen. Über mir ist einer. Den gehört? Ist genau über mir. Soll ich da jetzt machen? Da mache ich gar nichts, der geht nicht mal eine scheiß Treppe hoch. Das war's für mich, Leute. Totenschilder ist mir abgelaufen. Das fühlt sich gar nicht mehr so lange geht wie sonst immer die Totenstille, Alter. Klingt schon mal besser. Digga, wo ist Kopfgeld? Ist doch genau über mir, Alter. Willst du mich flachsen oder was? Der wird abgesniped, das Kopfgeld.
Was für ein Pech fürs Kopfgeld, was für ein Glück für mich, Leute. Zielgebiet markiert. Leg los! Anfrage erhalten. Clusterschlag aktiv. Snaggy, grüß dich, mein Schnucki. Michael, guten Abend. Hier rechts auf dem Dach oder rechts unter uns war einer, Leute. Ich gehe einfach auf Only Push, jetzt bin ich tot, mir scheißegal. Ich hab Bock, dass Küsse lange warten muss, Leute. Wir gehen jetzt hier rinnen, rutschen hier rinnen in die Luzi. Der gehört über mir, ist der Dude. Ganz oben ist er. Alter, yo, war das Fail aim von allen beiden Seiten. Aber trotzdem close wie Hulle, Alter. Er hat eine eigene Amorie gehabt, die bevorzuge ich auch lieber gerade. Steve, grüß dich, Basti, vielen Dank für deine 50 Sterne, Leute. Basti, freue ich mich sehr. Ding, ich mach aufs Auge, danke für deinen Support. Wenn ich mich natürlich irgendwo mal vergesse, für einen Stern zu bedanken, sei mir da bitte nicht böse. Das mache ich nicht mit Absicht. Einfach bloß, weil ich nicht alles mitbekomme. Ich bin euch sehr, sehr viel dankbar. Sehr, sehr viel vor allen Dingen. Euch das grüßen für euren Support, ihr Süßen. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. So, nehmen wir das Kopfgeld an, Leute. Es leben noch 26 Stück. Kopfgelder haben wir hier. Wildcard 1 hier. Das ist jetzt hier über mir. Und dann gehen wir auf Only Grind and Push Modis. Zwei Kisten von uns. Warum kommen wir überhaupt bei den komischen Rückkaufmodus? Warum kommen da zwei Kisten am Ende runter? Macht doch gar keinen Sinn. Warum kommen da für jeden immer zwei Kisten auf einmal? Was ist denn das für ein Text nicht, Alter? Jenny, das werden die Worte nicht, wirst du nie wieder vergessen, meine Kleine. Schade. Richtige Familie sind wir wohl nicht, oder was für dich, Mann? Das ist doch scheiße, Alter. Richtig scheiße, Mann. Was hat denn der jetzt? Der Gerd, der. Ne, wir spielen ruhig mein MP1. So wie die MP1 gebaut ist, die wir aufgekommen gerade von dem Dude, Leute, so ist der echt nicht schlecht. Da kann man die richtig gut spielen. Spielen jetzt viele so, weil man dann irgendwie sagt, so oldschool, wie man die früher halt gespielt hat. So, der Typ wird über mir sein. Ist gerade dumm, was ich gerade mache, eigentlich. Ist der über mir? Ist der gar nicht über mir, der Dude? Sind mehrere Leute. Ach, ja? Danke schön, Schnecki. Okay, danke fürs Aufpassen. Dann stelle ich es mal hin und hoffe, dass ich ihn höre, den Dicken. Ich mach ruhig laut, alles gut, Mäuschen. Danke dir, Mäuschen. Mach's gut, Maus. So, Ton, Timmy. Ist da mit hinhören, Leute. Dass, wenn Timmy was weint oder wacht, dass er mir Bescheid gibt, weil ich höre das wahrscheinlich nicht so schnell wie ihr. So, schade, Leute. Hat man fast noch den zweiten wieder gewummt, Alter. Let's go, weiter geht's. Kann kannst reinkommen, mein Guter. Jetzt los, Alter. Ich hab grad das Bild kurz weg. Mach keinen Scheiß. Hast du mich gehört, Schnucki? Ja. Chrissy? Ja, Mutti, ja, ich komm rein. Liebe Grüße an der Mutti, falls sie gerade noch näher ist. Vom Brudi am Mutti, Alter. Mhm. Ja, ich möchte, dass du richtig hinschreist. Mutti, liebe Grüße vom Olex aus dem Osten. Verstehst du? So, was machen wir jetzt, Leute? Wir wollen jetzt noch einmal die... Wir spielen heute nochmal, oder jetzt von mir aus nochmal eine Runde Vargo mit Marco. Das reimt sich so, glaube ich, ein bisschen. Franz, grüß dich, schönen guten Abend. Dankeschön fürs Liken, ihr Süßen. Und XM4 mit MP5 spielen wir auch nochmal die Runde heute und ja, XM4 mit MP40, dann machen wir hier nochmal die M41 rein, Leute, hab ich auch Bock drauf. Eine nice Wumme, guys. Eine nice Wumme. Wollen wir mal ein Gold machen, so ein bisschen, wenn wir schon Gold, so Goldstandard, die wohnen sind am Modi.
Servus Leute, guten Abend. Na, bin Chris. Ja, wenn man das auch in Schwarz hält, schaut sich das besser aus, Alter. FFR, siehst du, er wollte auch nochmal zocken mit der Sniper heute zusammen, Bro. Ganz, ganz stark, habe ich voll vergessen. Machen wir hier als Sniper-Support mit rein. 38 Schuss ist halt zu wenig, aber die brauchst du, Alter. Wenn du mehr machst, die ZV ist so schön nicht die beste der Waffe und das Movement. Wenn du das 50er Mac drauf machst, das spürst du halt wieder bei der Waffe. Was haben wir denn hier? FFR, wo ist hier denn das Ding, Alter? Bin ich durch oder was? FFR, und die M13 können wir nochmal testen als Sniper-Support. So, ich überlege, ob ich überhaupt einen Schalldämpfer drauf mache. Da gibt es jetzt ZV-Geschwindigkeit, gibt es sogar noch dazu. Lauf, lass ich erstmal weg. 38er Schuss, Mac. Können wir hier. Hier. Tiger-Team-Scheinwerfer würde ich sogar auch noch mit draufnehmen. Der Lauf ist halt auch wichtig, Leute. Mit dem Damage halt. Nehmen wir gleich nochmal runter. Wir zocken wir erstmal ein paar andere Waffen. Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Bald haben wir das Scheißding leer, Alter. Wildkraut, die 10. Session haben Modis. So, jetzt haben wir auf der Standard noch die Vargo eingestellt. Achso, M41 wollte ich mal mit dem Ding hier zocken. Mit diesem Mac Visier. Und die FFR hat man gar nicht fertig gebaut. FFR bearbeiten. Dann nehmen wir doch den Zugriffslauf rein und dafür das Ding. Warte mal, oder? Das Ding raus. Ich glaube, so kommt es immer noch besser. Guten Abend, Jenny, Dennis, Christian, Toni, schön, dass ihr am Start seid, ihr Süßen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Bitte von euch mal alle so ein bisschen auf Timmy mithören, aufs Babyphone, weil ich habe ein Headset auf. Ihr hört das wahrscheinlich eher durchs Mikrofon. Sobald da halt Wein, gebt mir Bescheid. Ich meine, das ist normal, dass ihr mal ein paar Geräusche macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich würde sagen, Hometown bietet sich an direkt. Wo hast du damit ein Problem? Wolltest du bei Erfi schimpfen? Weil es der erste Ding war Erfi gerade, stimmt's? Ich hatte den Margo bei Erfi. Ja, ich wusste es, Digga, ich wusste es. Wir können auch Erfi, wenn du willst, Diggi. Nee, lass hier. Sicher? Nee, passt. Okay. Wie geht's dir? Mir geht's okay, Dickerchen. Mir geht's okay. Ich hoffe dir auch, dass dir gut geht. Naben, Christian, Jordi, Kevin. Schreibt Naben, Gunner. Bis dann, Leute. Genau. Da kommen welche mit, Digga, bei uns im Haus bei dir, Digga. Ich komme bei dir mit rein. Genau hinter mir, glaube ich. Es laggt bei mir schon wieder. Es fängt an und es laggt die erste Runde, Bro, Alter. Ey, das ist FPS-Top schon wieder. Ich muss mich mal auf Vollbild umstellen. Grafik hier. Ey, die ganze Zeit läuft es. Bei Bolke auch so. Sagt Bolke auch so. Wenn wir Duo spielen mit irgendjemandem, fängt es an zu lecken, der Rotz, Digga. Ja, das kann schon an den Duo, glaube ich, liegen, ne? Ja, generell. Squad, Trio, du, Fick-Scheiße, Alter. Ich geh ins Haus hier rüber, hässlich. Drücke vor. Ich glaub, drüben ist einer drin, ich glaub, blau. Ich bin wieder. Hier ist erstmal Kinn, nichts, was ich hier sehe. Keine Kiste, höre ich auch nicht. Ungelootet vor mir, Bro. Ja, sind blau drin, Bro. Blau? Okay, ja. Gute Info. Da ist vorne Tür draußen. Hat gute Hits von mir gekriegt, Digga, von mir auch oben der Dude. Das ist eine eigene Kiste oben. Ich höre die hier. Also, doch, doch. Er hat sein Ding geschmissen, die, sein Schild da oben. Eine Waffenkiste hat der oben, Digga, oder? Mit Break hat er. Digga, hä? Von wo schießen die denn auf mich, Digga? Von gegenüber, von allen Seiten, Bro. Rausgesprungen, der Dude. Kommt unten wieder rein. Ja, von hinten, der andere Seite auch noch. Alle auf uns. Dein
Waffenlieferung ist unterwegs. Was soll ich machen? Eine Waffe, keine Platten. Du verlierst an Boden. Bewegung! Geh, glaube ich, hinten raus irgendwie, Dicker. Moin, Jens, mein Guter, grüß dich. Total am Lecken. Das heißt nicht Lecken, das heißt Lecken. Wird A-A-G-G-N-E geschrieben. Meine Fresse, alter Mann. Geld zusammen. Es geht. Und Solo ist es halt auch schon so gewesen. Das ist, die viele haben damit schon abgeschlossen mit dem Spiel, Alter. Keine Ahnung, das ist nicht mehr normal. Das liegt aber nicht an uns. Benny, grüß dich, guten Abend. Können da keine Platten drin sein, Junge? Kauf ich mir einmal welche. Wissen die, wo die unsere Kiste ist? Kaputt oder was mit dem Bomber? Haben sie kaputt gemacht. Ach du Gott, Alter. Wir haben unsere Kiste kaputt gemacht, Leute, mit dem Bomber. Ich meine, ich spiele wirklich nur darauf, Alter, Junge. Was für ein Hurensohn-Scheiß. Digga, das geht ja gar nicht. Lass uns die wieder fighten. Gib ich dir eine Waffe ab, Bro, und dann fighten wir die Wichser. Kein Bock, jetzt ewig hier rumzudüdeln und zu looten hier mit dem Nix. Ist da nix, alles schon gelootet. Hier ist ein Kuban grau. Guck mal hier, kriegst du die Mob. Hier, komm her. Da komm ich klar. Sicher, alles mit. Hier, sicher, komm her. Und zwei Platten. Dann ist gut, Digga, los. Geh den Angriff über. Formation, Bratan. Oh, ich hab hier Box, Junge. Solo wurde ich gestern oft genug rausgeschmissen. Ich auch! Ich hab Snowblow nicht runtergeladen. Ich vergessen, obwohl unser Dominik mich extra angerufen hat. Hab ich's vergessen, Leute. Ich hab hier noch meine Cooper gefunden. Eine gute sogar, die ist nice. Ich hab eine Bunkerkarte noch. Was hast du für eine Cooper, Diggi? Welche Farbe? Ich hab eine graue, das passt wie. Komm doch mal her jetzt, Großer. Ist doch gut. Chrissy, guck mal, ich hab doch eine Longwaffe. Eine gute. Dann nur die Lierende. Ich hab doch meine eigene Longwaffe, Bro. Ja, hier, Diggi. Bis nach 110 Schuss. Vor uns waren auf jeden Fall Gegner vorhin. Ich sehe erstmal noch nichts. Aber ich höre irgendein Flugzeug oder sowas von links. Okay. Ja, links die zwei blauen Kisten noch snacken. Die feindliche Drohne ist natürlich jetzt Hure, Alter. Hä, hey, da sind blaue Kisten drin. Die sind gerade aufgemacht worden, wa? Weil die Tür offen ist. Jetzt sind sie weg, Digga. Ja. Die sind nur noch vor uns drin, die hier irgendwo. Dem Haus, oder? Hä? Hä? Ja, die oben bei uns, die woher kommen, sind die ziemlich von oben. Manche waren da mit drin. Ja, ich versteh's. Oben hat gute Hits. Einer K.O. oben, Bro. Einer K.O. oben. Holz, drin im Haus. Bei uns? Ja. One shot. Sauber, Dicky, schön. Schön, Bruder, Junge, schön. Probier mal wieder die Wago aus, Digga. Macht echt übel Bock und übelst gut, Dicky, ehrlich. Da wirst du begeistert von sein, glaube ich. Maske? Hab ich schon. Dann machst du bitte mal eine Runde. Komm, ich finde den alten Brudi. Hä, wo ist denn der Typ, den ich gekillt hab, hin? Ah, hier unten liegt er. Lol. Er hat eine Jack als Dings, dann nehme ich die mal mit dir. Ja, zum Glück hat der nicht rangepusht. Ja. Hast du jetzt für eine Long, Bro? Machen hier wieder deine. Nee, alles gut, ich hab ja. Doch alles, ich hab doch, Bro. Was hast du für eine Longwaffe? Die graue habe ich. Von dem habe ich auch hier oben. Komm mal her, bitte eine Runde nur, Bro. Bitte spiel du nur eine Runde mal die Waffe, bitte. Für den alten Hamudi. So, grau ist am Start, okay. Wohin wollen wir mit einem Ballon? Irgendwo hin? Ja, können wir machen. Ja. Kopfgeld irgendwo. Was war denn das, Alter? Die Katze, Alter, gerade. Das hinten, Alter. Man ist ja so langsam mit der Jack, Alter. Holy crap, Bro, Alter. Ja, ja. Da bist du ja mit dem Sturmgewehr schneller. Jack ist ja auch schwerer wahrscheinlich als ein Sturmgewehr, oder? Pff, Kumpel, ne, weiß ich nicht, Alter. So ein fettes Sturmgewehr. Du, der doppelte Realistik brauchst du bei dem scheiß Game auch nicht gehen, Alter. Aber wo ist die scheiß Warzone-Waffen? Der Bombe hat irgendwo auf das Dach nicht aufgelassen. Man, das schon was, Herr Moody, Alter? Ich geh runter, bleib du erstmal rumschauen.
Bomber lässt auf das andere. Aha, Kopfgeld ist. Der Jeep ist gerade noch ausgerollt, Digga. Der ist gerade ausgerollt, der Jeep, glaube ich. Ich gehe jetzt mal hier aufs Dach oben drauf, Bro. Nächste Seil, ich komm gleich. Ja. Wir können auf das andere da eigentlich auch drauf gehen direkt oder so. Das Kopfgeld ist ja unten an den Zelten, Digi. Ja? Das Kopfgeld ist unten an den Zelten, ja. Ja, ja, das ist der Jeep, der ausgerollt ist. Ja, ich seh den, ja, ich seh den. Hat der uns gesehen? Nee, nee, nee. Jetzt aber. Chill bei K.O., Digga. Über mir, Bro, über mir! Ja, wo kommt denn er jetzt her, Digga, die Dachpappe? War er nicht, er war irgendwo in der Mitte drin, glaube ich. Ich glaube, ein Wiedereinstieg gehabt, Bro. Das Kopfgeld ist, wie gesagt, K.O. Der dazugehört, weiß ich nicht. Das heißt, über dir eigentlich? War der im Tunnel? Ja, war genau. Ich weiß nicht, der hat mich genau über mir abgeschossen. Kann der Bus da irgendwo drin gewesen sein? Hier ist er! Der fliegt zu seinem Kollegen, Bro. Der fliegt zu seinem Kollegen. Du musst einen Laser haben, Moody. Airbreak hat der. Knocked ist der. Sauber, Bro. Wurde wiederbelebt. Ausgeschaltet. Und dann hab ich schon mal. Wo ist denn deiner hin? Ja, weiß nicht, vielleicht hat das war, glaube ich, der sogar. Nee, nee, war kein Vibe. Er hat sich wiederbelebt, hat self-revived die. So, tu mal hier, hier liegt noch eine Marco 5. Die nehme ich, glaube ich, lieber mit, Alter. Und eine ZRG nehme ich mir auch mit. Vor mir sind die. Okay. Bro, ich habe die ZRG jetzt mitgenommen und eine Marco 5 mitgenommen, ja. Wenn du die Pumpe spielen willst oder so. Unten bei den Zelte? Irgendwo hier, glaube ich. Hinter mir. Ja. Ich komme erstmal ins Haus rein. Was? Ich lieb's ja, weil von allen Seiten immer angeschossen sind. Ich sehe die, Digga. Alles gut, ich hab noch einen Gulag. Der eine ist tot. Chill kurz, chill kurz. Aber weg, so weiß ich. Vielleicht in den Zelle rein oder so noch? Alles gut, halt durch! Der ist hier auf Orange. Oh, Bro, hat der einen Laser? Holy crap, dude! In zwei, Digga! Alter, was sind das für die Geeks, Alter, Junge! Alle Amaguera, ich sag's euch, Amaguera ist es, Alter, aktuell, Junge. Der nimmt alle, das war von. Ich glaube, das waren sogar Einzelne, die haben alle drei gebumpst, der Innendude. Na, Manu, DW, Testo, grüßt euch. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Rechts außen. Alter. Was hab ich denn da jetzt gemacht? Plünderungsauftrag lokalisiert. Plünderungsauftrag lokalisiert. Nein, ey Jungs, ich hab so Bock auf diese Hurenscheiße jedes Mal. Aber du wirst nicht kampflos aufgeben. Scheiße. Jawohl. Vorratskiste bereit für die Abholung. Feindliche Drohne ist aktiv. Genau so. Das Gas weicht zurück. Aus. Sicherheitszone verlegt. Ich komm schon. Da ist eine Versorgungsstation. Ja. Kein. Der Feind hat diese Schlacht, aber wir haben den Krieg noch nicht verloren. Macht Bock, Leute, macht Bock. Grüß dich, Dennis, mein guter. Bei empfehlen Sie mir alles okay, danke der Nachfrage. Michael, grüß dich.
Servus Danny, alles gut, Bro. Das ist doch kein Thema, Digga. Ich wusste doch, was du meinst. So, was ist denn das jetzt, Digga? Wir sind doch zu zweit, hä? Wir müssen 0 weitere Spieler entfernen. Hä? Dicker? Hm? Wir müssen noch 0 weitere Spieler entfernen für BR2 in einer Party. Lassen Sie Spieler... Hä? Ey, Dicker, ich muss ja nochmal reinkommen, Digga. Das geht einfach über ein richtiges Drecksloch, Alter, das Spiel, Junge. Ich weiß nicht, was ich zocken soll hier gerade. Was haben sie Dings rausgenommen? Den Solo-Modus, sollte mal ganz kurz mal kicken. Jetzt Mini-Dreier gibt's jetzt. Ist ja auch witzig, Alter. Da sind ja bloß zu zweit sowieso. Weil es gibt wenigstens zum Mitglied diesen normalen scheiß Rückkaufrotz nicht mehr. So, FFR habe ich mir, glaube ich, fertig gemacht, ob ich die spielen möchte. 38 Schussmerk-Zugriff. Stoppball. Ich überlege halt bloß, ob ich Bewegungstempo beim Fallen und Geschwindigkeit beim Zielen. Oder halt die Bewegungstempo, Geschwindigkeit beim Zielen, Taschenabitur, Stabilität. Ich glaube, ich lasse erstmal so die FFR, wie sie ist. Was wollten wir jetzt lieber sehen, Leute? Wollen wir M4A1 spielen mit MP40, XM4 mit MP5 oder ZRG mit FFR? Sorry, nicht ZRG, sondern Dreiliniengewehr. Schreibt's mal rein in den Chat, ihr Lieben. Wir wissen ja, ob Biker noch kommt. Ich glaube, der hat sich auch nicht gemeldet bis jetzt. Ist auch bei denen immer so ein Ding, sag ich mal. Das so ein bisschen abnervt. Wo ist denn der Held hier überhaupt? Wo ist denn so eine Stammteam-Gruppe? Volker, was ist mit dir heute Abend, Digga? Irgendwie, weiß ich nicht. Du sagst nicht richtig ab, nicht richtig zu immer. Das ist alles bei dir immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Spontan, zu spontan. Damit wir auch wenigstens Bescheid wissen, ich den Chat wenigstens antworten kann. Einfach mal sagen, ja, du kommst heute, kommst später. Oder wie es generell die Woche aussieht. Ein paar Tage Vorschau, sag ich mal. Wäre schon geil. Prost, also das nächste Mal kommst du rüber nach, Hundesburg. Da trinken wir zusammen. 3 bis 12 und essen eine schöne Thüringer Bratwurst. Machen wir es, mein lieber Digga. Vielen lieben Dank, Brudi. Dann machen wir. Roman, grüß dich. Benny, salve, mein Guter. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ein Tag noch, dann ist für euch Weekend. Viele Leute, die am Wochenende arbeiten müssen, natürlich nicht. Aber macht's Beste draus. Woche. Ist nochmal gutes Wetter gewesen. Morgen von meiner Freundin, die vier Räder da, dann kann ich die wechseln. Gut, ich muss meine Standardwaffen ändern. Das vergesse ich so oft, Herr Modi. Alter, so oft. Und schon wieder das Paketverlust 13%. Also gehen wir wieder raus. Mhm. Sind keine Alternative bei Steam. Irgendein scheiß Game, Digga. Junge, 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 Junge. Das geht schon mal wieder aus dem Fensterbild rein. Vollbild dran, wir sind Fenster. Kommt jetzt ein Shop hier rein, was ist das für eine Waffe, Alter? LMG Wolf. Sind das die Lima oder was? Auf jeden Fall übel sexy aus. 1200 hätte ich noch, aber. Sieht aus wie die Lima, Leute, oder was ist das? Oder ist das der Roboter mit dem Magazin? Sieht aus wie Roboter, aber ich glaube, das ist die Lima, oder? LMG Golf Vanguard. Guck mal ganz kurz. Hier rein. LMG Golf? Der kann ja noch gar nicht drauf. Das ist die Lima tatsächlich, Leute. Das ist die Lima, Alter. Hat sogar schon gut aufgesetzt. Also MX-Dämpfer, der Dings, Handstopper. 90 Schuss verlängert. Baumann-Gepolster, Polymer. Ach, gönn ich mir einfach die Waffe, Leute. Shit happens, Alter. Geld gibt jetzt nicht mehr, außer die Points, die ich noch habe. Das war's. Dann spiel mal, glaub ich, Lima hier nochmal. Oder Liena, sorry, ich sag mal Lima, Liena natürlich. Die Liena, das neue Ding, oder? Ja, die gibt's noch nicht zu kaufen. Die waren im Shop gerade drin. Deswegen habe ich mir die jetzt mal für die 1200 CP-Points gekauft, die ich noch über habe. Ich finde, die hat irgendwie Potenzial, keine Ahnung. Ich finde die irgendwie übelst gut. Also zumindest wesentlich besser als die BP-Scheiße. Mir geht's okay, Dicker. Mir geht's okay. Es gibt immer Leute, die gehen schlimmer. Deswegen, wenn du sagst, die geht schlecht, dann glaub mir, es gibt noch 1000 Menschen, die geht's 1000-mal schlechter wie dir. Alles easy, Leute. Wenn ich meinen Sohn habe, der neben mir schläft und niedlich ist, wenn ich immer wieder, wenn ich von der Kita abhole, dann kommt der angegriffen mit seinen offenen Armen. Das ist für mich das schönste Gefühl überhaupt, Leute. Schöneres gibt's nicht, was mehr brauche ich auch nicht im Leben, Leute. Mehr brauche ich nicht. Jetzt habe ich die Liena in meiner Hand, Leute. Wie man sie gekauft haben, da ist verlängert drauf. Bloß beim Magazin, ich weiß nicht, ob das wirklich das Gute ist. Zeig mal her hier.
Alter, oh Bro, es laggt schon wieder wie Sau. Ey, das, ey, was ist denn das, Junge? Das Spiel ist so Hurensohn, behindert, dumm, Alter, Junge. Kriegen's nicht geschissen, die Fick-Amateure da. Boah, ich kann nicht probieren, jetzt in der Lobby um mal abzuschießen, Digga. Das laggt einfach schon beim Runterzählen. Aber das sind die Pre-Lobbys, ist meistens so. Hoffentlich geht's danach gleich besser weiter. Yo, lass mich wenigstens einen Abschuss machen jetzt. Bobs, Alter. Natürlich einen ganz schönen Recall, merke ich gerade, ob das so gut war, Alter. Kann auch im Magazin liegen. Wir haben schon mal immerhin MX-Schalldämpfer drauf, verlängert drinne. Den 90er Schussmerk drauf, natürlich ein bisschen heavy, Alter. Leckt halt einfach im Allgemeinen, leckt halt einfach rum, Leute. Aber vielleicht ist Potenzial dahinter mit der Waffe einfach was Neues. Kein Bock, immer dieselbe Rotze zu spielen. Wird jetzt nicht die Meta-Waffe sein, aber einfach was anderes mal. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ja. Volker ist noch bei der Arbeit, schreibt, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Morgen ist er da, glaube ich, weiß nicht, weil es heute kommt. Das war jetzt keine richtige Antwort. Ich kann es euch nicht sagen. So, läuft es jetzt ein bisschen besser als in der Pre-Lobby. Zeig it her. Markier mal, Mutti. Markiere, wo willst du hin? Wenn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen, ich halte nicht fest. Bist du einverstanden, dass wir ins Airfield ballern, Mutti? Guten Abend, Christian. Na, Ben doch, wie unser Beste. Siehst du da, wie die Scheiße ableckt, Alter? Hinter dir fliegt ein hinterher, Bro. So ein kleiner Bastard wieder anscheinend. Ich komme mal mit runter, da. Es leckt zwar wieder wie Hulle, aber. Ich muss mal den umdrehen, den wegwichsen. Ich bin jetzt hinter dem Dude. Und wenigstens ein paar Schutz treffe. Ja, zwei, drei Schüsse habe ich getroffen. Geht jetzt wieder links rüber. Ja, er fliegt weg jetzt zumindest, nicht mehr zu dir. Hier hinter dir keinen. Ich weiß nicht, ob du das kann. Hinten gucken kannst du mal kurz, ob einer bei mir mitfliegt, aber Lass. Es lackt. Es ja, lackt. Alter. Standbild gehabt, einfach gerade wieder. Warum ist das denn aber im Duo so und im Solo nicht, Alter? Ich versteh's nicht. Oh, eine Waffenkiste bei mir. Es leckt ja übel, Alter. Hey, ach Mann. Kannst du joggen so. Manchmal fängt sich der Rotz wieder. Ich hab das Gefühl, dass wir aufhören, wenn manche so schnell geht, Digga. Da kommen vier oder fünf Granaten an, dann direkt hinterher wieder welche. Ja, Alter. Unterschiedlich cooler. Ach so, ja? Ja, ja. Alter, aber ist die ja. Längsten, ich glaube, die Dinger-Granaten auch, die Aufdeckgranaten. Aber das ist, wenn das so vorkommt, dass du wirfst, nicht mal zwei Sekunden später die nächste. Ja, ja, das ist ja, ja heftig, Alter, Junge. Manche haben 15 Sekunden, manche 30 Sekunden, das dauert. Ah, Alter, Junge. Überübertrieben krass, ey. Hast du Vorräte gesucht oder was? Hast du das, ja? Jo. Könnte schon gleich Kiste kaufen, wird ja nicht mehr viel, Bro. Anscheinend ist hier keiner, obwohl beim H-Haus ist nur noch eine Kiste. What the fuck, Alter? Ich mich erschrocken. Wo ist denn sein Buddy hin, Alter? Ich hab's nicht gehört. Suche abgeschlossen. Wo ist sein Buddy hin? Maske hier noch bei mir, glaube ich. Ja, eine Maske. Na, wo ist sein Buddy hin, Button? Das ist doch nicht normal, der muss irgendwo sein. Ich rutsch zur Kiste jetzt hin, Alter. Da steht Heppens eh in der Kackläger-Lobby. Du verlierst deinen Boden. Bewegung. Die Kiste liegt da hinten, Alter, Leute. Hab nicht gesehen, wie viele Kisten runterkommen, habe ich nicht gesehen. Bei denen sein komischer Friend muss ja irgendwo noch rumhängen. Jo, Leggy. Was spielst du jetzt? M4 und MP40. MP1, ja? Ja. Ja, hab ich auch gehört. Die schon alle mit Schützenvisier spielen sie jetzt viele Zeit gesagt. Sehr die gut sein. Probiert, hat sich Spaß gemacht, aber ich hab ja, ja. Halt nicht mehr so viel. Ich fand die war ja vor dem Buff schon echt stark. Ich hab ja letztes Mal zu euch, als ich die vor dem Buff schon gespielt habe, da war die schon echt gut. Und jetzt nach dem Buff nochmal, da war echt nicht schlecht. Wir sind in der Sicherheitszone. Bei dir? Ja, in dem Fenster da oben.
Mit dem Zaun erstmal, Krabbe erstmal mit dem Zaun. Ich hoffe, dich hier sieht. Laser den lieber, die Laser den. Alles gut, halt durch. Er mit drauf gleich. Lass mal gut, bleib erstmal liegen, Bro. Bleib erstmal liegen. Jo. Ich push den jetzt, Digga. Hurensohn. Nice. Einfach wieder in einem scheiß Fenster da oben. Ja, ja. Sieht, deine Kiste liegt und bleibt da, bis die Kiste weg ist, Digga. Wenn wir 10 Minuten später kommen, wir noch 10 Minuten da gelegen. Hundertprozentig, Junge. Richtiger Nuttenbengel. Ey, Ivo, Schnuckelhase. Vielen Dank für den 200 Sterne, Brudi. Freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. André, Thorsten, grüßt euch. Shop da vorne hin. Yes, yes, ich komme, obwohl. Ich glaube. Ne, doch nicht, ich kann wieder moven, Alter. Dann haben wir hier noch die Kiste, die ich mal jetzt keinen Stress hier. Wieder noch ein bisschen, Digi. Mal Kohle gefunden. Ein Störer. Schnell laufen. Ungelootet bei dir? Ja, keine Kiste. Ja doch, es ist gelootet. Okay, dann hol ich Drohne erst, dann gib ihn. Jo. Wir können das Heldchen unten Drohne, das reicht ja für beides, Digga. Ich glaube, ich hol zweimal Drohne, Bro. Na dann, Attacke. Ich hol Drohne. Und dann hebe ich noch 4000 auf zum Einkauf. Ich hau meine raus. Jo. Position. Mhm, hinten hin. Let's go, Bro. Ein Bunker, ja. Ja, die kommen gerade raus, haben vielleicht ein gutes Cash oder so, weiß nicht. Die laufen aber noch nicht, oder? Hier ist wer auch noch einer. Ne, noch sind die nicht draußen, Digga. Ey, sind weg jetzt, Digga, lol. Sind weg, ja. Hinterher? Okay. Ja, du fliegst ja noch nicht. Dann los, dann rutsche. Mach hin da, ich rutsche, Digga. Mach Killi ruhig nochmal, wenn du kannst. Wo sind denn die? Hier sind zwei Teams, ja? Ja, ja, ja. Mhm, okay. Die fighten selber, Bro. Irgendwie sieht man jetzt nicht von hinten, Digi, Alter. Die kommt noch ein scheiß Flugzeug. Pass auf, Chrissy. Kann nicht sein, dass ich den ganz weit verliere. Das kann nicht sein. MP40, weiß ich noch, Range. Taktische Atombombe ist unter. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Eine Nebula 5-Bombe wurde eingesetzt. Ach, Digga, einer Schildberg, einer komplett rausgenommen. Mit der Lienna. Hab ich von auch gesehen, Digga. Übelst viele spielen die AS-40. Übelst krank soll die sein. Auf Midrange, Longrange. Übelst krank soll die sein. Von auch aufgehoben, gut gekillt mitgemacht. Einen komplett raus, ja? Einen hab ich komplett rausgenommen, einer Schildberg, ja. Aber da war ja noch ein anderes Team da, dann chill lieber, Digi. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück. Ulach, Digga. Doch wenn du verlierst, war's da. Beweise, dass du es. Na denn, Alter, schick mal ein Foto, Bro. Zwei Leute im Haus campen. Da unten ist ein anderer, die sind auch wieder zu zwei, die anderen da, Alter. Beim Shophaus. Fehlt ja nicht mehr viel Geld. Das sind generell, beim Shophaus sind zwei Leute noch und die anderen, wo ich eigentlich rausgekommen bin, ist auch wieder zu zweit. Gut, dass ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld finde für dich, ansonsten shit happens. Viel fehlt ja nun nicht mehr. Eine feindliche Drohne. Alter, was für ein robustes Scheiß-Game. Ein bisschen würde wohl ein kleiner Stack Cash irgendwo rumliegen, Alter. Hier hinten war noch keiner. Vielleicht liegt da noch ein bisschen was. Ihr lacht da was, oder? Jawoll. Wir fliegen mit dem Helikopter, glaube ich, weg, denn, Digga. Ich weiß nicht, oder? Wir können uns zu unseren Waffen wieder gehen, eigentlich. Ich glaube, wir runden nochmal neu, denn, wo die anderen zwei uns gekillt haben. Ja, ich fliege mit dem Helikopter aber hin. Obwohl, ich kann nicht laufen, Digga. Ich fliege mit dem Heli hin. Ich muss jetzt so rennen. Dankeschön, Ivo, die gehe ich hin. Vielen Dank für deine 250 Sterne. Schnucki Putzi, einen dicken Schmerz am Herzen, Bro. Ich danke dir, Dickerchen. Meine Waffe mit den Nummern, die ich kenne, die Assis, Alter. Zeiget her, zeiget her, zeiget her. Ich glaube, die snipen schon auf mich, oder? Jena, kannst du ruhig nehmen erstmal, Digga. Ja, hier Marco. Wo sind deine? Hast du nicht, ne? Genau da bin ich gestorben. Hast du, was hast du gespielt? MP40 und
Hast du Liana? Hast du die jetzt genommen erstmal? Ich hab die Liana, ja. Ja, behalte ruhig erstmal. Ich hab ne KGM, nee, ich hab. Ach, das ist scheißegal. Ich hab bloß eine BP vom Flowloot. Guck mal her, die Platten, Bro. Wir sind in der Sicherheitszone. Hab ich wenigstens meine Marco. Lad die dann nochmal nach, wie viel Munition drin ist. Lass uns die oben ficken jetzt, Alter. Ich hab so eine BP-Flowloot-Waffe, aber. Ja, eine Drohne haben die geholt, Digga. Machen wir uns das gelbe Haus vielleicht noch rein, bevor die da sind. Ja. Der ist schon oben drin, Bro. Double Bank Granate. Granate ist raus. Shieldback alle beide. Kommt mal ein ganz anderes Team wieder, Digga. Ganz anderes Team wieder. Huren. Kevin, Alter, was ist denn los heute mit euch? Das ist absolut geil, Alter. Crazy, grüß dich, Ronny, guten Abend. Ehrenfruchtwerk in den Chat. Diggerchen, mega, Alter, mega. Vielen Dank für deine giftige Zaps, Leute. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Mal Ehren-Kevin in den Chat. Der Dude haut unendlich giftige Zaps raus gerade. Leute, mal ein paar Herzen da lassen für alle Mann hier. Dankeschön gegenseitig für euren mega Support, ihr Süßen. Und auch vielen Dank für die ganzen Nachfragen, wie es beim Arzt war, wie es mir geht. Aber es gibt auch manchmal Tage, da möchte ich nicht gern drüber reden. Trotzdem weiß ich aber sehr zu schätzen, dass ihr immer jeden Tag nachfragt. Und vor allen Dingen auch an Termine denkt, wo ich die nicht mal dran denke, weiß ich es ja zu schätzen, ihr Lieben. So. Wenn noch ein paar Leute so viel nachgefragt haben, Leute, so sieht das hier aus. Das ist dieses Zeug, was wach macht. Muss hier durch die Nase sniffen. Ist halt dafür gedacht, genau. Ist legal zu kaufen. Ist auch keine, nichts mit Drogen zu tun. Keine Substanz. Ist einfach nur Guarana drin. Taurin, glaube ich, Koffein drin. Und hinten steht drauf halt, ich nehme was kennengelernt, Energy Sniff Wildkraut. Ich könnte natürlich auch Koffeintabletten wieder rinpfeifen jeden Tag, aber geht halt immer so Leute auf den Magen. Und deswegen, ich finde das cool, das macht wirklich auch wach und das hält übel lange. Also steht drauf, für 20 Mal sniffen soll das reichen. Ich habe jetzt schon 40 Mal und das Ding ist immer noch viertel voll. Also, denke ich mal, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, Dudes. Denkt dann, am 15.10. haben wir ein Solo-Turnier geplant. Jeder von euch kann mitmachen, ich glaube, Supporter, aber Abonnent. Solo-Turnier einmal bis 0,99 KD und einmal ab einer KD, sodass auch jeder von euch eine Chance hat und sag ich mal, ein faires Turnier entsteht und nicht jetzt, dass ihr denkt, obwohl eigentlich auch Quatsch ist, ob einer nur mit einer KD spielt oder mit einer 3er KD, der kriegt ja auch die Gegner, sage ich mal, in seiner Lobby. Trotzdem haben wir es halt so unterteilt. Ja, normalerweise ist es Dünches. Matchmaking ist eh absolut Abfuck. Alter, und Ivo auch nochmal 5 Gifte Zaps, Leute. Ehren, Ivo rein da, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, Schnuckelhase, Alter. Vielen lieben Dank. Freue ich mich sehr, Ivo. Digga, einen dicken Schmatz aufs Auge, Freund. Freund der Nacht. Das Kraut heißt Wildkraut. Was wollte ich denn sagen gerade? FFR habe ich nicht im Bot drin. Wie willst du die FFR wissen? Als Sniper-Support oder als Long-Range-Waffe? Obwohl ich sie dir, denke ich mal, nur als Sniper-Support empfehle. Können wir auch jetzt eine Runde zocken, Leute. Wo ich gerade die Liana gekauft habe. Ich möchte die auf jeden Fall nochmal zocken jetzt, die Liana. Wo ist denn der, so ein lustiges Video nochmal schicken, Alter? Ja, wo hab ich denn das drauf? Nehmen wir das. Videos. Ach so, das war auch so lustig. Schick mal Videos, die ich hier von Timmy. Und ein paar Fotos. In seiner Mutter sein. Video ist niedlich. Da sag ich immer zu ihm, geh mal wie ein alter Mann. Da geht er mal so gebeugt mit einem Humpel so niedlich, Digga. Musst du den mal reinziehen. Echt jetzt, oder? Ja, richtig, richtig niedlich, Digga. Wie viel der schon versteht, ist unnormal, Digga. Dann bringt er mir wenn ich nach Hause komme,
immer Papa, Papa, mach die Arme hoch und sagt immer Schuhe, bringt immer meine Hausschuhe, die anziehen soll. Ey, ohne Scheiße, so schlau der Bengel, Alter. Und das letzte Video ist da, wo der im Schlafanzug da drin ist. Musst du mal gucken, wie siehst du schon, wie gebückt der auf dem Schlafanzug ist. Das ist so niedlich, so toll, Leute, ehrlich. Na, Moni, mit der FFF Long Range habe ich meine Warzone-Karriere gestartet. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr so. FFR Long Range würde ich nicht mehr empfehlen, obwohl es jetzt auch kein Verbrechen ist, die zu spielen. Ich habe damit auch eine Runde gewonnen mit 15 Kills, aber ich finde die halt einfach schwer zu spielen. Also wenn dann nur als Sniper Support. Wie geht's der Moni? Weil das ist soweit, da kriegst du dein kleines Baby. Also der kriegt schon schnell, relativ schnell Schildback, muss ich sagen, aber der Recoil von der Liana, Alter, ich glaube, da muss ein anderes Mac drauf. Aber wir haben halt auch 90 Schuss drin bei der Bumme. Der kriegt so blonde Haare, der Typ. Ja, übelste Sorte. Vor allem, der hat wie ich als Kind übelste Strohhaare. Das fühlt sich an wie ein Meerschwein, wie Pferdehaare. Übel strohig, Digga. Sieht aus wie ein kleiner Opi, der Dicke, mit seinem breiten Grinsen, Alter. Der lacht uns ans Gesicht. Du bist so süß, wie du über mich redest. Ja, Digga, Alter, vorsichtig, was du sagst, Brudi. Ich rede über meinen Sohnemann. Wenn ich über dich reden würde, würde der Satz anders gehen, mein Schöner. Sag ich mal, hier, hier, Markus. Ne, der ist doch schick, Digga. Der ist doch schick. Genau so musst du aus, meine Tochter deine Haare macht, Bro. Genau so. Liebe Grüße an die Kleine. Müde, schlapp, Schmerzen. Das glaube ich dir, Moni. Ey, ich habe der Paketplatz von 10%. Gerade eben noch nichts, aber ist egal. Ich zock jetzt hier die Runde. Nee, doch, Sinn, doch. Vielleicht geht's gleich wieder weg. Wir werden sehen. Wenn ich einmal aufs Maul kriege und ich merke es daran, du weißt, ich bin ehrlich, gehe ich raus. Aber das geht einfach nur auf den Sack, Digga. Das geht mir nur noch auf den Sack. Jedes Mal rausgehen, neu warten, rausgehen, neu warten. Kommen wir hier mit? Okay, dann gehen wir jetzt mal aufs Dach drauf, oder was? Kommst du mit mir aufs Dach, oder? Ja, ja. Ich sehe die... Das war als erstes Tag, glaub. Dann lass ihn unten rein, wenn er als erstes da. Dann geh unten rein, Bro, dann geh unten rein. Er ist nur eins gegen eins. Gehst du runter, Digga? Ich bin runter jetzt, Digga. Ich dachte, du gehst runter. Das sah aus gerade. Ja, war einer. Das, was, einer? Da ist noch einer, einer mitgeflogen. Andere landet drüben beim Kopfgeld. Okay. Und Haus schießt auch auf mich. Tankstelle, Tankstelle. Okay, okay, okay. Ich geh zum Kopfgeld rüber, der ist Kopfgeld weggenommen, ich push den, Bro. Es leckt halt ein bisschen. Der snipt einen auf mich, die aufpassen, der snipt einer, Bro, geh rum. So eine Platte für mich eventuell. Der kommt, Bro. Der fliegt rum, oder oben, ja. Tanke sniped immer noch. Ja, er campt halt oben und tanke. Ach, Digga. Nee, es geht mir einfach für den Lux, Digga. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Hurensohn. Ja, bist du auch nicht. Kleiner Mada, ja, mit eigenen Waffen. Amaguerre. Eigene Waffen schon, natürlich, Alter. Keiner. Da kannst du nichts machen, Alter. Das ist halt so viel mit Glück verbunden, seitdem es die Waffenkisten gibt, Alter. Ist ja diesen Monat schon soweit, ja, da kommt der Dings raus am 28. MW2, oder? Ist das diesen Monat schon, ja? Ja, ja. Ich glaube, ja, ich glaube, ja. Dieser Monat ist ja Oktober, glaube ich, 28. Ja. Naja, ich muss erstmal abwarten, Digga. Der MW2 war doch nicht Bock, da irgendwann ein anderes Game, wo wir uns dran gewöhnen müssen, oder? Ich weiß, dass es nur Spaß ist, Digi. Aber wenn ich von meinem Kind erzähle, da bin ich so ein bisschen eigen. Digga, wo die Kiste liegt, ist ein Witz. Einfach nur ein Witz, Bro. Einfach nur ein richtiger. Wann du kommst da raus? Ich komm da raus. Ey, Leute, das Game ist so kaputt, Junge, Alter. So kaputt, Digga, Alter. Christi kommt da hinten raus, ich komm da raus. Und wir müssen eher wahrscheinlich 800 Meter, ich 1200 zur Kiste fliegen. Das ist doch komplett useless, ey. Absolut Abfuck, Junge. Man müsste die echt mal zur Rede stellen, so. So, Digga, da sitzen irgendwelche YouTuber, große, die zocken das halt an. Und da müsste einer wirklich mal die ganzen Sachen aufzählen, Digga. Wie würde man ihre Antworten interessieren? Warum ist das so? Warum machen die nichts? Was sagen die denn da, Alter? Was würden die denn dazu antworten? Das will ich gerne mal wissen. Bei Kisten auf jeden Fall. 50 Euro fürs Haare machen. Da bin ich halt immer ein bisschen eigen, Digga. Wenn mein Kumpel, also mein Sohn oder... Der dürfte nie sowas zu mir sagen. Geld spielt keine Rolle. Geld sollte nie eine Rolle spielen. Kinder sollten nicht... Lieber sollen die sagen, ich möchte dafür einen Kaugummi haben oder einen Döner oder irgendwas. Oder Spielzeug, aber kein Geld.
Luki ist auch viel zu sehr auf Geld aus und Timmy wird nie so erzogen, auf keinen Fall, Alter. Man soll sich noch auf kleine Dinge freuen im Leben. Das ist jetzt nicht Kritik gegen dich und Gottes Willen, aber ich... Das dürfte man nicht so laufen. Warst du dran, Bro? Ich war dran, ja. Hast du gesagt zwei? Ja, eine ist noch, also ein anderes. Ich höre nicht zehn. Leckt. 30%, Alter. Das ist schön. Es wird besser. Es wird besser. Eine Kiste euch noch brattern. Hier ist irgendwo eine mysteriöse Fliege. Unter dir Kisten, Bro. Ja, hinter uns. Ganz viele. Hier unten drinnen, Bro. Bei mir. Hab ich überall Kisten gehört gehabt. Jetzt höre ich sie nicht mehr, hä? Oder ist hier drinnen? Oh, das ist, hier ist das Gebiet wieder, Bro. Diese Heldenscheiße da. Einzig, was egal, ihr macht da mein Spiel. Alles easy. Ja, ja, mach ruhig. Weil die komme ich auch gestorben. Warum kann der Paketverlust nicht einfach mal weggehen, Leute? Warum kann ich einfach mal Glück haben im Spiel heute? Ja, das war gesagt nicht auf dich bezogen, generell einfach Markus. Das sind viel zu viele Kinder immer nur. Auch Luki bei uns unser großer, das mit Geld überhaupt nichts mehr zu schätzen, weil es die Wertschätzung gar nicht zum Geld hat. Und das ist das Traurige heutzutage. Für Kinder ist es schon nichts mehr. Wisst ihr, früher warst du so der Größte, wenn du eine Playstation gekriegt hast, zu Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und heute ist es schon nichts mehr wert, Digga. Das ist traurig einfach nur noch. Die Wertschätzung mit Geld ist einfach nur traurig, wie manche die Kinder da ranführen, Alter. Das wird bei Timmy nie so sein, nie. Ich werde dir den versuchen zu geben, was wichtig ist für ein Kind und nicht irgendwie versuchen mit Geld da irgendwie ein Kind glücklich zu machen, sondern mit Zeit und den Sachen zeigen, Pfeil und Bogen bauen, so eine Sachen halt. Weißt du, was ein Kind braucht? Wo ist denn der hässliche hier? Er ist schon wieder Coin gegangen. Ich schütze den Brattern mal. So echte Brüderliebe ist, meine Freunde. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme, wenn ich da runterfalle, sterbe hier. Das lasse ich lieber sein, dass ich über die Röhre laufe. In der Nähe ist ein eigenartiges Objekt. Finde heraus, was es macht. So. Diddy, ich höre was, oder? Weiß ich nicht. Nee, das war dieser scheiß Vulkan-Ding. Wir können mit einem Seil fliegen, wenn du willst, Bro. Ich habe Seil neben uns. Haben wir irgendwo was bei uns in der Nähe, Bro? Ne, hier ist kein Kopfgeld, hier unten ist eins. Kopfgeldauftrag. Und das war's auch. Was wir da hin, was willst du machen? Können wir auch machen, ja. Du kommst ja mal da nicht ganz so, da musst du dran denken. Du kommst hier nicht ganz so. Du musst das mittlere Seil nehmen. Siehst du da was? Die Kisten sind hier noch. Ich sehe erstmal keine rumlaufen, oder? Die sind aber offen vor mir, Bro. Ja, die sind hier vorne. Ich glaube, die haben uns gesehen. Ich gehe hoch schnell, wenn ich schaffe noch, oder? Ich gehe hoch. Jo. Zieh mich hoch. Schießen die auf dich schon, ja? Ja, ja. Alter. Kannst ja gleich leiser noch. Ich hoffe. Wo sind die? Ich sehe die nicht mehr, Bro. Ja, wo sind die, Digga? Was ist denn jetzt los? Ein Bomber oder was? Neue Sicherheitszone. Kommst du nicht mit hoch, Diggi? Wollte hoch, aber ich hab mich abgeseilt gerade. Ach, gut. Ich seh die nicht mehr, Angst, dass die hochkommen bei mir von. Ich hab mich so. Kann ich alles. Da ist wieder oben, Digga, der ist wieder oben. Ja, du ziehst ihn falsch schon sich runter. Ich würde auch treffen, wenn sie so laggen würde. Er chillt Break. Oh, der ist so low, Digga, der ist hier rumgeflogen. Ja, Dann los. Er ist ein AP, der Heli. Dann, egal, komm, wenigstens so eine Runde rüberfliegen. Der ist da rumgeflogen, Digga, ja, der muss auch mal da unter sein, genau da unten drunter jetzt. Der ist oben auf dem Dach hier. Hier oben liegt einer. Ich geh raus. Oh, du hast mich weggedrückt. Oh, du hast mich weggedrückt, Alter. Oh, shit. Den einen hab ich. Ich weiß auch nicht, warum ich so schnell geplatzt bin, oder? Der einen hab ich K.O., Digga, der andere kommt auf der anderen Seite. Nein. Ja, was soll ich gucken? Komm mal eh nicht so schnell hoch. Kannst du mir zwei Plattenschneider noch auslegen? Soll ich währenddessen, kann ich währenddessen machen. Ah ja, okay. Hast du einen Finish? Der andere, einen hab ich Finish. Der kriegt ja einen oben, ja, der hinter dir war. Aber der hier, wo ich hinlaufe, in die Richtung war der andere. Oder der andere irgendwo, Bro. Ich bin wieder runtergefallen. Ich sehe hier nichts, Digga. Ich auch nicht. Das sniped, der. Lass uns hinten runterspringen, Digga. Irgendwo anders lang, Digga. Ich glaube, ich kann gerade nicht viel. Kommst du nicht raus? Nee. Nee. Digga, wenn ich treffen würde. Shieldbreaker, der da oben. Shieldbreaker. Ja, Shieldbreaker, Bro. Okay. Was ist, einer von rechts irgendwie rumläuft wieder, Diggi?
Der sniped oben immer noch, Digga. Ich brauch da nicht Ping, wir haben keine Sniper, Bro. Nee, dann lass uns weg, ja. Dann bleib ich unten, dann bleib ich unten. Ja, ich komme, Digga. Lass mal hier runter, wenn es geht noch erstmal schon. Hier ist ein Candler, falls ihr was braucht. Schnell Platten nochmal hoch. Ja, 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 ist richtig. Runden und Platten, ja. Sehr wichtig, ich lande erstmal im Haus, ich geh erstmal ins Haus, Digga. Zweimal Platten, du hast Drohne. Okay. Ja, vor uns hier meinst du lieber hin, oder Dicker? Ja, ja. Kein Bock da nach hinten. Na, wenn Martin grüßt dich, aber die Jungen von heute hat, glaube ich, nicht das Gefühl für Geld. Ja, was heißt das Gefühl für Geld? Da sind die Eltern für zuständig und nicht die Jugend, Digger. Selbst wenn die Jugend mit der Jugend abkackt, die das Gefühl nicht haben. Oh, es leckt. Ich komme ja nicht hoch. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ich der oder? Ist irgendwo hingelaufen, Digga. Ich weiß nicht, wo der hin ist, Bro. Ist irgendwo bei dir hingelaufen, glaube ich. Oder bei mir, hinter mir oder vor dir. Ich glaube, der kommt von hinten auf den Berg. Wir müssen aufpassen, Digga. Da ist, glaube ich, auch einer, oder? Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Der ist, glaube ich, hoch auch. Da war der Pfeil auch unten, glaube ich. Ja, der ist, glaube ich, unten lang, links, glaube ich, wieder am Berg hoch, Bro. Ich glaube, hier ist einer runtergesprungen, glaube ich, gerade vor mir, oder? Ja, ja, das kann der. Das war der, was hinten hochgelaufen ist. Jo. Alter, der ist so gut, Bro. Ja, ja. Ich hab eine Kiste, bringt so nichts. Einkaufswagen, Dicker. Ein Ballon irgendwo hin, lasst mal hier oben bleiben, hingehen, da hinfliegen, einfach Action. Hinter uns werden die bestimmt auch noch kommen. Meinst du, die müssen ja nicht zu uns, sag ich mal, nicht dringend, zwingend. Ja, lauf runter da. Wo war das, beim Shop, ja? Ja, ja, genau, da ging Cluster drauf. Ich mach da mein Cluster noch drauf. Flieger, sind wir wahrscheinlich tot, oder? Ich hab mein Cluster jetzt nochmal drauf gemacht, Digga. Ich hätte den Cluster fürs Auto machen können, hab mir viel Kohle gehabt. Ich sehe da erstmal keinen rumrennen, Brudi. Doch, doch, da ist einer. Hier, der ist genau im Haus gewesen. Fliegt der jetzt drauf, Digga? Shit happens, Junge. Kann auch sein, dass es dumm war, Digga, aber die Lobby lagt eh bei mir. Ich hab keinen Bock, jetzt ewig auf so safe zu spielen. Bro, die schießen auf das Auto, Bro. Digga, ich hab ihn nicht gesehen, Digga. Es ist einer im Haus noch, Chris. Hau ab, Bro. Das ist mein Bett, Diggi, hau ab. Über dir war noch einer, Bro. Wiederbelebt einer. Na klar, der eine ist healthy. Oh, leck. Granate an der Wand werfen vielleicht. Willst du mich? Links am Shop, da kauft dein Kumpel ein. Oder auch nicht. Du hast noch keine Granaten, Digga. Jetzt könntest mich eventuell, wenn der. Aber musst du nicht riskieren? Allein für den Move ist es in Ordnung kriegen, Junge. Wir müssen noch davon kommen, wieder volle Platten, linke Scheibe. Oh. Alter, what? Anderes Team oder was? Nee, ist ein Mate, ne? Meinst du? Wurde angeschossen. Ja, drinne. Stark. Die Auffassung von rechts angeschossen wurde, glaube ich. Von rechts angeschossen, wenn ich mich nicht täusche. Du hast keine Platten mehr. Jeep kommt. Ja, bin im Haus oben. Ganz stark, Digga. Ganz stark, Leute. Mal GG hässlich in den Chat. Da kommt noch einer geflogen, Digga. In den Ballon noch ab oder sowas. Über dir auf dem Dach. Der ist über dir. Ein Zweier. Ein Zweier. Da machst du nix. Ballon droppen und abhauen. Thanks, Bro. Kannst du nichts machen. Trotzdem, also schreib mal GG rein. Ja, das ist trotzdem absolut krank gespielt mit der Ohren, Digga. Welchen Lauf hast du denn da drauf? Gar keinen Lauf? Nee, nee. Ach was. Leute, mal GG hässlich rein. Komm, Leute. Wie kannst du mit so Leck spielen? Muss ich ja. Aber ey, trotzdem mal, der Herz für den hässlichen rein hat da richtig gut gemacht, Mann. Ich meine, ich konnte es nicht genauso sehen, wie er gemoved hat, weil es einfach nur geleckt hat beim Zuschauen. Aber, Alter, trotzdem richtig gut. Puh. Mir geht's besser, Lieschen. Danke der Nachfrage. Ja, konnte nichts machen. Dann kam noch ein zweiter Team, ja. Mehr ich überlege gerade, wo bin ich überhaupt gestorben? Unten im Haus. Ja, ja, hab ich ja gestern oder vorgestern gesagt, hab ich ja gespielt, was Sandy mir das geschrieben hatte. Hab ich die gezockt gehabt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hab zwar, glaube ich, gut Kills gemacht, aber irgendwie so, dass wir nicht umgehauen, Alter. Aber wusste nicht, dass man die ohne Lauf spielt. Er hat gesagt, er hat die links gespielt, den mittleren wieder.
Halt nicht aus dem scheiß Köllerhaus. Ich verstehe nicht, aber warum ich so oft Parkierverlust hatte und du nicht? Ich verstehe den einfach nicht, Alter. Ich habe ja jede Runde. Keine Ahnung, Mann. Ist das so oft? Ich kann nur in dem scheiß Game liegen, keine Ahnung. Ja, ja. Ich warte bei dem Haus, Digga. Ich bin da auch gestorben, oder? Danke, Leute. Es lief von euch. Bin ich da auch gestorben, Digga? Bei dem Haus? Oder wo bin ich gestorben? Ja. Die haben einen Ballon gedroppt, glaub von dir, glaube ich, gerade. Ja. Dieser Ballon ist jetzt gerade kaputt. Ah, die haben eine Kiste gekauft und haben im Haus wieder. Jetzt, ja. Und dann gib ihn. Oh, die Sniper haben mich da, ich muss irgendwo hin, was soll ich jetzt machen, Bro? Das war's schon wieder für mich. Es war es schon wieder für mich. In dem Haus, oder was? Ja, im Haus haben sie eine Kiste geworfen und gesniped haben sie von irgendwo rechts auf mich drauf. Deine LKW hast du auf jeden Fall, Alter. Jo, ich hab was, ich hab auch gerade gefunden. Wir können es im Haus hin, wenn du willst. Da fliegt doch einer hier. Warte mal. Ich laufe, da sind zwei Leute, die fliegen da. Das sind aber zwei andere, Dicker. Gleich da. Meinst du, ich hab immer noch da die anderen beiden? Die anderen haben da, weiß ich nicht, haben eine Kiste da gekauft, Digga. Könnt ihr mich jetzt rumschleichen? Das ist ja eine Gulagwaffe, hast du ja, ja? Da läuft einer rein ins Haus, hinten rum. Aktivität. Hinten rein. Hinten rein, in der Zone kommt halt, das bringt halt. Das ist für mich auch dumm, dass die Zone kommt, Bro. Ja, dann komm runter dahinter. Nur Schmutzwaffen, Diggi. Oh, jeez, that dude wrong, yeah, but that's... Jo, ich hab keine Dings, keine Gasmaske, Bro. Ich habe keine Gasmaske, Mann. Lauf, lauf, lauf. Scheiß auf mich, Digga. Junge, ey. Ich langsam nervt's grad, Bro, Alter. Langsam nervt's grad richtig ab, Digga. Ich fick den schon übel gut weg, Mann. Mit scheiß Leck, Alter. Dann hab ich auch keine Gasmaske, Junge. Spaß die Kinder, Alter. Du brauchst medizinische Versorgung. Auffüllen. Okay, okay, Bro. Scheiße. Da links am Haus, links an der Terrasse, links an der Terrasse stehen die zwei. Links neben dir, Bro. Close. Hätte ich gesehen, hätte ich gesehen. Bro, ja, nicht. Ja, der wurde am Arm geschossen. Schieß nicht, warte. Zeig dich nicht. Wenn die jetzt schießt, dann wissen die links, dass du da bist. Hätte ich gesehen, Bro. Den hat ich nicht gesehen. Hätte ich nicht gesehen, der rechts am Fenster, der Depp. Ja. Aber jetzt hat er dich gesehen, oder? Hm. Nee. Ja, chill. Laufen wir übers Feld rüber. Vielleicht erstmal den einen wegholen. Das ist ein Buff bekommen haben, die ISO. Ja, ich glaub. Ja, ich war nix. Leckt das bei mir, Alter. Lauf über. Da links war er gerade in der Hütte. Und die ISO lieber, die ist besser auf der Range, glaube ich, Bro. Die hat einen Buff bekommen. Wir looten die anderen zwei wahrscheinlich, die sie abgeknallt haben, Dicker. Also sind nach links gemuffen, weil wir den nächsten. Kann sein, ja. Ja, da vor dir, nimm die. Ja, genau. Wo hat der hingeschossen? Unten hin, genau, unter dir eigentlich. Nee, der schießt weiter weg, der war rechts, da rechts, hier nach rechts. Ja, da irgendwo hin, genau da. Ja, die sind da drinnen, ja, Bro. Ja. Versuch die anderen vielleicht von hinten zu. Ich würde die anderen übernehmen, meinst du nicht? Okay. Schieß immer noch auf die, hauptsache die sind dich jetzt nicht von hinten, die anderen, Dicker. Also Kiste da noch drinnen, wenn du es brauchst, aber jetzt solche Scheibe, dumm. Hast du ein Bekenne mehr. Ja, auf Twitter oben hast du gesehen, ja? Ja. Der hört dich halt, Bro, wenn du musst jetzt wahrscheinlich. Hinter den, glaube ich, auch nochmal ein Schuss. Oh, jetzt schießt der andere auf dich noch. Ja, das kannst du nicht machen, Bro. Hinter dir, Scheibe. Die von dem Ding haben jetzt die Kiste geholt und eine Drohne. Falsch. Oben waren sie gerade, oder? Auf der Terrasse, da oben drauf. Ja, oben steht einer, ja, oben steht einer oben drauf. Gar nichts mehr. Naja, weiß ich nicht. Probier die zu. Ja, holen. Digga, shit happens, geht da drauf. Oben Fenster, Digga. Oh, yes. Und dann versuchst du in die Zone zu gehen. Und warte einmal kurz, da kommen gleich neue Aufträge. Vielleicht kommt irgendwas bei dir um die Ecke. Das ist ja eigentlich ein guten. Warte erstmal, vielleicht bis die sich da pushen. Vielleicht müssen die ja zu denen kommen jetzt, die anderen. Vielleicht werden die gleich. Oh, das nervt auf dich, geh weg. Mhm. Vielleicht pushen die anderen jetzt. Warum schießen die jetzt nicht mehr? Das ist man doch lieber bei den anderen hinten ran hier, bei den Wichsern. Jetzt fighten die auf die wieder, Digga, ja. Und trotzdem nicht so hart, die pushen die nicht, nee.
schießen die weiter. Ja, rechts, rechts an der Hütte, rechts, 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 genau daneben. Da siehst du den? Rechts an der Hütte. Und hinter mir auch noch. Hier raus haben sie auch geschossen. Aber ich muss jetzt. Ja, die schießen rechts immer noch. Hat alles auf. Ja, 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 shit happens. Du machst halt, mach den Run, bra. Aber aufhören. Marius, ich kann ja nicht sagen, deine Kommentare sind grau hinterlegt, deswegen wird gerade keine Antwort. Ne? Die sehe nur ich als Streamer. Ich weiß nicht warum, vielleicht bist du gesperrt worden. Wir zocken gerade Stammteam und wir machen keine Subgames heute. Also heute vorhin haben wir spontan welche gemacht, aber das ist kein Subgame-Tag. Ja, wir doch auffüllen, warum ist denn keine Kiste? Mit Gunner zocke ich schon lange zusammen, Digi. Ganz, ganz lange. Also Gunner ist zwar, also Matthias und Bolger sind auch im Stammteam, aber Gunner ist halt, klar Stammteam auch, aber es hat eine ganz andere Bedeutung. Er hat ganz andere, wie sagt man, miteinander als mit einem anderen, weil er es ja so lange kennt, das ist was ganz anderes. Gunner würde ich, sag ich mal, auch so ein Zöpfchen reinschieben, wenn es nicht Judith. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Würde ich bei Matthias nicht machen. Also nicht nur Homo bei Matthias, aber nee. Warte, pass auf, dass du oben nicht genau wegfix. Ja, links, 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 von den links aus, links, sorry, noch weiter links. Links, 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 weiter, da unten. Die sind unterm Graben schon. Das ist ja, die gehen nach unten. Links, die werden von links besniped, Bro. Die werden von links beschossen. Du bist jetzt gerade mittendrin. Ja, das ist easy. Fand, hat du ja, ich hab's gesehen, Digga. Der hab ich instant wieder gesehen und UGM wieder komplett drauf und geht. UGM hat er gehabt, ja? Ja, ja. Ist eine Aktualisierung. UGM ist auch immer noch heavy, Alter. Komm ja nicht mal dazu, richtig gerade die Liena zu spielen, Leute, die ich mir gegönnt habe. Keine Ahnung. Ich werde irgendwie nur auf die Fresse gerade. Es laggt aber mir nur. Ich habe nicht eine Runde gehabt mit Chris, wo es jetzt nicht geleckt hat. Nicht eine einzige Runde. Ihr wisst doch, wie ich das meine, Mann. Man hat einfach zu Leuten, ich mag Matthias und Bolger sehr und die haben also auch richtig gut integriert und ich vertraue Matthias auch. Ja, es ist auch eine Freundschaft entstanden, aber das, ihr wisst ja selber, das ist, wenn man mit jemandem befreundet ist und gut kennt. Ja, mit dem man 2 Jahre oder 1 Jahr zusammen zu tun hat und chillt, ist das was anderes, wenn man ein Kind, seitdem man ein Kind ist, Digga, Alter. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Das ist ja bei euch, denke ich mal, genauso. Wenn ihr noch Freunde habt aus eurer Kindheit, aus Kindergarten, Schule, etc., dann habt ihr ein ganz anderes Verhältnis zu denen, Alter. Da erzählt man doch mit ganz anderen Dingen über irgendwas. So, ich würde nie, es gibt nichts, wo ich mit dem Hässlichen nicht über irgendwas reden würde. Nichts, weil ich wüsste, das ist sicher. So, das würde ich mit Matthias einfach nicht machen. Obwohl das jetzt nicht böse gemeint ist. Aber ist halt einfach so, nach 15 Jahren ist halt so, da vertraut man irgendwann, ja. Das ist halt einfach die Zeit so. Ich würde gerne nur das nie denken, dass er mich irgendwie, weiß ich nicht, der wird auch immer ehrlich zu mir sein. Er wird auch immer ehrlich zu mir sein, egal was es geht. Und das ist eigentlich zu schätzen, Alter. Wie spielst du die AS44? Momentan gar nicht, aber ich kann sie dir nach der Runde nochmal bauen. Ja, ich kann nach der Runde, spiele ich schon mal auf Long Range, Bro. Aber jetzt gerade will ich nochmal meine Liena testen. Wird Zeit, dass noch jemand mitspielt, dann sind die Server besser. Das hat nichts damit zu tun, Bender, Junge. Aber die Vierer lackt's nicht so. Wir können auch Supporter mit reinholen, also no problem, Leute. Wir können ja eine Runde im Vierer mit auffüllen machen und wenn es dann besser ist, dann kann man nichts von den Supporter holen. Keine Ahnung, Leute. Ich bin nicht. Allgemein, da wo wir halt in meinst du, ja? Gezockt haben, Vierer hat's halt nicht gelackt. Bei mir doch, glaube ich, auch, oder? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, die ist jetzt immer noch ein Stündchen so nach der Runde, ein Dreiviertelstündchen. Wo ist denn der Supporter da heute? Hm? Bist du denn beim Supporter da heute? Nee, heute nicht. Ach so, hast du denn keine Zeit mehr, oder wie meinst du das? Achso, ich weiß ja nicht, du machst ja noch 9, oder? Ja, ja, 9:30 mache ich schon. Ich habe vor mir da nicht bis 3 Stunden gemacht, weil ich den Timmy abholen musste. Hä? Digga, wie schnell bin ich tot? Rucksackröhr! Warte mal ganz kurz, Digga. Grau ohne Scope drauf, abgestützt, wie schnell war ich tot, Bro? Die Grau ist ja komplett krank, Leute. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, Leute. Wie schnell war ich gerade down, Guys? Du hast 2 Platten, denk mal. Ja, aber Digga, das war. Als wenn der ein Cheater mich abschießt, was nicht. Ich meine, der war bis Level 60, er war safe am Cheaten, aber Digga, was mit der Waffe nicht richtig? Das war grad, Digga, heavy, Alter. Also, ihr entscheidet, wollt ihr jetzt nochmal die Liena sehen? Das ist das neue LMG, die gibt's doch nicht zu kaufen, also nicht zu. Man kann die doch nicht bearbeiten, ich hab die mir aber im Shop gekauft. Wollt ihr die Waffe sehen? Oder wollt ihr mit ZRG mit FFR spielen? Oder lieber M4A1 mit MP40? Schreibt rein, ihr Süßen, let's go. Ehrlich ist generell für mich einfach eine Grundlage auf eine Freundschaft oder auf eine Beziehung natürlich auch. Wenn du kein Vertrauen, also wenn du nicht ehrlich bist gegenüber deinem besten Freund oder Partner oder Partnerin, ja, dann brauchst du keine Beziehung führen, Digga. Darauf baut sich die Grundlage auf, Leute. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Würde ich
Das weiß ich nicht, würde ich niemals. Probieren wir mal raus. Hey, was anderes ist mir, ja, Digga. Probieren, da haben wir keinen Shop, aber lass mal probieren hier. Yes, yes. Was die neue bitte M4, M4.1, FFR Go, M und M, FFR und Dreierscope. Habe ich nicht gefragt, FFR und Dreierscope, Digga. Ich habe gefragt, wo hast du markiert das, Digga? Also M4 wird es wahrscheinlich jetzt werden, weil zu viele reingeschrieben haben. M4.1. Dann machen wir M4.1 jetzt. FFR habe ich nur gefragt als Sniper-Support. FFR am Dreierscope habe ich erst gespielt. Bei mir kommt einer runter, Digga. Genau neben mir das Haus, Bro. Ich bin aufgeklatscht, weil es laggt. Es laggt die ganze Zeit. Der ist neben mir im Haus drin. Genau neben mir, Bro. Links von dir. Ja, Digga. Ich würde dir gerne helfen. Kann ich bloß nicht, Bro. Ich glaube, der kommt nicht, weil der Ding, dass wir zu zweit sind, oder doch? Stark gemacht, Digi, Alter, Red Plate, aber ich glaube, das liegt. Digga, ich muss das Game mal neu starten. Ich hab. Das lag bei mir. Ich kann nicht mal einen Fallschirm ziehen, kurz davor. Ich hab 110 FPS, dann wieder 80, 70 FPS. Das macht so keinen Bock gerade das Game für mich. Null. Bei Solo hat es übrigens gut geklappt bei Solo heute. Und jetzt läuft es überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was das liegt, Bro. Kann ich dir nicht sagen. Kommt ein Bomber genau über mich geflogen, Digga. Nein, und es ist schon wieder einer drin. Wo kommt der her? Den sein Kumpel schießt auch auf mich. Ach, dein Ding, lauf noch hinten weg, erst. Nice. Lichter aus. Ich hab 13 Schuss drin, ne? Dicker Mann! So close, sorry Digi, Alter. Ich hatte bloß eine Platte drinne. Ich weiß auch nicht, wo die wieder herkommt, auf dem Bomber oder auf dem Push. Keine Ahnung, Bro, Alter. Ich weiß nicht, aus mitten im Kaff, im Nirgendwo, auf einmal wieder ein zweites Team herkommt. Aber ich hab doch so viel Damage gemacht, wie können die denn nicht sterben? Ich hab doch keinen anderen angeschossen. Ich hab nur noch Damage fast. Hä? Das verstehe ich gerade schon wieder absolut nicht. Ich hab auf keinen geschossen vorher. Servus, Stefan, wir zocken jetzt M4.1, FFR 3er Scope. Machen wir gerne heute nochmal, aber jetzt erstmal M4.1. Sexy, Brottern. Für mich läuft es hier gerade echt die FPS-Drops am absoluten Hammer. Ich weiß nicht, was da liegen soll, Leute. Ich muss ja mal die Einstellung mal checken. Digga, Mann! Man sieht ihn nicht liegen in der dunklen Ecke, du Fotzenbengel, Digga, Alter. Man sieht ihn einfach nicht liegen, Junge. Man eine neue Runde starten. Ja, denke ich, ich würde das. Ach, nee, Digga, komm, danke. Wenn es jetzt. Ich weiß nicht, Alter, ja, ich wollte gerade sagen, ich starte das Game nochmal komplett neu, Digga, Alter. Ich weiß nicht, was das gerade liegt, Digga, kann ich dir nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, an was das liegt, Leute. Ich weiß es nicht. Das lag bei mir nur noch. Heute Vormittag schon den ganzen Tag, Alter, als gelackt, habt ihr ja gesehen. Das hat nichts mit den Lobbys zu tun, gerade Michael. Aber einfach bloß, dass bei mir lackt. Ich kann gerade keine gute Unterstützung sein für den hässlichen und auch generell für mich selber kann ich gerade nichts, gar nichts, Leute. Ich guck mal ganz kurz nochmal bei Nvidia-Einstellungen in der Systemsteuerung, ob da irgendwas umgestellt ist. Ob da irgendwie HDR oder irgendwas aktiviert ist, ich weiß es nicht. Aber so kann ich gerade nicht zocken, Alter. Guck mal, schon wieder Bildskalierung ist aus. Warum? Da fängt es schon wieder an. Warum ist jetzt alles aus? Das meine ich ja. Hier, könnt ihr gleich mitgucken. Grafikeinstellung, Bildskalierung ein. Damit habt ihr viel, viel bessere Grafik. Könnt ihr gleich mitkriegen. Sofort geilere Grafik. Viel schärfer. Ja, denn anisotropische Filter sind aus. Hier haben wir, Antializing-Modus. Könnten wir eigentlich. Lassen wir erstmal anwendungsgesteuert. Bevorzugte, auch das höchste verfügbar. Das ist noch irgendwie. Warum ist das noch gespeichert? Verstehe ich nicht. Maximale Leistung bevorzugen ist auch gespeichert, aber die Bildskalierung war aus. Hohe Leistung bei Texturfiltering ist auch noch auf hohe Leistung gestellt. Ist das unbedingt oder mach halt einfach alles auf Standard, kannst du mal. Nee, nee, ich brauch da nicht mehr. Ich wollte bloß gucken, das sag nicht, dass es umgestellt ist, Alter. So, ja, übernehmen. Jetzt geht's, glaube ich, ja. Ich bin jetzt wieder live. Dauert ein bisschen, dass er ankommt. Und ansonsten weiß ich nicht, an was das liegt momentan, Alter. Mein Fakt ist, wenn es an meinem Rechner oder irgendwas anderes liegen würde, dann würde es nie, dann würde es entweder immer gehen oder nicht immer gehen. Kann ja bloß an den scheiß Game liegen, Alter. Vormittag so alles reingespielt, gute Kills geballert. Und jetzt, Alter, ich bin wieder back, Leute. Wenn ihr Bock habt, Leute, teilt nochmal den Stream, liked den Stream. Sorry gerade für die Unterbrechung, ist halt ärgerlich. Ist ja auch verständlich, dass die Hälfte der Leute rausgehen, wenn die denken, es kackt schon wieder ab. Ist halt, wenn du ein Grafikkarten-Update hast, dann ist halt wieder vieles verstellt. Guck mal, jetzt geht das. Digga, nee, das Game macht mich kaputt. Ja, hoffentlich gibt es nicht so viele neue Probleme bei dem neuen Game, denn, Alter, so viele Probleme wie hier zumindest, Alter. Ja, Multiplayer auf jeden Fall nicht, aber... Ja, ich spiele auch von Warzone, ich denke mal, Warzone werden wir am meisten zocken von allen, denn... Multiplayer mal kicken, glaube ich, eher nicht so.
Aber ist halt nicht normal, Alter. Normalerweise müsste ich alles mit meinem Rechner auf High-End spielen können und trotzdem gute FPS haben. Aber nee, nix ist. Ich komme mir so vor, Alter, ich weiß nicht. Also mit dem Streamen ist halt echt mehr als man denkt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, Alter. Weil, wie gesagt, die meisten, wie gesagt, alle machen halt. Ich weiß. Grund haben, wahrscheinlich. Ja, sicher, ich könnte mir einfach bloß eine zweite Grafik da einmal lassen und darüber streamen, das wäre noch besser, Alter. Aber natürlich, wenn, denke ich mal, ich gucke mal rein, was Heike jetzt wieder sagt. Wenn Heike sagt, ich muss wieder Geld ausgeben, dann werde ich mir, denke ich mal, noch einen zweiten Streamrechner holen, der nicht ganz so teuer ist, halt für 3.000, 4.000 Euro, wo das gut ist zum Streamen. Aber so einen teuren Rechner wie jetzt, das, wenn es denn immer noch nicht geht, hier ist Server-Warteschlange bei mir, irgendwas, dann keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, dass ich mir sonst kaufen kann mit der Firma, bevor das Finanzamt das Geld kriegt, da hole ich mir irgendeine Scheiße, Digga. Soll ich mir noch mal einen Wolkenhimmel bauen, dann auf jeden Fall werde ich auch Sport machen, werde ich auch die Firma ablaufen lassen, dann sehe ich da Handeln und Handelbank, gehört da dazu. So, gucken, ob es jetzt wenigstens besser läuft. Wenn nicht, mache ich mal dieses Dynamische wieder aus, was ich vorher mal anhatte, dynamische FPS, dass sie es halt dafür da, dass du halt wirklich in der FPS-Zahl einstellst und das Spiel so ein bisschen darauf hinarbeitet, dass du halt nicht, also dass halt konstant die FPS eigentlich gehalten werden, obwohl das eh nie der Fall ist. Gucken, ob das vielleicht auch sogar umgestellt ist. Kannst jetzt wieder reinjoinen, Digi. Ich gucke mal ganz kurz Grafik, Leute. Wir fangen mal an, das ist hier voll mit rahmenloses Fenster, ist okay. Dynamische Bildwiederholung schalten wir jetzt mal aus. Das lassen wir ganz normal. Qualität übernehmen, Qualität, Sichtfeld passt. Renderauflösung ist ganz easy. Streaming-Qualität ist alles gut, Leute. Hoch, gering. Wir können höchstens doch das jetzt hier mal auf Leistung stellen. Halte ich aber nicht viel von. Und gucken, was denn jetzt hier haben wir jetzt hier bei. Kann ich nicht joinen? Bist du in der Lobby, in der Party drin? Ich bin drin. Wahrscheinlich, weil ich jetzt ein neueres Ding habe. Ich weiß es nicht. Lade ich gleich mal ein. So, gucken wir mal. Wo bist du? Gruppen. Dauert ja manchmal ein bisschen. Gruppe wechseln, Kolonne nutzlos. Was mein Rechner kostet? 10.000 Euro ich bezahle für den Rechner oder 9.000 noch was. So, einladen kann ich dich, Bro. Mhm. Aber auch teilweise, natürlich auch die Preise der Hardware, aber ich habe auch viel RGB verbaut und Schnickschnack, das man nicht unbedingt braucht, einfach bloß, weil es halt schick aussieht, aber es ist halt kein Muss, sage ich mal. Ja, zum Beispiel so ein paar Kabelsleeves für 70 Euro, die rot sind. Die sollen eigentlich komplett über den Rechner durchgehen. Die sind, glaube ich, 3 cm lang. Davon sehe ich gerade 2 cm. Ja, ist halt so. Ich habe eine 3090er RTX Waterforce, also quasi Grafikkarte, Mainboard, Prozessor, alles wassergekühlt über 2 Radiatoren. Ich glaube 64 oder 120 GB Arbeitsspeicher. Prozessor. Jetzt können wir aber einmal sehen, dass ich halt vier Personen kauft, ja. Da ich halt so alles ein bisschen schicker haben wollte, ihr könnt auch eine normale Waterforce kaufen, die halt nicht so gut aussieht, dann zahlt halt ein Tausender weniger, ja. Ist halt einfach so. Und es ist halt nicht selbst, dass ich so viel Geld habe, sondern bevor das Finanzamt Geld kriegt, ja, wegen Umsatzsteuer und ich nachzahlen muss, dann kaufe ich mir lieber irgendwas, das ist doch selbstverständlich. Sonst würde ich mir auch nie so einen Rechner kaufen, der so teuer ist, Leute. Das läuft auf jeden Fall schon mal bis jetzt ganz okay. Hast du jetzt irgendwelche Einstellungen gemacht bei dem Video-Ding? Ein bisschen, ja. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. So, Performance-Modus an. Ich bin jetzt zumindest wieder bei 130, 120 FPS konstant durchgehend. Und ich hole mir noch ein Bier raus. Ich hoffe, das läuft jetzt auch. Oh. Weil mit dem Paket von 17 Jahren hier, Alter. Paketverlust heißt nämlich, dass du Internetpakete, dein Rechner schickt ja Pakete, oder dein Router schickt Pakete an den Rechner. Und wenn da was ein Paket fehlt, dann hat man halt Lags. So. Hast du schon mal getestet im CMD? Ja, habe ich schon gemacht, alles, Digga. Und hätte ich. Nicht. Nein. Und hätte ich zum Beispiel auch, sag ich mal, Paketverluste, also was wirklich mein Internet angeht, dann würdet ihr es als erstes mitkriegen, weil der Stream laggen würde. Ich meine, ihr seht, dass das Spiel laggt, aber ihr müsst auf meine Lippen, auf mein Gesicht achten und das läuft halt flüssig. Ja, dass das Spiel laggt, ist klar, weil es bei mir auch laggt. Aber wenn irgendwas als erstes, würde immer der Stream eine Nachricht kriegen, das würde ich sofort sehen, das ist wie so ein Ampelsystem, das sieht aus wie Routerbalken. Ihr kennt das vom Handy, dass ihr oben so eine WLAN-Balken habt. Und die würden sofort auf Rot gehen, wenn ich irgendwelche Probleme hätte. Bei leichten Problemen würden die sogar auf Grün gehen, Gelb und Rot. Und da ist halt alles perfekt, also das kann nicht an meinem Internet liegen. Servus, Olli, grüß dich. Grüße dich, Olli. Wieder was Neues probiert, was anderes. Digga, ich bin überall dabei, Bro. Lass mal hier oben. Überall, Lamudi. Wo ist denn oben, Digga? Wo ist denn das? Ach ja. Zeig ich mal her hier. Ui, okay. Ich finde das ja nicht so schlecht, Bro, eigentlich. Nö, nee, kannst halt gut move. Bro. Ja, ja, ja. Muskelkater.
Was glaube ich, wenn sie hier wohnen, Alter? Kriegt man halt meistens erst nach 48 Stunden den Schall. Ja, ich habe so einzelne kleine Dinger da ein bisschen gerissen, das heißt nichts mehr als Muskelkater, aber ja. Das soll man auch nicht, weil viele sagen immer, den setzt auf, wenn so ein Quatsch, da kannst du nicht weitermachen. Man sollte halt noch nicht übertreiben. Ja. Lieber wenig Gewicht und mehr Wiederholungen. Ich habe keine Waffe drin, Bro, nur zur Info. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, Digga. Die haben auch nicht, drin. Nee, Digga, die haben da irgendwo einen oder was haben von denen, glaube ich, Bro. Bin mir da jetzt nicht sicher. Okay, ist ja gut. Ich noch wiederbeleben lassen. Hier im Dorf hast du nichts gesehen, zufällig, ne? Auch nicht hier gerade nichts gesehen, ne. Wir wollen noch Kisten. Eine Waffenkiste, eine Waffenkiste. Was? Gameboy, mal checken. Nee, ist nach vorne rechts nichts drauf. Was ist denn das rechts? Das ist ein Geldautomat, da kommt immer Geld raus, den musst du immer warten. Ja, ja. Der muss immer rumlaufen, da kommt immer richtig viel Geld raus. Das dauert immer ein bisschen und wenn er kein Geräusch mehr macht, so dieses komische, dann kommt nichts mehr raus. Aber wir könnten sogar das Ding zusammenkriegen, glaube ich. Die Kohle für eine Kiste, Bro. Da kommt immer noch was raus. Ja klar, Digga, ich rede mir nach dir, ich habe ja meine eigene Waffen, Bro, ich rede ja nur von dir. Ja, ja. Komm, komm rein. Hier, let's go. Je nachdem wie viele Kisten halt. Warte noch ganz kurz. Du siehst eh noch nichts auf dem Radar, gell? Wie bitte? Du siehst eh gerade noch nichts auf dem Radar. Nö, auf dem Game habe ich nichts drauf, Digga. Wie viele? Zwei. Hau raus, Digga, oder? Rechts, das sind die hier von. Achso, ich sehe schon, ja. Du wirst aber nicht anfangen, FIFA zu streamen. Digga, erstens ist es wahrscheinlich ja, dass ich streame. Und zweitens, nein, ich werde niemals FIFA streamen. Er ist schon unten, Digga. Rein ins Haus. Flipback, Winden. Das One-Shot. Yo, der Brother schießt auf mich, Bro. Ich glaube, die Leander das Kacke nicht gekauft hab, Leute. Wie kannst du mir helfen, Bro, bitte? Ach, Chrissy. Der ist unten rechts, der andere ist tot, Digga. Chrissy. Das wusste ich nicht, dass der. Hab ich doch gesagt, das ist der K.O., Bro. Hab ich nicht gehört, die. Ja, die Liana packe ich wieder weg. Schade ums Geld, Alter. Fuck mich selber ab. Locker easy haben müssen, den Dude. Also, lieb, dass ihr so fragt wegen dem Arzt, aber ich möchte heute nicht über das Ergebnis reden, Leute. Trotzdem, Dankeschön, dass ihr fragt. Der war gut, Alter. Ich weiß nicht. Nee, ich spiele jetzt danach die M4-1, Alter. Wenn man auf Krampf irgendeine Waffe spielen möchte, muss man Geld ausgeben, hat packt es richtig ab gerade. Ich hätte ihn noch haben müssen. Digga, woher weiß er das denn? Woher weiß er das denn, Junge? Ja, er weiß, dass ich da komme, Digga. Nie im Leben, Digga. Erzähl keinen. Hat von oben angesagt, der Huso, Digga, hundertprozentig. Er kann doch niemals wissen, dass ich da stehe, Digga, dass ich von da komme. Vier Seiten, Alter, er guckt genau da hin, oder was? Wieder nochmal zum Geldautomaten, Digga, kannst du mich wiederbeleben. Der war doch da oben, der muss aber schon ein bisschen Geld drum rumlegen. Ja. Junge, das ist gerade echt zum Abfacken, das Game, Leute. Da ist einer, am Geldautomaten. Zwei Leute, dreh um. Dreh um, die sind zwei. Dreh rechts weg irgendwo. Das, die werden dich jetzt lesen, die hören nicht, wenn du jetzt so lang fliegst, Digi. Und haben sie angemacht. Scheiße. Ja, ich hätte doch den anderen haben müssen, Alter. Ob ich es jetzt gesagt habe oder nicht, du hast gehört das oder nicht. Aber dann nehme ich mit dem Drecksteil, Alter. Weil die M4 als Standardklasse rein, Leute. Was spielst du die M4 für ein Visier? M4? Ja, das würde mich mal interessieren. Was für ein Visier du die spielst. Okay, ich spiele das viele mit dem Ding, ich spiele das viele mit dem. Einser, Schützenscope, Schützenvisier. Ja, ich keine Ahnung, ich brauch das auf der Range. Ich finde das mit der VLK nicht schlecht. Ja, glaubst du, ja. Sagt Leute, seid das mit dir nicht böse, dass ich euch jetzt da irgendwie. Aber ich freue mich echt, dass so viele von euch nachfragen. Weil ich kenn's ja selber. Man möchte ja nun nicht unbedingt immer über alles reden und einfach mal für sich selber haben Ruhe. Ich habe meiner Frau heute gesagt, dass ich nicht darüber reden möchte. Einfach bis. Ich habe heute keinen Nerv drauf.
So, ich werde aufs Klo gehen, ich bin gleich bei deiner Süßen, mach kurz Musik an. Thermal- oder Nachtsicht? Für was, Digga? Für was denn? Mal eine Frage komplett ausschreiben, wäre cool, Bro. Also, wie gesagt, ich zocke auf der Gurenko Thermalvisier oder Nachtsicht, ist das eigentlich dasselbe oder nicht, Alter? Das ist ein Nachtsicht, ist halt das grüne Thermal, bin dann Thermal, Alter. Aber ansonsten möchte ich das überhaupt sein lassen, die Visiere. Ich zocke ja dieses MK12 Nachtsichtvisier. Das ist für mich eigentlich ein Thermalvisier, weil Nachtsicht ist normalerweise eigentlich, glaube ich, so grün oder nicht. Und das Nachtsichtvisier ist aber so thermalmäßig aufgebaut. Da sieht man die Gegner zwar nicht so, doch, eigentlich ist das ein Thermalvisier. Früher war das so. So, ich bin gleich wieder da, ganz kurz auf Toilette gehen, Musik anmachen. Let's go, dude. So, Brody, oh, geht's raus, Herr Moody, man. Herr Masio. Jo. Mama. Hoffentlich läuft das jetzt, Alter, Digga. Ich weiß nicht, das Game macht krank. Ah, oh, sie. Ich bin auch über dir und da fliegt auf jeden Fall schon mindestens 2-3 Teams mit, Bro. Einer ist genau hinter dir. Auch sind auch welche auf meiner Höhe auch noch. Ich bin, Digga, mindestens, Digga, 4-5 Teams. Links 4 Leute von dir aus. Über dir 2-3 Leute. Ja, ja, doch, doch. Also ein Team landet auf jeden Fall auf unserer Höhe, Digga. Mindestens ein Team. Rechts, ich an der Lande im rechten. Ja, wir, die gehen in linke Haus rein. Gehst du oben, ich unten, oder was? Ja, jo. Okay. Einer ist schon drinnen rechts oben. Waffenkiste, ja, jo, Alter. Ja. Bitte lass mich jetzt nicht sterben, Bro. Keine Platten, Hamudi? Einer hab ich. Sind die unten drin oder oben bei dir? Ich glaube oben. Ja, hinten oben war einer. Das ist hinten raus, geht hinten raus, der geht hinten raus, komplett. Fliegt, Alter, der fliegt einfach weg. Scheiße. Ach was? Ja, ja, der fliegt weg. Wo ist dein Duo-Mate denn, hä? Jo, jetzt zieh ich schon rein hier, Bro. Einer kommt, Bro, bei mir rein. Ich hab einen. War komplett blind, Alter. Hype. Nice. Schön gemacht, Digga. Ich. Drohne kommen, wenn wir Geld zusammenkriegen, Bro. Bunkerkarte ist hier nochmal, aber. Was ist für ein Geräusch? Mir ist nicht wahr, ne? Dann gehen wir nämlich erstmal mit, Bro. Aber Kiste liegt. Kann SDG rauslegen, wenn du willst, aber brauchst du nicht, ne. Du kannst Drohne kaufen, Bro, Drohne kaufen. Ja. Wichtig, gib Geld raus. Oder du kannst auch machen, wie du willst. Ich bin... Alles gut hier. Bitte auf,
Aufklärung. Oh, Digga, rechts, 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 Brudi. Laufen schon hin, die laufen schon. Ich kann gleich eine Blendgranate schmeißen. Was ist der, Digga? Schießt er auf dich? Nicht, weil der eine genau wieder weiß, wo ich komme, Alter. Mach dein Ding, die geht da nicht vor. Mach dein Ding, ich geh auf den großen Gulag wieder raus. Lass dich nicht alleine. Wo ist denn der Wichser hin, Alter? Bei mir? Jo. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Hä? Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Ausland. Ich sehe den anderen nicht mal, Bro, ich bin gleich tot. Das wird nix. Dann weitergehen. Digga, mein Gott, einen habe ich geholt, den anderen nicht. Ah, Digga, Alter, Junge, ich weiß nicht, jetzt bin ich so getötet wie du den Tag wahrscheinlich. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Einfach Sniper wieder reinklatschen, Leute, Alter. Damit hätte ich schon längst ein Handy gegeben, glaube ich. Aufgepasst, du wirst sein. Jetzt bist du dran. Dankeschön für eure Herzen, ihr Süßen. Was? Niemals, Alter. Das Game ist buggy, Alter. Das ist einfach. Ist das so, Alter? Die Schüsse einfach komplett nicht angekommen. Geh mal früher drauf als er, Mann. Die OGM im Gulag fühlt sich auch viel anders sein und stärker als die, die du bauen kannst, Alter. Ich weiß auch nicht, Alter. Ich muss den anderen Wichser einfach wechseln, das ist eine neue Stadt. Ohne Platten, ne? Wir haben die zwei Platten und ich auch gar keine. Gulag, hast du keine Platten? Achso, okay, na gut. Wie soll ich drauf geachtet, Digga? Da fliegt da einer über mir oder nicht? Auch dahin. Da unten läuft das in Spasti. Ja, der aus dem Gulag gebracht, ne? Scheiß drauf, Digga. Upper Roach kommt, Digga. Alles klar. Da auch Granate auf jeden Fall. Hä? Ist der hin, Bro? Kann links auch oben sein. Ja. Seh ihn nicht, Digga, ich seh ihn nicht. Wo denn? Ich hab's nicht gesehen. Hinter dem Stein, glaube ich, wo du gefightet hast. Nee, nee, ganz weit weg, ganz weit weg. Ich glaube. Komm hier nicht weg, glaube ich, Digga. Okay, ist die Runde mal gut von mir, sorry dafür, guys. Wir waren euch schon in den Pilze gewesen, Freunde, dieses Jahr. Habt ihr schon mal Gutes gefunden, Amudis? Wir waren leider an unserer Stelle, wo wir letztes Jahr aus Zufall Radfahren waren. Wir haben so aus Zufall gesagt, nee, das war vorletztes Jahr war das gewesen. Lass uns mal rechts gucken. Weil da war so eine Bank mit einem Wald, so eine Holzbank, kurz Pause gemacht, was getrunken. Bin ich rechts aus Spaß hochgelaufen und wollte gucken, ob da Pilz steht. Auf einmal haben wir Pilze gefunden. Und da haben wir gesagt, lass doch mal suchen. Wir mussten nicht mal suchen, Digga. Da waren so viele Pilze. Ich habe gesagt, 7,8 Kilo, obwohl du gar nicht auf Pilze aus warst. Wir wollten nur Radfahren. Und da waren wir mal wieder gewesen dieses Jahr. Wir haben ja die Pilze nicht also ganz normal abgeschnitten, nicht die Wurzel raus, wie man das halt so macht. Und haben halt gedacht, die kommen wieder. Aber da war nicht mal ein bisschen, nicht Zehntel davon nicht mal. Also weniger. Viel weniger, Digga. Viel weniger. Ja, da, so heiß war kann auch sein, Digga, ja. Ich weiß es nicht, aber. Ja, ziemlich lang, das ist so eine richtige weiß. Geheimstelle von uns gewesen. So, ich liebe Pilze, obwohl ich die selber nicht esse. Aber irgendwie waren wir ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wir haben einen Beutel voll gekriegt, das ist schon ganz gut eigentlich. Dafür, dass ich keine Pilze esse, sondern meine Frau nur. Was ist denn mit dir los, Bro? Steinpilze. Wir haben Steinpilze, glaube ich, bis 3 oder 4 gefunden. Oder 1, 2, 3 Steinpilze. Ansonsten Maronen. Ich glaube, so eine Henne. Kennt ihr das ja aus dem Schwamm? Henne halt. Kann man auch gut essen. Und dann gibt es so eine großen Pilze. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die habe ich damals gefunden auf Arbeit. In irgendeinem Waldgebüsch. Die sind so groß wie Fußball. Noch viel größer. Wie heißen die? Lass mich überlegen. Die, haben auch, die kann man auch essen. Kann man panieren. Richtig geil. Ich komme mal nicht auf den Namen drauf. Einer von euch kennt den Pilz. Großer weißer Pilz. Kann man essen. Riesengroß sind die Dinger, Alter. Übelst heftig. Champion, oder? Nee. Parasol auch nicht. Nee. Oder? Nee, Parasol war's nicht, Digga. Das wusste ich da noch nicht, wie man die essen kann. Mein Arbeitskollege Riesen. Bovisten, glaube ich. Ich glaube, Bovisten war das, ja.
Und Dirk, die sagt so, unser Dachdeckermeister und guter Freund von mir, die kann man essen. Ich sag, ach nee, ja, da wirst du nicht mehr, finden. Ich sag, okay, ich bin durch den Wald gelaufen in meiner Mittagspause. Ich kam mit 7, 8 Stück zurück. Einer davon war größer als ein Fußball, Digga. Ey, das war so ein fettes Vieh, Junge, Alter. Hat mich so drüber gefreut. Und Dirk, die hat die sogar für uns zubereitet und nichts darauf arbeitet und zwei mit nach Hause genommen. Nee, Schirmpilz nicht, das war ein Bovist, genau. Schirmpilz. Ja, er ist doch Giftpilze, wa? Spaß, Leute. Und mein Home doch mal raus für mich, Broody Moody. Für deinen kleinen Brother. Hier, mir, hier. Let's do it, my fucking man, dude. Ey, was ist mit meiner Frau? Warum ist sie so lange weg? Alter, verstehe ich gar nicht. Wollte eigentlich um 7 Uhr da sein, ich bin halb 9. Mann, ich habe gesagt, wir führen eine offene Beziehung, sie kann machen, was sie will. Nee, Spaß, aber Timmy ist gerade wach. Ist auch, der bewegt sich zumindest der kleine Muckelkopf. Und drückt seine Ecke mal in die Kuschelecke rein. Zwischen allen Ecken baut er sich immer was zusammen. Und dann macht er seine Monas dahin, legt seine Mona über seinen Kopf drüber. Damit alles schön eingekuschelt ist. Alter Prinz. Was sein? So muss es sein, genau so, Digichen. Da fliegt einer über uns, hast du gesehen hier? Ja. Guck mal, lasern den Dicker hier. Der Waffe dafür hast. Chill Break. Sehe ich nicht mehr. Wo ist denn das Kopfgeld bei dir oben? Unter uns, unter uns. Wo warst du, das ist der Tür gerade. Nee. Weiß ich nicht, ich hab grad. Das ist ein Gegner, ja? Dachte ja. Könnte sein. Ja, guck mal, Kopfgeld, Digga. Das Kopfgeld kommt! Unter uns liegt das Kopfgeld, Bro! Unten gerade, ja. Warum? Liegt der? Hä? Der ist rausgesprungen, der Büsch rausgesprungen. Raus. Da hier rechts, Digga, hier bei dir! Rechts hier! Digga, hier noch einer bei mir, Chris! Ich bin so Pech in dem Game, Bro! Es sind zwei Leute! Ich hab so Pech in dem Game, Bro! Hau ab, wenn's geht! Ich hab wieder ein Stück, ich komme! Hau ab, Digga, lauf durch, wenn's geht, Bro! Die sind immer noch da, am Rumpimmeln, wo ich getötet worden bin, Bro. Einen hab ich, also knocked. Ich hab keine Waffe, Bro. Ich will eine Waffe, dann komm ich zu dir. Ah, easy. Mach das. Okay, ich hab einen Phil LMG, ich komme. Sauber, Dicker, Alter. Dann hol ich meinen MP5 wieder. Komplett jemand anders. Ja, aber ich schieß so auf den Typ geradeaus zu. Und rechts brauchst du immer so ein schwarzer Skin. Ein Busche, ich hab kein, nichts, gar nichts gesehen, Alter. Ja, ja. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Tot. Ja, dann können wir ja jetzt im Bunker eigentlich direkt reinmarschen, wie ich sage, vom langen Looten, Alter. Direkt im Bunker rein und dann gib ihn, Junge. Und Pilzen sind wir immer vorsichtig, Leute. Mein Schiro hat immer gesagt, er gibt Pilze, man kann alle Pilze essen. Aber manche nur einmal, hat er gesagt. Der war immer gut, Alter. Ja. Wenn die Trompete. Du hast jetzt nicht geschaut, wie viel es war, ne? Nee, weil ich bloß auch wieder gesehen. Wenn die Trompetenblumen, kennt ihr die aus dem Trompete, Alter? Oh, damals heftig gewesen von meinem Vater, ein Arbeitskollege. Die Dinger damals hier raus und hat sich sein Glied abgeschnitten, Alter. Weil er komplett Psycho war, Alter, überheftig. Ich hab nicht gedacht, dass es sowas gibt. Die wachsen frei im Garten bei uns bei Eltern zu Hause. Kann man frei kaufen, die Dinger. Das ist übel heftig, Alter, Junge. Das ist da manchmal. Nee, was die Natur so gibt, Alter, das ist übelst unnormal. Ich meine, die haben sie ja früher rauskriegen müssen. Welcher Pilz ist giftig, welcher nicht. Werden sie früher gegessen haben, dann machen wir so Hunger hatten, Alter. Ich meine, so welche Pilze sind halt dann für die Tiere wahrscheinlich? Naja, natürlich, klar. Manche Tiere vertragen das, manche nicht. Ist ja nicht so, dass der Mensch stoppt und das den auch. Also, hat ja damals der Typ erzählt gehabt. Manche Pilze, da würden wir. Ist das so kritisch, wenn man Fliegenpilz ist? Naja, komm, die Menge macht das Gift, glaube ich. Naja, in geringen Mengen glaube ich nicht. Aber wenn du halt wirklich davon ein paar wegschepperst, glaube ich dann schon, ja. Kann man das immer nicht vorstellen, so ein Pilz, keine Ahnung, dass der komplett, wenn du den isst, das einfach Chips daran. Also sag ich mal so, es gibt ja, oh, dass du eine Marke gehabt, eine goldene. Es gibt ja Pilze, die wirken ja so einen psychedelischen Effekt aus, also gibt ja so richtig Pilze, die KSP ist unnormal, ja? Die spiel ich jetzt mal. Und da weiß ich das halt, was? Bist du da gerade? Hab ich nicht gehört, Bro. Wenn man zum Beispiel Pilze ballert, ja, die haust du dir rein, und dann 2 Gramm Pilze, 2 Gramm sind ja nicht viel. Reicht dafür, dass du da bunte Sachen siehst und ein Eskimo siehst und deine Augen nach oben gehen. Das reicht 2 Gramm für. Dann werden noch 2 Gramm wahrscheinlich von giftigen Pilzen reichen, wo du komplett hinweg bist, Alter. Ich weiß nicht. Aber lieber eine Kiste schnell da holen, weil die sind an unserer Kiste dran. No problem, ja. Wir spielen jetzt FFR, glaube ich, Leute, und Sniper eine Runde lang. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Sind auch 2 Teams? Oben waren auch welche gewesen im Einkaufswagen, oder? Hier oben ist einer, ein Einzelner, Dicker. Hol du, Selfie noch, die hier. Geld für Selfie, Bro. Drohne hole ich auch noch. Gute Selfie, Digi, bitte. So, wir rufen eine Runde, versuchen wir mit Sniper jetzt noch eine Runde. Schaut Runde raus, ich hau meine erstmal raus. Sind immer noch, einer ist bei der. Oh, was? Sniper, Digga? Jo, Alter. Von wo denn? Weiß auch nicht, ich hab den schon gesehen. Rechts eigentlich. Sehen die uns schon wieder, oder was, Digga? Ich kann mir langsam nicht vorstellen, Digi, ehrlich nicht.
Ne, ich auch nicht. Einer rennt hoch. Einer rennt hoch zum Seil hoch, einer, Dicker. Liegt der? Einer ist hochgerannt. Fliegt er, jetzt fliegt er. Der andere von denen? Liegt auch. Der kommt vorne vom Berg runter. Die fliegen aber direkt wieder runter, Digga. Oh, da ist an den Tidys gelandet. Ja, ja, deswegen, ja. Wärst du gut mit Sniper, du bist alleine, Dickerchen. Ich bin übelst weit hinter dir, Bro. Ich dachte, du musst mit dem Ghost rausholen. Willst du jetzt pushen erstmal, oder was? Ja, nee, alles gut. Oder erstmal Ghost und dann mit dem Seil selber fliegen, Digga. Okay. Da sind noch zwei Kisten, da muss noch ein Team irgendwo abchillen. Haben die gesniped, oder was? Weiß ich nicht. Fliegen mit dem Seil da hoch. Tittis, hast du gesagt, waren die, ja? Ja, Tittis war einer. Ich sehe jetzt hier gerade gar keinen, Digga, oder bin ich? Ja, doch, hier unten! Hier unten sind die. Yo, Digga. Ich hab's nicht hochgeschafft. Na, Vordach, wo waren die? Vordach irgendwie unten, die kommen gleich hoch. Yo, Alter. Einen hab ich, aber ich muss erstmal hinten rum. Anderes unter mir, genau unter mir, close. Alter. Die Drohne können wir uns gönnen. Jo, jo, jo. Komm mal. Rucksack liegt hier noch, hast du ja selber, ja. Hab ich. Komm mal. Snipt einer hinter uns, weiter weg noch. Als wäre. Komm erstmal zu dir, drohnenmäßig. Sei hast du zu fliegen, okay, ist gut. Jo. Ja, die Fenster scheinen, dass die nicht mehr kaputt gehen, weil einen nervt auch übel ab. Ja, ich bin ja, so oft gestorben dadurch, Digga. Was, über uns, Digga? Da fliegen zwei über uns, ja. Wir wollen zur Kiste wahrscheinlich eventuell. Ein Schild weg, den rechten. Hab ein Ziel markiert. Ja, nochmal ein Hit, nochmal ein Hit. Zwei Digga, Hit, und der andere kommt jetzt bei dir runter, Digga. Der ist tot, der andere. Links neben dir genau. Ja? Warum das? Hey, da muss einer über uns sein, Digga. Der läuft rum. Ich hab einen Hit gegeben, Digga, am Seil. Ich glaube, da geht's im Seil. Hinter uns! Das sind die Wichser wieder, Alter. Schild weg, noch einer. Der andere läuft zum Glück weg. Wo ist denn der? Oh, auf dem Ding, oben drauf, ganz oben, andere Seite. Lass mal hinlaufen wieder, oder? Der ist tot, deiner noch hinten, glaube ich. Der ist nach hinten weggerannt, Digga. Ah, okay. Ist nicht genau wohin. M4 schon echt fähig, macht Laune lieber. Ja, wollte ich ja auch spielen, ich ärgere mich gerade selber, ja. Mann, die Folge, ich weiß nicht, ob das mit dem Rotpunkt, mit meinem Ding so geil ist. Klar, hast wahrscheinlich weniger Rückstoß, so, aber... Dem Schützenvisier? Ja, oder ich hab die Dings ohne gespielt, ohne Scope sogar, einmal im Ironside. Weil der Pentagon die auch gespielt mit 19 Kills und die ging richtig gut ab. Ich sehe den nicht, ja, den gut. Dude. Komm her. Oh, hier GG, Brudi. Da oben drauf, naja gut, nichts gehabt, der Arme. Haben wir noch irgendwo Kopfgeld oder irgendwas? Unterwegs. Gar nichts, ne. Na hier, komm mal hinfliegen direkt. Das reicht sogar von da bis da. Das ist krass, Alter. Mit den Pilzen hätte ich nicht gedacht, dass ihr ja, doch, Digga, Alter. So das weiß ich, hab das früher mal probiert, ihr habt, Digga. Wenn du wirklich mal essen musst, das ist krass. Oh, es gibt Pilze da aus, wo es irgendein Gramm rein, das sieht so wenig aus, Digga. Das sieht so wenig aus. Da hab ich gedacht damals, hab das mal probiert, ihr habt das wirkt nicht, Alter. Dann sagen die, ja, was einfach da ab. Junge, ich will das nie wieder nehmen, Alter. Das war so heavy, Junge, Alter, ohne Scheiß. Das war echt, das war nicht schön, Alter. Kopfgeldziel identifiziert. Scheiß alle rein. Grüß dich, Chrissy, Florian. Ja, sehe ich, Bro. Und die Dudes sehe ich nicht rumrennen. Gehen die Leiter irgendwo hoch oder was, Digga? Doch, hier, die gehen hoch, Leiter, Digga. Auf den Schmackel gehen die Leiter hoch, Bro. Gute Hits. Feindliche Drohne ist aktiv. Da Scheibe schon unten. Oder? Wo ist der andere von dir? Bei mir oben ist noch einer. Der wurde von woanders angeschossen, Digga. Ich hab den. Ist doch nicht von wo, Alter. Oh, mal hinter mir schießt er noch mich. Von wo denn, Digga? Von wo schießt er denn, Alter? Ach, so unten rein und den pushen, oder? Ja, der ist unter mir. Ich geh hier runter, Bro. Warte kurz, warte 2 Sekunden. Ja. Er ist oben, glaube ich. Ja. Werfe Granate!
einfach so rausgebombt, Alter. Die Gasmaske hast du schon? Die anderen werden kommen, Digga, die anderen gleich, Bro. Ich will noch mal eine Drohne holen. Ja, ich will da nicht hin, Alter. Ich hab da geschossen, Brudi. Leg Geld raus. Ich muss, ja, ich mache schon. Und du aimst auch, du hast Sniper. Das war sogar hinter uns bei den Tiddies. Das war links, war das, geradeaus. Ja. Nee, nee, ich glaube, das war aber links auf dem Berg. Die mussten Ghost haben. Die konnten mich gar nicht von den Tiddies getroffen haben, weil ich zwischen den Dingern war. Ja. Sind sie immer noch da hinten? Ja, ja. Ich hab eine Prezi noch gefunden, Bro. Ja, ist wichtig. Dann schauen wir ja vor da oben. Lauf mal zum Seil hin. Warte mal den einen. In nur 2 Sekunden. Digga, ich bin noch drauf. Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Hey, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der ist da gebückt, Bro. Versteh nicht. Ich war genau auf seinen Kopf drauf, Digga, mit dem scheiß 3-Linien-Gewehr. Guck da nochmal. Ey, er ist immer noch Orange Markers, der immer noch, Digga. Wenn ich dir einen Priti geben, der sagt Bescheid, Diggi. Ich flieg erstmal hoch jetzt. Ist immer noch Orange Marker gewesen. Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist geduckt. Ne, die sind, glaube ich, unten drinne, weiter unten drinne. Hä? Auf dich? Ja. Gib dein Prezi drauf, Dicker. Ich komme mit. Den hab ich. Hat er, den hat er aber auch gefühlt. Den hat er gefühlt, glaube ich. Den hat er gefühlt. Den Gun out. Outgun, Junge. Outgun, Gun out, Brody. Der Mate muss unter mir noch sein. Gar nix. Er wird unten drin sein, schätze ich. Ich hab den großen Sniper-Turm drauf, Bro. Tippity, wirst du was? Nee, nee. Das Gas kommt näher. Der macht halt nix, der chillt halt nur und wartet, bis ich komme. Ich komm zu dir mit dem Pushen, mal den zu zweit. Hier unten rechts kommt eine Tür rein, hier ist er nicht. Oben ist eine S-Mine, brauchst du ja unbedingt. Vielleicht ist er auch durchgezogen, kann natürlich auch gut sein. Ich glaube, Dicker auch nee. Aim ab, einfach ab, bitte, aim ab. Warte, warte, warte. In die ist mir zu unsicher. Er ist hochgelaufen, einmal rum, glaube ich sogar. Er ist genau hier, glaube ich. Bin unterwegs. Hey. Schildback hab ich, Bro. An die Soldat in der Nähe. Hat er gesagt, über uns, glaube ich. Ja, ja, ja. Mach du meine Seite, mach du meine Seite. Das Gas ist hier auf der Ferne. Auch von den Türen kommen, muss auch aufpassen, Bro. Es ist. Ja. Ich mach ein Prezi drauf. Zielgebiet markiert. Feuerfreigabe. Hier Phoenix 3. Wir über mir, ja. Bis er bei der Tür kommt, Digga. Kommt er auf, glaube ich. Doch nicht. Keine feindlichen Treffer. Ja, wo ist der denn, Digga? Ist der ganz oben drinne? Ich nicht. Ich nichts mehr, der ist auch weg. Also runter. Der ist orange, ja, ja, orange, Bro. Mal hoch, oder? Yes, 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 ich geh mir die Seite hoch. Hey. Nacht. Nacht. Schlaf schön, mein Süßer. Bis morgen. Ich auch. Bis morgen. Er ist durchgezogen. Zum Seil oder irgendwo hin, oder was meinst du? Hier im Kopf, ein großes. Was war ich aus dem Instagram? Sorry, Diggi. Wo, Kopf, können wir da hin? Wir können, was ist das, ein Shop? Ja, lass uns den holen. Mit dem Seil oder so. Digga, rechts nehmen wir uns, Bro. Ich aim erstmal von oben ab, Digga. Ich hab einen Sniper. Ich hab einen Sniper, mach du ruhig, Digga. Ich hab einen Sniper, Bro. Mir ist die Möglichkeit richtig gut zum Abwehren eigentlich. Ich seh die bloß nicht mehr. Hä? Fliegen die selber? Ist da oben nicht einer bei dir schon? Da sind doch zwei bei dir, Digga. Mach bitte chillig, Chrissy, Alter. Ich seh die anderen zwei laufen gerade. Digga, ich muss ihn noch treffen. Ich hab ihn getroffen, glaube ich. Da ist noch einer. Es leckt. Es leckt. Digga, was ist los? Ich hab einen Headshot gekriegt, es lag bei mir, Digga. Es lag, als ob ich Paketverlust hätte, hab ich aber nicht. Du musst so denken, ich schieße, ich treff den nicht, aber ich höre das Hitgeräusch. Und ich sehe aber auch kein Hitgeräusch. Ich sehe es aber auch nicht, ich höre es nur. Ja, ich weiß nicht, was das liegt, Digga. Irgendwas ist bei mir kaputt, Digga. Irgendwas ist faul. Ich hab auch keinen Paketverlust, nix. Das ist so behindert laggy gerade das Game bei mir, Alter. Hab das im Stream mitgekriegt, Leute, ich krieg einen Hit. Putsch, Sekunden später. Dann sag ich gerade, ich treff den nicht. Und ein paar Sekunden später, wieder Millisekunden, ist er tot.
Aber Internet kann es nicht sein. Nein, nein, nein. Ja auch nicht und gar das Stream würde den auch legen, wie gesagt. Alle haben sich bei mir auf. Wie was? Das schreibt gerade keiner. Die Kommentare eventuell. Ach so. Alex, mein Gutster, siehst du, ich glaube, ja. Oh. Ist da irgendwas mit, Leute? 180 Zuschauer oder vielleicht sind die einfach so fiebern? Nee, mit. Die, glaube ich, fiebern gerade für alle gerade mit auf unser Gameplay. Jetzt gehen wir weiter. Haftgeld pushen, obwohl die sind da mitten oben drauf, man. Drohne aufpassen, die. Bist du weit weg? Drohne? Was, ja? Nee, habe ich nicht gehört. Hast du nicht gehört, Drohne aufpassen? Nee. Stand eine Drohne auf. Zone. Ich würde lieber außen am Rand weiter langlaufen, ja. Ich glaube, die sind rechts noch beim Factory hier bei Dings. Da ist noch eine Kiste drin. Schussverkauf. Hinterlaufen, nochmal was holen? Könnten wir, wissen nicht. Könnten wir eigentlich machen, oder? Ich hab eine Gasmaske, hab ich. Ich weiß nicht, wenn die kostet nicht viel. Sicher, ich hab aber auch Geld, Bro. Selfie hol nochmal für mich. Aber du hast doch nicht für Maske geholt. Das sind beide hinter. Doch. Ich hab ja selber eine Maske schon auf, Bro. Alles easy, komm. Munikiste will ich auch nochmal für. Munikiste kostet 800 wegen Spritzen, Digga. Mach ich ja. Kostet 800 Selfie. Munikiste hole ich nochmal wegen Spritzen. Gasmaske hole ich mir jetzt nochmal. Zack. Selfie. Munikiste. Das habe ich überhaupt noch. Einen Prezi hole ich mir noch. Ich hole mir noch eine Gasmaske. Reicht ja nochmal. Wir können ja den Fallschirm nehmen zum rechts oben. Können wir auch den machen, ja. Ich will erstmal die Munikiste dann gleich droppen, Diggi, wenn ich bei dir bin. Hier, Digga, Munikiste. Und die Kiste liegt. Let's go. Ja, lass die holen. Die Kopfgeld oder was? Oben drauf auf dem Ding. Ja, genau, blau oben drauf wahrscheinlich. Über rechts erstmal ein bisschen, Digga. Da kannst du einen snipen. Hast du einen Prezi? Ich hab einen Prezi, ja. Ja, die sind da oben drauf, ja. Siehst du die oder was? Ja, aber Drohne, ja. Ich seh die da stehen, glaube ich, Digga. Oder? Ja, hier, den kannst du lasern. Den kannst du den Hedgehog geben gleich. Hab ich. Ja, Prezi, ja. Prezi kommt. Ran. Treff ihn nicht, Digga. Warum nicht? Der ist genau drauf. Der ist genau da, wo er gestorben ist, drauf, Digga. Also sowas von beschissen, Bro. Kommt auch nicht hoch. Doch, da kommt man hoch von da. Ein gehittet wieder mit der Nade, Bro. Da schießt du noch uns. Shit, Junge. Ich muss runter. Kannst du auch runter? Tschüss. Wo man hin, wie wir es machen? Auftrag gescheitert. Oh, da wahrscheinlich nicht nochmal pieken. Ich hab mein Kill gekriegt! Ah, hä? Ja. Lol. Lass ihn pushen, komm. Beide tot, das wurde abgesnappt. Feindliche Drohne ist aktiv. Jo, hier liegt auch einer. Ja, auch bei mir nochmal. Ein Prezi liegt auch nochmal. Mich geschossen hat, glaube ich. Totenstille Prezi. Lol, guck mal, in den Busch rein, hier liegt aber noch eine Menge. Hier ist ein Fahrzeug. Hä? Hier rechts, Digi, hier rechts sind die. Hat noch eine Drohne rausgehauen. Ich sehe die rechte, komm zu uns, Digi, aufpassen. Aufpassen, Chris. Der geht zu dem Berg, gerade vor uns, den Berg. Ich habe den laufen sehen. Rechts ist auch noch einer. Habe ich nackt. Ich mach'n Prezi drauf, Digga, ich mach'n Prezi ja, drauf. Alles gut, sicher? Ja. Der wurde aus Team Vibe, Digga. Von dem Blau oben, ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Wir müssen jetzt kommen, wir müssen jetzt vorbei kommen. Und sicher, dass er von unten hochgelaufen kommt, der Dude. Nee, sind hinten. Die schießen immer noch her. Ich hör's, ja, ich hör's. Warte, Digga, warte, ich kann gucken. Die fallt mit unten. Eddie? Ja. Der hat da rechts runter geschossen. Rechts runter noch. Er muss ja noch einen Buddy haben, Digga, der auch noch oben war. Ja, oben ist sein Buddy auch oben. Ich sehe ihn laufen kurz nach links weg. Der wird gleich am Holz, glaube ich, kommen, Digga. Darf mich nicht sehen, bin ich tot. Starkes Ding. Nach rechts unten hast du, okay. Noch. Muss nach oben einer sein, Bro. Ja, der ist hinter Zaun gelaufen, glaube ich. Der muss aber uns vorbeilaufen jetzt, Digga. Lauf nicht von rechts, jetzt komm, mich wegficken. Der geht komplett hinten rum. Der wäre blöd, wenn er uns. Der hat wieder Bild. Am Stopp. Der läuft außen, läuft er. Ja. Hier. Der Matt landet wieder rechts. Digga, ich treffe ihn nicht.
Warum treffe ich ihn nicht, Bro? Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einer nicht, Bro. Lass ihn einer nach K.O., Bro. Einen habe ich K.O., alles easy. Der rechts stirbt, der snipt auf mich, Bro. Ich sehe den nicht wo. Der ist selber tot, ohne hinter mir jetzt auch. Nein. Zelt da, Zelt. Zielgebiet markiert. Leg los! Hier Phoenix 3. Der wird auch geschossen, die. Das hinter dir aufpasst. Gehustet, ja? Hast du gehört rechts über dir? Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Ich find, du wirst auch gleich von links beschossen, oder Body? Fuck you. Fuck you, dude. Schade, Brudi, sorry. Alter, ist auch eine miese Zone gewesen, Alter. Ich will mir mal die ZRG reinmachen, Alter. Nabend, Sandro. Grüß dich, Christian, Niklas, ihr Sieben. Schön, dass ihr am Start seid. Ich mach mal die ZRG rein, eine Runde noch, danach snipe ich nicht mehr heute. Also, was ist denn das überhaupt hier? FFR, glaube ich, nehme ich auch nochmal raus. Scharfschützengewehre. ZRG ist wo? Hier, das fette Vieh, Junge. Entwickelt das Charlie rein. Das Ding. ZV-Zieldauer. Marathonschaft. 5 Schuss. Als Sniper-Support hau ich mir jetzt mal die Dings rein, Leute. Die AS-44, glaube ich. Jo. Oder die Cooper. Ich hau mir die Cooper rein, glaube ich. Obwohl. Ja, doch, Cooper hau ich mir rein. Mhm. Kann ja schon mal starten in der Runde, Leute. Wir sollen ein Game finden. Dauert ja immer ein paar Minuten. Muss ich auch als Standardklasse auswählen. Zack. Cooper. Rückstoßbooster. Was ist denn das jetzt hier schon wieder, Alter? Das für ein Schaft, Digga, sieht aus wie ein Kondom nicht viel. Abend, Fabi. Toni, gute Nacht, Bro. Fahrer ist nichts. Weiß ich nicht, ich könnte gerne nächste Runde mal spielen, die Fahrer, Bro. Jetzt mal auf jeden Fall eine Runde ZRG und Cooper. Ruhe jetzt hier, diskutiert woanders. Nutzt die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Let's go.
Gas willst du nicht einatmen. Stoße zur Sicherheitszone vor. Geldlieferung ist unterwegs. Es ist Zahltag, Leute. So, ich hab wieder keinen Hitverlust, Digga. Ja, raus. Oder? Ja, ja, Digga. Ein bisschen das Blut bei mir, sind bei dir nicht? Jumbos. Jumbos. Windows-Test ist alles top, Alter. Und hier passiert gar nichts, ey. Ich versteh's nicht. Ich könnte höchstens... Na, was soll denn das liegen? Das kann nicht an mir liegen. Solo ist nicht einmal großartig. Nur du. Mach das hier mal Verbindungstest ganz kurz nebenbei. Speedtest von... Oh, klar, wird heißt am besten normalerweise. Dann die zum Beispiel von Telekom, dass man darüber den Speedtest machen soll. Und da haben wir jetzt Accept. Klar, man muss jetzt ein bisschen darum denken, ich streame ja gerade, aber von meiner Leitung kommt immer noch gerade 60, 65, 70.000 an. Ich habe einen 8er Ping, Digga. Also, ihr wisst ja, was es liegt, ey. 8er Ping, Leute. 70.000er Leitung. Und Download-Latenz ungefähr, ja, 45. Upload haben wir auch um die 25. Upload ist zum Beispiel was, was mit dem Stream zusammenhängt, auch viel. Mehr Upload als alles andere. Aber es läuft ja, ich habe nichts, keine Probleme festgestellt mit Internet, Leute, nix. Bei dir ist gerade immer Rauschen, Budi. Achso, ja, ja. Was? Das leckt jede Runde fast, Alter, leckt die Scheiße. Kann ich richtig spielen. Verbindungsunterbrechung. Das liegt, wissen ja, was da liegt. In Solo geht es, Supporter Games heute ging es auch. Jetzt mit Chris oder Duo geht es nicht, mit Volker Duo auch so ähnlich immer. Liegt an den Duo-Servern, ich weiß es nicht. So. Ja, alles top, da steht alles easy. Aber jeden Tag irgendwie. Mhm. Ja, liegt an dem Game, glaube ich. Xbox spielen. Das hat nichts damit zu tun, das liegt am Game, da liegt mit Xbox auch nichts. Beliebte Dienste mit Meldungen über Probleme. Instagram, Overwatch 2 und Vodafone. So, ihr Internet ist alles top, Leute. Ich könnte meinen Server wechseln, der ist gerade in Lutherstadt Wittenberg. Ja. Kann nur an dem Game liegen eigentlich. Wie gesagt, bei mir gestern auch nur abgehackt das Game. Ja, es kann nur daran liegen, es kann nicht an mir liegen, Leute. Also wie gesagt, wenn es wirklich Probleme geben sollte, würdet ihr im Stream mich öfters nicht verstehen. Ihr würdet meine Kamera, mein Bild und meine Stimme, das würde längen. Das Spiel ist was ganz, ganz anderes. Assi, was machst denn du, Hase? So, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wir spielen ZRG und Cooper. Digga, Jurenko sollte genervt werden. Jurenko genauso viel Damage wie alle anderen Snipes, Digga. One-Shot auf den Kopf. Eine Feuer. Macht keinen Sinn so, oder? Nein, macht es keinen Sinn, Digga, Alter. Warum macht die auf Headshot One-Shot? One-Shot und Oberkörper auch so viel Damage. Die und allen anderen Snipers, Digga, da machst du, sag ich mal, 5 Magazinschüsse. Da hast du mit der Jurenko locker einen 10er, wenn nicht sogar einen 20er weggeballert. Und der Damage ist genau derselbe. Also, ich weiß nicht. Das bringt das Bewegungstempo zu nerven, wenn du mit der Sniper vor allen Dingen snipes, da stehst du. Was ist denn das für ein Dünnschiss, Junge? Alter, ich weiß nicht, ey. Das muss raus, das Ding. Cooper ist die beste Waffe. Fang deine Pommes aus da, Junge. Ich meine, der Pommes ist aber, oder, Frankie? Ja, seit ich da bin, ich will streamen, Hasi. Was? Ja. Na, wann denn? Ich war doch selber gar nicht da. Nein, war ich nicht. Kannst du deinen Bengel mal sein? Kann auch mal was machen dafür, dass er seine Schildkröten oder sonst wo kriegt. Macht zu Hause nix. Nix. Wo er sich dann mal einen Arsch abwischen kann. Erik, grüß dich. Guck mal, aus Spaß, weil trotzdem, was wir für Lobbys hier gerade unterwegs hatten, Alter. B.stats. Oh shit. Ja, ich bin da, Bro. Ich bin da. 1-3er Lobbys. Trotzdem wieder 3 Leute dabei mit einer 5er KD, also Teams. Sogar 7-2er KDs. Guten Abend, Philipp. Grüßt euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wo willst du? Ja, ja. Also wir. Wo willst du hin? In das Haus oder was? Ja. Ich geh unten wieder rein, Dicker. Ja, okay. Da kommt einer bei dir rein, Dicker. Bei dir kommt einer rein oder bei mir. Hinter mir ist auch einer. Lag bei mir. Shitbreak. Hinter uns aufpassen, Chris, hinter uns aufpassen, hinter dir, Chris, komm durch! Euer Mata Kruva hat der Kruva. Der kommt, Bro. Oder kommt der? Der war am Fenster gestanden. Ja, ist am Fenster immer noch.
Hals. Pushen den, oder? Ja, ja, ja. Sag halt, was du pushen willst. Unten oder oben, Bro? Unten, unten. Toilette? Nee. Ja, sag halt was, Bro. Vom Dings, ja. Ich hab Platten für dich, Bro. Komm her. Komm rein. Ja, ich hab noch eine Platte von dem schon. Fallen sich doch gerade, oder? Ich nehm mal hier, dass wir die UGM-Dings haben, Blau, die ist gut. Eigene Waffen. Ich glaub, du hast eigene, okay. Du hast rot, Bro. Das ist schon vorne, Bunker, schätze. Der hatte doch hier noch Leute auf Toilette. Ich geh noch rum, warte mal. Hast du das? Nein. Da hat auch eigene Waffenkiste. Oh, let's go, let's go. Egal, du hast eigene Waffen, du bist witzig. Let's go. Das ist der Stock oben. Einer geflogen, Digga, gerade von oben. Ja, ist gut. Der ist One-Shot? Ja, nice. Was noch bei hier? Mach erstmal dein Ding, bitte. Keine Angst, alles ist gut. Tür, ja. Alter. Digga, ey, Raketenwerfer. Ey, ist so ein Nuttensohn, Digga, Alter, ohne Scheiß, Bro. Nee. Wenn du überlebst, erhältst du doch nicht, Alter. Ja, wenn du einen 1er KD hast und 1,2er, ist ja nicht broke, Digga, Alter. Broke ist, wenn du eine 2er KD hast und 7, 8, 9er KD kriegst. Aber ich fühle dich trotzdem. Der läuft mittig durch. Mittig eben der ab von sich. Mittig, der kommt vor. Zur Basis zurück. Nur du und der Feind bringen es zu Ende. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Ben? Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Ja, die Kiste, so eine Fick mich in den Arsch Kiste. Hier einmal runter, ich starte mal neu. Also, wissen nicht, was soll sowas, Digga. Die wird doch irgendein Depp die Kiste gesehen haben und gleich wird scheppern, Digga. So ein Automaten. Okay. Kannst auch links das durchlooten. Ja, links die Häuser, dann sind noch ein paar Zelte am Start, aber du wirst gleich sehen, gleich wird's knacken. Ich glaube hier außen. Ich glaube doch. Jeder hat seine Ecke, Digga. Irgendwo gibt's auch ein Team, was genau hier der Hometown hat, Digga. Latte wenigstens schon mal eine. Position wird markiert. Du was? Ist das offen schon hier, Digga? Oben, oder? Ja, da oben. Ich kann nicht schießen, Alter. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch, Digga. Wie soll ich jetzt extra eine große Runde weglaufen? Das gelbe Haus höchstens hinter da oben. Vor dir. Ja, genau, vor dir ist das grüne, oder? Ist das, nicht der das ist da die Geldkiste, da werden die wahrscheinlich auch hingehen. Ah, ich riskiere das. Fand ich in der Runde, Digga. Das war's jetzt eh. Ist komplett offen. Jo. Feindliche Drohne ist da. Und eine feindliche Drohne, das soll ich jetzt machen, Bro. Bin tot. Feindliche Drohne. Wie viele Drohnen noch, Digga? Beiden sich. Lol. Erde für den Schleicher, Alter. Das war die Drohne, Digga. Willkommen. Ich hab heute kein Glück, Digga. Ich hab heute absolut kein Glück. Ne. Heute ist für mich so eine Runde, Digga, Alter. Nee. Nee, Command & Conquer muss doch irgendein Depp mal überarbeiten, den Rotz, Digga, Junge. Kotzt an, Alter, die Scheiße, Junge. Aber absolut. Zock ich lieber mein M4A1 jetzt hier weiter. Irgendeiner muss mich doch erhören, Alter. Junge, aktuelle Grafik, guck mal, dein Conker Ringi knallt, Digga, Junge. Und dann gib ihn, Junge. 2 gegen 2, voll Bock drauf. Digga, Red Alert, irgendeine scheiße Tribune Wars, wie die Scheiße hieß, Junge. So Spaß gemacht damals, Junge. Als LAN-Party sie macht zu 6.
Junge hat das Bock gemacht, Alter. Und dann immer noch der andere, nein, nein, warte noch, wir sind noch nicht fertig. Und dann haben wir gesagt, jetzt go, und dann haben wir uns alle drei angegriffen. Das war so geil, war das, Alter. Richtig Massenkarambolage, Junge. Du bist einfach auch so hart im Jugendzentrum gezockt, ne? Ist so, Alter, Junge. Die ganzen Teile, auch Age of Empires, Age of Mythology, mit den ganzen Titanen, da gab es einen, der sah aus wie Nasus, Alter. Das habe ich damals so gerne gespielt, Leute. Ich meine, klar ist das nicht so, dass es da so viel gibt, aber... Digga, was ist los mit der Game-Industrie? Da kommen nur so eine Kack-Games raus momentan. Keiner macht mehr richtig geile so eine Strategiespiele. Kozaks, Stronghold, mit den ganzen Pech damals, ja, dass er so sammeln musste, mit dem Borgen. Es war so geil, wie der immer geredet hat, der Typ, Alter. Übelst heftig, Junge. Das komische Schwein damals, ey. Ist so geliebt damals, ohne Kack, Leute. Ich weiß nicht. Es gibt Tage, da kannst du machen, was du willst, da geht gar nichts. Und grüß dich, Argon, Timo, mein Lieber. Ja, Mensch, ey, bin ich im Recht, dass ich entwickelt hat neu, Digga. Damit ihr mal das denkt ihr wahrscheinlich, ich glaube, bis aber dünn ist. Hier ist die vorletzte Runde. Du, erster Platz, hat eine Team-KD von 4,11. Eine KD von 4,35 und 3,88. Doppelt so hoch wie wir, wisst ihr, wie ich meine? Hier schon wieder 2,5er-KD, wo ich sage, das ist noch alles cool, da kann man alles easy machen. Aber halt so ein Team, wenn du wirklich so eingespielt bist als Team, und das ist ja wirklich ein KD, da spielen die Leute wahrscheinlich Weltmeisterschaften mit. Ja, was willst du denn machen, wenn die so eingespielt sind, Digga? Das ist halt schon echt krank. Aber es ist halt zum Glück, dass jetzt nicht ganz so viele waren. Was ist denn das hier? Das ist halt der Übertragungsfehler, Alter. Guck mal, den Conker, natürlich, guck mal, den Conker. Fühl dich, Alter. Ich glaube, so gerne gespielt. Da gab es so ein Spiel, wie hieß denn das? War das Kozaks, war das, glaube ich. Da gab es ja natürlich auch mal ein paar Schienen, der oder anderen. Pferde unendlich fies, vorn, Digga. Wenn du mir so abgedickt, Junge. Kozaks war das, ja. Kozaks, genau, ja, mit den Pferden und den Rittern. Haben wir auch gesagt. Ja. Diesen Säbler mit genau, den genau, den genau, Pferden, Digga. So das hat so Bock gemacht, Junge, Alter. Ja. Wir haben immer ohne Schiffe gespielt, so einfach nur. Ja, haben wir auch gemacht, genau, haben wir auch gemacht, Digga. Wir haben immer gesagt, okay, wir haben jetzt zusammen mal eine Stunde Zeit gegeben und egal, was der andere hatte, haben wir dann angegriffen. Wir haben aber, manche wollten, dass man sagt, okay, jetzt aber andere nicht, weil der Überraschungseffekt dann kommen wollte. Das hat so Laune gemacht, Leute. Eigentlich so simpel, ja. Es muss nicht mal irgendwie eigentlich eine geile Grafik sein, sondern einfach das Game muss halt passen, Digga. Die Einheiten, so ein bisschen was Verschiedenes Geiles, ein paar verschiedene Lufteinheiten und dann natürlich von der, sag ich mal, vielleicht 5, 6 Charaktere, die jeweils andere Einheiten spawnen, von der Optik, Grafik her so ein bisschen und vielleicht ein bisschen andere Fähigkeiten. Das würde reichen. Das ist nicht mal schwer für die Entwickler. Das muss nicht mal eine große Map sein. Das hat nichts mit Shooter zu tun, mit FPS-Games, mit so krass hier wie hier. Und einfach bloß eine Minikarte. Ich würde das so fühlen, ich würde so suchten, Alter. Das ist halt die Frage, ob halt das so ankommt. Noch so gekauft wird oder noch ankommt. Ich glaube mal, die Minderheit wird das natürlich die. Aber guck mal, es kam auch so ein Game-Entwickler raus, wie der hier von Phasmophobia, hat sich nichts dabei gedacht, ein ganz einzelner Mensch, und hat voll gerockt mit dem Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss man nicht so viel krass reinstecken bei so einem Spiel. Da kommt es ja nicht auf Grafik und Details so groß an, sondern mehr einfach bloß um das Prinzip. Eine kleine Map. Muss ja nicht, diese Grafik ist ja nicht unbedingt jetzt so. Keine Ahnung, Alter. Warum macht das keiner mehr? Ich sehe ja auch ein neues Krausgang, hast du gesehen, Digga? Age of Empire neues. Was ist denn das, Chris? Hast du nicht gesehen, ne? Bei Steam, Deutsch Age of Empires, glaube ich, überarbeitet 2022. Müssen wir uns mal angucken. Ansonsten, wir sehen nicht, ich bei vielleicht mal LOL, Alter. Bist du raus, oder was? Was würdest du lieber zocken? TFT oder nochmal, LOL? Ja. Ne, hätte ich auch mehr Bock auf LOL, Digga. Wer kennt von euch LOL? Schreibt's mal in den Chat rein, wie würdet ihr das finden, wenn ich im Gunner mal LOL stream? Nicht, oder? Gehabt, ne? Meine Conker hast du nicht gespielt, ne?
War nicht kein Teil? Okay. Kosatz und halt Stronghold Ledger, wie hieß es? Ja, ja. Also, das hat mir auch so was Ähnliches mit Halo gerade. So. Für mich hat einfach bloß interessiert, guck mal, dann kommt das erste so ein bisschen, dass du nicht so dieses Standardalte, also dieses Alter, sondern dieses mit Robotern so ein bisschen Halo-mäßige. Hat so Bock gemacht damals, Alter, Junge. Die Einheit mit den Flugdingern, Alter. Ja. Sind aber auch krasse Leute auf Leute, natürlich. Aber wie Chris gerade schon gesagt hat, du wirst dann eingerankt irgendwann. Das ist ja wie mit allen anderen Spielen. Aber das ist halt mal ein bisschen, da kann man nicht ragen. Na klar, regt dann das auf, wenn du wieder scheiß Mails hast, aber das ist einfach ein bisschen was anderes mal wieder. Ich hab das so gefühlt damals mit Chris. Chris jetzt ja noch mehr gesuchtet zu seiner Zeit. Da hab ich links gezockt gehabt hier, dieses CSGO damals extrem krass. Und Chris hat das LOL gesuchtet. Aber da sehe ich uns. Wir sind nicht bei Notdecker, Alter. Viel auf Election oder extrem hart. Kennt jemand von euch Ultima Online? Kenn ich nicht, ne. Ich kenne ja nicht, aber warum nicht? Ich zock zwar Warzone wegen dir, aber das ist schön zu hören, Bro. Aber wisst ihr nicht, ich meine, es ist nicht mehr lange, Digga. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt darauf überspringen müsste, sondern einfach, wo es vielleicht mal zur Abwechslung mal irgendwann, wenn der Dicke mal Urlaub hat oder wir Samstag vielleicht mal online oder Sonntag mal vormittags eine Runde LOL einfach, Digga. Weil ihr seht ja gerade selber, wie es läuft. Von den ganzen Runden, die wir jetzt spielen, habe ich vielleicht 2-3 Runden gehabt ohne Lags, Alter. Und da bin ich Christian in Runde, mir macht es keinen Bock, ist einfach, weiß ich nicht. Das ist ja nicht so, dass das Game nur an sich abnervt, weil das einfach schon langweilig irgendwann, sondern einfach bis die Performance vom Spiel bringt mich dazu, dass ich gar keinen Bock mehr habe irgendwann. Komm, Erfi raus, Headbucker, let's go. Ja. Das kommt mal hier wichsig, ich hab's gehört, aber scheiße, ja. Ich flieg diesmal hier ab, Diggichen. Da hab ich mehr Überblick, glaube ich, ja. FPS, fühle ich. Der Feind springt. Kann ich springen ein Gebiet ab? Bei mir leckt's aber auch gerade. Wo springt der Feind ab? Wo? Hallo? Habe hier eine MP. Hörst du was? Nee. Wo sind der Feind abgesprungen? Alles gut, Diggi? Wegen Laggen oder wird das halt überall? Sag mal, ich hab Dingskiste hier, Bro. Suche nach Vorräten. Finden wir ein paar Verbesserungen. Oh yes. Waffenkiste bin ich auf dem Weg hin, Bro. Yes. What? Boah, das laggt. Ja, wie gut ist das Haus, ja? Ja. Man sieht aber die Server, da siehst du spätestens daran, dass es halt wirklich. Hier warst du? Mit dem Bär, ja. Das ist mit dem Paketverlust, macht mich halt irgendwie. Das hab ich ja gerade nicht. Das ist halt echt extrem dolle gerade. Am besten, also besten direkt Dröhnchen rauskloppen, genau, Bro. Ich geb Geld hier. Du bist schon vorbeigerutscht, dann hier. Steps bei uns. Ja. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Wir wissen halt, dass wir da kommen. Ich glaube, wir das nicht so laggen, Junge. Alter. Hinter uns, Chris, hinter uns. Er geht hoch aufs Vordach. Was? Noch welche bei dir? Er ist one shot. Yo. Was war das für eine Sprache, Alter? Beruhig dich, Bro. Da kommen noch zwei, Digi. Kommen noch zwei. Von vorne links, auch ein Schmarker, genau. Die kommen zu uns schon. Kommt bestimmt von oben bei mir. Ja. Hab ich einen knocked? Bei mir unten. Kacka, das hast du immer. Das liegt zwar wie Hulu, aber läuft. Ja, dein Ding, Junge, hier. Seid ihr MW5, hab ich für mich so entdeckt vorhin schon, würde. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Scorch war MW5, die war ja schön. Das ist ja die grüne, die auch ganz die blaue im Spiel macht. Wie willst du Terz, Alter? Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Kiste hin. Ich hab einen Seidiger, aber mit dem Seil rüber, ja, ja. Mhm, sicherer, machen, ja. Liegt eh oben drauf. Man sieht gar nicht, wie es leckt, Leute. Naja, gut. Kisten, zwei Kisten, Bro, drei Kisten. Aufpassen, Dicker. Unsere liegt natürlich sonst wo. Unter uns schön. Ja. Hol mal alarmiert, glaube ich. Ja, ich hol mal alarmiert mal raus. Da hol ich mir gehärtet, Bro. Siehst du, da ist die RA drin, Leute. Die RA teste ich jetzt nochmal. Ich Angst, dass die oben drauf liegt. Ich geh hoch. Mit dem Seil. Wo ist das? Kopfgeld hier markiert. Mach sie fertig. Da hinten ist Kopfgeld, okay. Da fliegt einer. Unter mir, oder wo ist der hin? Ja, unten. Hast du den? Kriegst du den? Ein AP unten reingelaufen. Da reingelaufen, das Haus rein, ja? Ja, ja, hier unten bei der Spritze unten rein. Hinterher, ja oder nein? Ja, ja. Okay. Er hat seine Waffen auf jeden Fall. Schlecht. Ich glaube, der ist oben. Oben, ja. Ja, ich höre den unter mir laufen, Digga. Bist du das? Bist du? Ich? Mamma mia. Noch einer bei dir? Unten? Wir sind über mir, über uns, Dicker. Genau, über uns, close, über uns, Bro. Der ist hochgelaufen. Ich glaube, ja. Ja, Tür geht oben auf. Zur Kiste vielleicht? Zum Seil? Komm mal hoch. Also, jo, ich lauf die Treppe. Hier liegen auch zwei Kisten bei uns noch, Digga. Hier oben, genau vor uns auf dem Dach liegen zwei Kisten, Bro. Ich werde von rechts angelasert. Von rechts. Oh, Turm oben, Turm, Turm okay, oben. Okay, okay, okay. Ich hab ein Seil noch, Diggi. Den nicht oben. Gucke. Ist hinten runter, glaube ich. Hinten runter. Ich hab ein Seil noch da. Wir können noch. Der anderen Seil. Runter. Ich bin mir wie du willst. Ich komm erstmal zu dir runter. Die können mit dem Seil hinten fliegen, hinten, wenn wir das Seil noch nutzen. Können wir auch machen, ja. Ich glaube, der ist Richtung Zelte weg. Also. Wenn wir mal Drohne hinten am Shop kommen, eigentlich, aber müssen wir nicht bis dahin laufen. Können wir eigentlich machen, oder? Ja, bei not, Digga. Lauf lieber hinter den Böllern so ein bisschen immer wieder lang. Und dann würde ich das Seil auch droppen, wenn irgendwo vorne sitzt einer ist, Digga. Mhm. Ich hab sogar Vergünstigung, Digi. Hinter uns wieder eine Halle, wieder. Bitte Aufklärung. Okay, der Ghost hin oder was? Da hin, noch weiter hinter. Ich droppe einen Ballon, komm, scheiß drauf. Spielt sie, ja, mal gucken, Leute. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht das Highlight. Der ganz hinten sogar, Digga, noch weiter, Bro. Unter uns hier. Der fliegt aber über uns, Digi, über uns am Seil. Der eine fliegt, ja, ja, der andere unten, oder? Ja, ja, der andere ist ja unten. Ja, ich flieg den genau da rein, Digga. So gegenüber, Digga, der andere auch. Kann man gleich laser in einen von denen. Hinten noch aufpassen, Chrissy. Ich gehe ran. Der wieder will den gerade. Ach, du hast einen K.O. oder was? Alles gut, chill mal kurz bitte. Chill die aim zur Zeit ab. Lass mir schnell Plotten geben, dann können wir es gleich machen. Ich muss schnell, warte kurz. Nachladen nochmal. Oh, EMP als erstes schon hoch. Ich hoffe, wir haben die. Chill, chill, chill. Das Trophy-System hab ich. Auf mein chill, chill, chill. Nicht, dass wir unten runterjumpen. Glaube ich nicht mit dem Seil höchstens, Digga. Wir werden uns abaimen. Warte mal, bleib du mal da. Chill mal, dass keiner von hinten kommt, Digga. Chill mal. Chill mal, dass einfach keiner von hinten kommt, Digga. Ganz hinten im Gang. Ganz hinten. Weit hochlaufen ist scheiße, die. Einer rechts, ist einer links, bringt auch nichts, ne. Ne, weil ich sehe halt dann nur dich oder je nachdem, wie halt das hochläuft. Einer wäre fliegen, wäre glaube ich nicht sinnvoll, die. Willst du ab, ich fliege dich, fliege. Halt du die Stellung. Warte kurz, ich bin gleich auf dem Haus drauf.
Nebula 5 Bombe in sicherer Distanz detoniert. Warte. Okay, let's go. S-Mine gelegt, Bro. Ich muss runter. S-Mine, Bro. S-Low. Ja, finish halt. Hat halt keine Muni mehr für mich. Ah, sorry, Brody, Alter. Ich musste, der Idiot. Leute, ich bin durch S-Mine gelaufen. Ich hab noch Gulli. Vögel weg. Ich glaube neben mir, Digga, im Haus, glaube ich, im gelben Haus. Oh, okay. Ich bin mir nicht 100% sicher. Guck mal die Waffe schnell bei dir. Ich bin orange, Bro. Ich bin rot. Oh, die kommen schon. Achso, okay. Selbst gelb oder was meinst du? Ne, die sind unter uns, glaube ich, drin. Ansonsten, glaube ich, habe ich gelbes gehört. Ich hab einen Sensor hier. Also in die Richtung ist nichts, wo du guckst. Ist orange wieder, Bro? Gelb ist auch nichts, aber die könnten natürlich groß. Die werden größer. Hier, glaube ich. Hier ist ein Team auf jeden Fall gewesen, ja. Orange Marker waren welche. Ja, da geht die Treppe da hoch. Gute Hits gekriegt, Orange Marker. Das ist rot. Ja, hey. Unter uns, oder? Ich glaube nicht. Also S-Mine vielleicht? Habe ich hingelegt, eine S-Mine schon. Nicht so geil, vielleicht auf der Treppe oder so. Die früher aktiviert wird oder so. Ja, drüben Snipers. Das sind die oder was, ja? Kann es sein, dass das nur die sind, die bei uns gesehen haben, aber... Steps unter uns! Die kommen rein, Bro! Oh, ich bin geblendet. Gestunt. Shieldbreak, einer von denen. Noch einer Shieldbreak, zwei Shieldbreak. Ich werde gleich von unten kommen. Gute Hits nochmal, Idioten. Ich geh runter, Digga. Dann hab ich. Draußen, bei mir ist der andere draußen. Da oben. Ich seh ihn nicht, Bro, ich seh ihn nicht. Genau. Die anderen kommen auch gelaufen, Digga, die anderen. Das ist ganz schlechtes Timing jetzt, Digga. Der kommt, die kommen von hinten, die anderen, die kommen von hinten, Chris, die kommen hoch. Hab ich. Ich hab den anderen geholt, der außen, der gepushen wollte. Alter, Digga. Tanzen gegen zwei Teams hier, ja? Ja. Das war's, glaube ich, erstmal. Rucksack da draußen, erstmal Platten, ich snap von denen. Wir können auf jeden Fall, Schüsse, wir können Drohne kaufen auf jeden Fall. Auf dich die Schüsse? Nee, vor uns. Und Drohne kaufen? Ja, ist besser, ja. Geht zum Stadion für Vergünstigung, ich glaube, es reicht, wenn ich die kaufe. Ja. Kannst fliegen, wenn du willst, schnell. Mach ich auch, ja. Im Haus. Da rechts aber noch jetzt viele. Zwei sind es. Kommen die weg? Nee, die sind immer noch da. Da glaube ich zwei. Einer hat Ghost, der hat sich gerade nur kurz in die Zeit nicht bewegt. Ja, die kann da nicht hin, Wird auch gleich fliegen, glaube ich. Bleib oben erstmal bitte. Wird fliegen. Ich glaube, das sind zwei. Wir können hier aber hochkommen, glaube ich. Ist das Kopfgeld? Ist das noch drin? Nee. Komm's an. Wollen wir gleich geschlagen, nie? Wenn die hochkommen, war's das? Die jetzt? Ich hab mich lasern von denen, Dicker. Ich hab noch eine Gasgranate, die könnte ich reinschmeißen, kannst du reinlaufen. Und. Das ist ein Fenster, rein, wo. Rein? Können wir machen? Nicht rein, nee, ich kann doch nicht rein. Ist ja das Fenster, wo wir runter könnten. Ich glaube, ich jump hinten kurz runter, chill. Dann runter. Ja, ich hab die, vergast den Double. Die sind im Schild, ja, chill. Warte, ich hab einen guten Jump gleich. Warte, wenn das Ding weg ist, hab ich die gleich. Die sind da drin, ja? Ja, die wussten das schon, die wussten.
auf weg die. Muschis, Alter, dreckigen Muschis, Alter. Ganz stark groß. Was ist die Seite? Ja, genau. Scheiß Trick, Digga, ja, ja. Was ihr doch was gehört. Ah, die werden auf dich warten. Du könntest noch. Erstmal die Zone laufen. Ich lauf noch dahin zum Shop, Digga. Chill mal ein bisschen. Chill mal ein bisschen, die. Ich hab zwei Seile, zwei Spritzen. Ich hab eine Gasmaske. Ja, ja. Ich hab noch hier, glaube ich, das reicht sogar für eine Gasmaske und dich. Ich hab einfach Günstigung, Bro. Anfangen wollen, die Wichser. Die warten echt da und gucken da oben raus. Easy, Brother, easy. Oh, der Shop geht nicht mehr, der Zugang gerade eben, Digga. Das ja? Ist jetzt richtig schlecht, Alter. Alter, nee. Hab ja noch ein Auto, wenn du es da unten nicht schaffen würdest. Aber die fliegen lieber hoch, oder? Ich hab keine Ahnung. Oben ist halt kritisch. Ich würde sogar wirklich das Auto nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ja, mach ich oder nach, Digga. Drohne, zack. Alles stark. Auto und Berghof sind immer kritisch, Digga. Generell bin ich Auto nicht heißt Berghof, ich bin kein Autofahrer. Wo willst du hin? Da sagst du wo, ich komm zu dir, kann die Waffe rauslegen, Digga. Ich ja, vor, gesagt, ich... in dem Dorf ist ein Heli dran, ich weiß nicht, ob der immer da ist. Ne, ist er nicht. Hinter mir kommen noch welche, hinter mir rechts kommen noch welche, Digga, von rechts. Ein Einzelner, kann sich auf jeden Fall noch kommen. Wenn du willst. Kannst du die ficken? Ja, auf der Drohne. Oh, Bro. Ich kann ihn gleich markieren, warte. Markiert ihr den einfach erstmal die ganze Zeit. Hab ich. Weiß nicht, wo sein Buddy ist. Willst du mir mal seine Waffen löschen? Das ist K.O. bloß, Digga. Bist ein Finnischen? Weißt du? Der ist tot, oder? Der ist tot. Hä? War kein Vibe, Digga, oder? Bei uns ist noch ein Kopfgeld. Ich hab einen Ballon noch zu fliegen. Können wir gleich droppen lieber, oder? Ich weiß nicht, oder nicht? Keine Ahnung. Lass mal zum Kopfgeld. Zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Kisten aufhören, Bro, bei mir auch. Kopfgeldziel markiert. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Kiste zusammen. Kann gut sein, der steht ja nicht mehr hier. Hey, Oldner. Ja, reicht, Bro, aber kein Shop. Fühl ich, Alter. Zum Shop ist links unten, wenn man hier, da steht auch ein Jeep dran, Digga. Hier ist noch eine Munibox, kannst du ja irgendwas mitnehmen? Ja, nehme ich. Der steht immer da, Bro, glaube ich. Nee, safe nicht, Digga. Niemals so am Haus hoch angepockt. Wir können auch, lass oben bleiben. Scheiße. Und einkaufen nicht für dich, ne? Ich habe erstmal was. Aber noch eine Drohne oder irgendwas. Deswegen, ja. Ich geh runter, Bro, Oh, lieber eine Kiste, du hast was gesagt, ja? Ja, okay. Dann hol dir nochmal Selfie für dich und eine Drohne. Hol Selfie für dich und eine Drohne. Für dich, Digga, hol doch. Christi, was machst du, Digi? Ich kann das. Du hast rausgelegt jetzt, Bro. Ach, komm. Das hat nicht mehr viel, das Ding. Ja. Zum Ballon vielleicht hin und dann abfliegen mit dem Teil. Naja, ein Ballon dann schon. Wir vor uns Gegner hier oben. Genau vor uns, die haben uns gesehen, Bro. Die werden uns lasern jetzt. Wir fliegen. Die werden uns lasern, Christi. Die werden uns lasern, Bro. Oder auch nicht. Hier ist unser Kopfgeld sogar, Digga. Wer denn? Zwei sind es, zwei. Er tot. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Ja, hab ich. Stark, Gigi. Ja, Männer. Rucksack für dich hier, Bro. Wir müssen noch aufpassen, Dickerchen. Das war niemals alle in dem Viertel, Bro, niemals. Nur ein Kopfgeld unten, Shop hier. Hier ist ein Scandler. Ah, ich hab mittendrin. Ich muss schon mal eine UGM nachladen. Das Kopfgeld holen oder nicht? Ich würde es noch fast sagen, oder? Ich würde immer mal einkaufen, wir haben so viel Geld, Bro, bevor wir jetzt einfach blind dahin laufen. Okay. Oh, Shop könnte hier unten ein Team sein, Diggi. Natürlich, für eine Ghost Kiss uns beide. Jo. Links aber auch aufpassen, nach links weg. Links Critical. Guck erstmal nach links weg.
Die müssen wir das hinter so nochmal aufpassen. Guck mal, das ist ein Selfie. Schnell. Alles easy. Kannst du auch nochmal Chrom was holen? Chrom? Was ist denn los bei dir? Snell Chrom? Alles gut. Da oben auch hier, Angst, Bro. Drohne noch für dich, Digi? Hier? Hm? Ich kann meine Drohne nicht raushauen. Ach, weil die Force-Kiste aktiv ist, okay. Kannst du deine Drohne raushauen direkt oder irgendwas? Jo, mach ich. Nur noch was anderes mit. Geht nicht, Vorratsding ist aktiv, bei mir auch. Geil, das fühle ich halt. Wo sehen wir denn wieder? Jetzt, keinen? ich mach meine. Das ist merkwürdig. Oh, geil, ja, lass oben bleiben auf jeden Fall. Wir müssen erstmal wieder hochkommen da, Digga. Wir haben Prezi kaufen sollen. Der Gulag ist abgeriegelt, Bereich gesichert. Einer jetzt den alle. Hier kommt man hoch, leben noch nicht mehr, 14 Stück nur noch, Dicker. Mal jetzt keine Kiste für mich. Achso, hört mal kaufen, hier ja, so eine. Ich hab Vergünstigung, wir können hier noch kaufen, Digga. Gasmasken Grinder. Nee. Why not? Wenn, dann hol ich mir vorne im Shop da. Alles Gute. Müssen wir aufpassen, Chrissy. Hier rechts unten sind. Ja, meine ich ja. Bin unterwegs. Ich glaube, es ist nur eine Kiste, was hier unten unsere Kiste ich sehe. Sicher? Wir könnten nochmal. War halt keiner zu sehen. Ich glaube, ich hau die Drohne noch nicht mal raus. Nee, noch nicht, Digga. Ab in die Sicherheitszone. Außer wir fliegen natürlich, oder? Wir wollen eh zum Shop. Ich hab Vergünstigung, Digi. Ja. Ich hab Vergünstigung für alles. Ich hab noch eine Drohne. Da oben ist keine. Auch raus, mehr. Lieber, oder? Ich bin halt viel. Ja. Nicht sicher zum Late Game, Digga. Echt, siehst du ja? Immer noch die. Das ist neben mir. Ich könnte den Laser von hier oben, Digga, von den rechten. Okay. Der steht in dem Haus da. Auch da denken, dass viele Ghosts haben. Ich sehe den, Bro. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der ist hier unten. Der Mate sieht mich auch. Beide low, einer Schildberg, einer low. Der eine hat Ghosts von denen. Kommt ein Cluster zurück, Chrissy. Kommt ein Cluster, Digga. Bei mir wird es nicht angezeigt, Bro. Ich habe gesagt, aber mehrmals. Die Kiste holen, Chrissy, oder was? Yo, what? Kein Geld? Alles gut. Ich geh schnell an die Kiste hin. Hol nochmal eine Drohne, oder kannst du eine Drohne holen? Mach ich. Du hast Angst, dass die kommen, Digga. Zwei Drohnen und ein Prezi oder so, wenn's geht. Ich hol zwei Prezi, sicherer gerade für uns. Hier, Prezi. Sind die rechts unten? Ich muss noch schnell Ghost holen, Digga. Ach, scheiß auf Ghost, Digga, ich bleib hier. Haben wir mal einen Batzen Cash gefunden oder was? Nee. Wo sind denn die? Die raufen rechts runter, Digga. Ich hol mir Ghost, ist okay, Chrissy? Warte so kurz. Ich muss finden jetzt, ob einer kommt, Digi. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Das Gas breitet sich aus. Ein bisschen angehittet. Ich mach jetzt kurz finden, kann er kommt. Kommst du dir? Willst du noch mal eine Drohne holen? Ja, kostet 4,5, also. Bro, kostet 4,5. Ah, ja. Ich hab noch einen Ballon. Die bräuchte man, glaube ich, jetzt, Digga. So runter zum Move. Wir können auch von hier fliegen, so ist ja nicht das Problem, ne? Warum kommen wir halt schneller runter, wa? Naja, die Ballon weiß ich nicht, aber. Guck erstmal die Gechillung kurz ein bisschen. Ballon oder nicht? Oder wollen wir zu Fuß einfach runter, einfach so ein bisschen. Ja. Würde ich auch sagen, der Ballon ist scheiße, Digga, lasern die uns. Schiss, ich geh mit, so ja, ich wollte gerade sagen, ich geh mit der Zone, geh ich, Digi. Weil die wissen, dass wir da sind. Ja. Unter den letzten. Jo. Gut gemacht. Mal immer noch da hoch. Unter uns, genau hier, Klaus, unter uns, Orange Marker, Digga, Orange Marker. Oh, jetzt halt für einen taktischen Prezi schnell. Die sind schon close hier, die wissen, wo wir sind. Guck mal, da ein Prezi drauf, ja. Mal ein bisschen Panik haben. Bei mir unten. Nee. Ich bin tot. Ich hab einen. Nimm dich ab. Geh durch. Du hast alles, ja? Alles gut. Ja. Seh den, ja. Einen hab ich, noch einer. Und unten jetzt.
Ich seh den anderen nicht, Bro. Ja, mach den Ding, alles gut. Ist der andere von vorne. Ich hab einen Prezi drauf gemacht, Bro, der muss rennen. Digga, die schießen auf mich. Ja, von zwei Seiten, Digga. Wir hätten Ballon vorher droppen sollen, glaube ich, um aufs Dach zu fliegen. Rechts sehen wir, glaube ich, Digga. Irgendwo da. Ja, bei dir close. Rechts. Zwei wieder. Noch einer, oder? Nee, der andere. Drei Teams, fünf Leute, Bro. Hab ich noch einen Shop? Hab ich. Ja, ist gut, ich mach dein Ding, Bro. Wie lange pieken denn ganz Sniper? Safe Core, Digga, irgendwo da, glaube ich. Ich glaube, die sind alle unten. Ich glaube nicht, Digi. Noch drei Teams, die können nicht alle unten sein, ich weiß nicht. Meinst du die ganzen Hallen da hinten? Schau mal, die ja, kann sein, da. Aber. Weißt du, die Büsche sind? Die sind nicht vom Fenster aus, links aufpassen, Bro. Kann ich dann noch rechts hoch? Ist halt offen, wieso du mich gestorben rechts, Digga? Da haben eine Munikiste und alles, aber. Drei Teams, fünf Leute, Bro. Rechts, die Leitplanken sind richtig giftig, Junge. Wenn den Stein rechts vielleicht, wenn du noch drinne bist. Ich will schon schauen, ich habe ja hier die. Hier ist ja keiner mehr. Ich will, dass sie nicht hier hochkommen. Du bist jetzt offen, Digga, wenn egal wo die hochrennen, sehen die dich halt. Ja, das ist meine Vermutung auch. Pushing und warten nicht lieber, Digga. Oh, das ist heftig. Und nur links. Da in der Kiste, genau da hinter dem Baum. Das war nur einer von einem Team. Ja, jetzt hast du noch drei Teams, vier Leute. Ich spiele das von hier oben, so spielen. Oh, scheiße. Machen die jetzt. Ich glaub, hinter dir rechts, scheiße. Guck hinter dir rechts nochmal. Guck, die oh, Schiss. Hinlegen. Ja. Jetzt kommt der Greedy. Du hast hier noch Dinger, alles easy, machst du. Die wollen halt nur husten, das einzige Problem. Ja, die müssen sich halt jetzt einmal alle fighten, ne? Lang. Weiß ich aber, keiner. Guter Move. Rechts fighten sie von dir aus. Okay, drei Leute, zwei Teams. Die fighten immer noch. Zwei Teams, die fighten gerade quasi. Könntest dich jetzt einmischen. Immer noch zwei Teams am Fighten. Unten links, ja. Bro, was? Okay. Bitte was? Das sind die letzten zwei, Digga, die werden nicht pushen. Ja, der biegt dich schon da schon, Digga. Der sieht dich links schon. Da kannst du nichts machen, Bro. Ja, warum bin aber ich warum das, das wusste ich auch nicht, Digga. Warum hat der so schnell auf dich gezielt? Das verstehe ich gerade absolut nicht, Alter. Hat mich wahrscheinlich husten gerade. Von da hinten, beim Schießen, während des Schießens. Ja, unwahrscheinlich, aber keine Ahnung. Mann, ey, das auch wieder genau immer von einer Zone zur anderen laufen muss, der komplett. Schade, Alter, Digga, richtig trotzdem gut gemacht, Alter. Ärgerlich, so eine gute Runde, Alter. Ja, Mann. Gute Kills, hat Bock gemacht, richtig gut umspielt. Danke, Alexander, für deine 50 Sterne, mein guter. Vielen Dank für die ganzen Likes, ihr Lieben. Eine Runde, glaube ich, mein noch. Ich will mich raus. Über meinen Arztbesuch mag ich heute nicht reden, KFC, trotzdem danke der Nachfrage. Guten Abend, Daniel, grüß dich. So, wir haben gerade XM4 gespielt, MP5 hat übelst Bock gemacht. Ich glaube, die Klasse spielen wir auch nochmal. Ja, machen wir auch nochmal. Oder MP40 und MP41 mit Schützenvisier, mit einem Einerscope ist das, glaube ich. Ich habe die Waffe schon ohne Visier gespielt, sprich mit halt mit Ironside trotzdem richtig gut Kills mitgemacht. Was wollten ihr lieber sehen? MP41 mit Einerscope oder XM4 mit Dreierscope und der MP5 zusammen? Ich glaube, als andere habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich zock mal den Lobbys. So, hol ich mal das letzte Bier raus, schreib's mal in den Chat rein, damit ich weiß, welche Klasse wir denn ballern.
Dass du ein bisschen mehr Zuglück jetzt vielleicht noch reißen kannst, aber bloß immer Zone ist echt schwierig, ey. Ich verstehe halt nicht, warum ich so schnell gelasert worden bin. Hatte ich mir Platten drin, ey? Ja, ich hab keine. Ist halt M4, ist halt. Ich meine, selbst wenn du hustest, was ich nicht mal glaube, die haben davor so rumgeballert, Digga. Du bist trotzdem oben im Gas drin, in diesen Büschen überall. Der war schon unter mir gestanden, weißt du, ich meine? Nein, Digga, der eine hat auf dich geschossen und der auf dich geschossen hat, warst du K.O., der ist rechts die Straße hochgelaufen. Das hast du nicht gesehen in dem Moment, Digga. Aber der ist ja hinten hochgelaufen, oder? Ja, der ist rechts die Straße hochgelaufen. Genau, und sein Mate war die ganze Zeit schon unten. Der war unten links, ja, aber woher denn, Digga? Ich glaube, vielleicht wirklich bei den Plattenkisten habe ich ja noch einmal gehustet, als ich die Plattenkiste geschmissen habe. Kann schon sein, dass er mich irgendwie. Ja, aber den gerade da, wo du raus bist, in dem Moment genau direkt drauf zu sein, ist natürlich ein Glück. Ja, ein bisschen Glück dazu. Alles klar, Christian, schlaf gut, mein Lieber. Bis morgen, XM4 MP5. Bin ja auch dafür, Digga, das passt. Denkt daran, Leute, am 15.10. Solo-Turnier in zwei Sparten eingeteilt. Jeder kann mitmachen, Abonnent und Supporter von 0,99er KD und dann ab 1er KD wieder. Und am 5. Was ist denn das? 5.11. Supporter-Treff, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, kommentiert das Video, um Supporter habt. Ja, let's go, Digga. Kennt ihr das, wenn das übel schwierig ist für Familienmitglieder, das richtige Geschenk auszuwählen? Meine Schwester hatte Geburtstag. Wir sind Samstag eingeladen, ich habe auch noch kein Geschenk. Ich weiß nicht, was ihr kaufen soll. Immer diese Scheiße. Ja, ist wirklich schwierig, Digga. Immer diese Standard-Scheiße mit ich komme mit zu dem, Digga. Ich komme mit runter da zu den Asi. Aus deinem Bro will ich holen, Digga. Warte mal, da bin ich mit dabei, Digga. Ich stopp mal neu, die ficken mal. Der weiße da, ja? Ja. Ja, wo will er denn hin? Lass einfach. Lass versuchen, oder? Einfach muss. Ja. Was trotz, Digga. Wir sind halt schon früher da als wir. Ja, chill. Der ist vor mir genau, Digga. Ein Hit noch gekriegt mit der Piste, Bro. Hat er nichts mehr getroffen jetzt, ich muss runter, Digga. Ich muss runter, Bro. Keine Waffe drin, ne? Also wieder ein Stieg schon mal. Die sind auf jeden Fall in unserem Haus drauf, wo wir mal laufen. Was ein anderes Team auf dem Helikopter drauf. Gegenüber sind die, gegenüber sind die, ja. Ich weiß nicht warum. Das sind nicht einfach nur da hochlaufen, oder? Ja. Bleib mal von oben. Ja, sehe ich schon, ja. Ich hab Platten überall, ich hab schon voll. Ich noch drei Platten mindestens drin. Die selben auf die anderen auch, glaube ich. Bleib jetzt mal. Ja, auch eine Sniper, falls du die. Ja, ich glaube schon. Oh, Ausleber. Komm aber nicht hoch so einfach, Digga. Meinst du nicht? Die fighten doch. Sind immer noch da oben, Sniper, wenn sie gechillt mal kurz. Das Gas breitet sich aus. Ja, es hat immer noch. Chill mal kurz, chill mal ein bisschen. Ja. Hab ich? Sind sie hoch, oder? Ja, jetzt hoch, ja. Pushen Gräb. Hauptsache die anderen kommen jetzt nicht zu uns. Hauptsache die anderen zwei kommen jetzt nicht zu uns, Sigi. Feindliche Drohne ist aktiv. Drohne, hat er gesagt. Ja, vor uns nachher, Bro. Aufpassen, vor uns ist ein Einkaufswagen. Sind wir von hier oben? Nee, kann ich nicht, wa? Die vor uns ist Einkaufswagen. Ich glaube, das ist die Drohne. Ja, rechts laufen die. Von rechts laufen, glaube ich, ran, Digga. Ja, da sind die. Orange. Der läuft jetzt hin, Bro. Ich laser den jetzt wieder Cooper. Chillback, einer von denen. Nice. Ja, dann werden jetzt safe von hinten kommen. Die werden safe von hinten kommen. Das sind vier Kisten, Bro. Jo, Alter. Lass mal ins Haus kurz rein. Ich glaube, die einen kommen von oben hoch. Ich glaube, ich hab's selbst gehört, oder? Eine. Ja, warte, kann man machen, Bro. Ja, dann Hometown wieder fliegen dahin. Ja. Die holen irgendwie.
Auf Kiste im Auge behalten, dass Sacke da hinten geht, Diggi. Mhm. Immer noch auf dem Dach. Oh, ich schieße auf mich von der Kiste aus. Nichts getroffen, Bro. Hab ich auf jeden Fall gleich eine Heli. Sind denn die Pässe? Hier nehmen wir zur Kiste hoch. Ich hab von da auf mich geschossen. Ja. Unsere Kiste oben oder was? Ja, ja. Keine Drohne, kein Geld. Mal Richtung, wollen wir Richtung Turm fliegen? Vielleicht kriegen wir noch eine Drohne zusammen. Mach machen, ja. Weil wir haben ja hier nichts. Raketenerfassung, Bro. Geht das nochmal? Abgewehrt, abgewehrt. Von rechts unten, Digga, hier irgendwo, ja. Da unten waren die. Uns ist die auch schon offen, der Raketenturm. Ja. Im Turm da oben. Oben ist schon gelootet hier. Ich geh trotzdem erstmal runter, ja, ja. Unter mir, genau unter mir, Bro. Oh, ich bin umgefallen nur. Bin aufgeklatscht. Oh. Dass die da unten drin chillen, das kannst du dir auch wieder nicht ausdenken, Mann. Geh runter, Chris, geh runter, geh runter. Bei dir? Nee, nee, ich schau hier gerade. Wo denn schon wieder? Ich fahre im Haus unter uns, hat mich gelasert, Digga. Genau hinter dir, das große Haus. Ich auch, ja. Und die anderen waren halt von Orange. Ja, jo, ja, spür ich die von Orange. Die siehst du, ja? Ja, auf mich geschossen gerade, ja. Sniper? Ich glaube, ja. Vielleicht das Haus runter, was du glaubst. Unter uns, oder? Oh, ich bin runtergefallen. Ich komme. Siehst du was? Hey, ich schau nicht. Oh, Prezi, glaube ich, auf mich. Ich guck mal kurz, ob die bei mir kommen. Ein Step im Haus. Ein Step im Haus. Komm, jetzt sind die runtergeflogen hinten. Ja, alles gut, bleib oben, bleib oben. Oh, da hinten sind sie wahrscheinlich hin und haben sie in die Kiste geholt. Komm mal hin da? Ja, ja, ja. Die laufen genau hinter dem Haus lang ins Haus rein. Ich glaube, ich fliege direkt oben drauf, wenn ich es noch schaffe, bevor die mich lasern, Bro. Okay. Ich bin jetzt erstmal vor dem Haus gelandet. Denk schon. Hörst du was? Ja, unter mir. Wenn er ans Fenster geht, ist er tot. Ja, an der Tür. Er wusste es schon wieder instant, ja. Wo ist denn? Aber Bro. Ja, Bro. Rucksack hast du dir verdient? Ich hab keine Platten mehr, kannst du mir das rauslegen? Hier, nimm, 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 nimm. So, danke. Orange, orange, orange. Ist uncool, orange. Digi. Keine Drohne. Panzerabwehrmine platziert. Will das jemand haben? Na, scheiß Fragezeichen. Zwei Semtex liegen bei mir noch hier. Was, glaub ich. Würde ich nehmen, ja. Hier sind Pinellgranaten. Feine landen, Bro. Kopfgeldziel machen. Ja, ja, auf dem Dach oben. Mach sie fertig. Hier, hier, blau. Bin unterwegs. Jetzt ist er bei deinem Dach oben. Kann vielleicht draußen, von draußen gleich was machen. Vergesst es. Ist er bei dir? Ja, ich weiß nicht, wo der ist, ne. Er bewegt sich nicht. Mal nach oben, ja. Der Mate ist halt das Kopfgeld, das hat auch schon auf mich geschossen. Ich habe noch zwei Semtex, vielleicht gehen wir hier da runter irgendwie. Oder ein Prezi, wir können Prezi kaufen. Er muss da runter. Ja. Schau mal, jetzt, ob ich hinten drin mache, vielleicht sieht er mich auch nicht. Hör mich ab. Feedback hat der? Prezi ist drauf, Prezi ist drauf, Bro. Jawohl, jawohl, ja. Hab ich starkes Ding, Digi. Ich kann nicht mit raus, Digga. Ja, ja. Abschluss bestätigt. Weißt du, das Kopfgeld ist das links, das rot? Ja, ja, ich glaube, der ist hier irgendwo bei den Häusern. Hier oben drauf, oder? Ich glaub, blau, Bro.
Das Kopfgeld ist jetzt doch nicht in der Welt. Nee, nee. Oh, hinter mir, hinter mir. Und ist noch reingeschafft, wenn du jetzt hier ansetzt. Jetzt. Du schaffst das, halt einfach durch. Der wird vorne kommen, durchs Bad vorne. Den hab ich. Oh, Junge, so wichtig. Granate ist drauf. Kann man das Auto nehmen? Kopfgeld vorbeifahren. Sag mal, ich hab noch nicht gefinisht, Bro. Jetzt. Vor mir. Oh, der Shield Break. Nice. Was ist denn das? Das ist nicht unser Kopfgeld, Bro. Das ist auch keine Maske. Ja. Eine Spritze, alles easy. Ich hab das ist easy, ja. Kopfgeld plus, Bro, ist das Problem. Spritze rein, kriegst du direkt. Ja. Ja, die schießen ja auf uns, Bro. Warum denn, Alter? Warum denn auch? Wir fighten auch gegen 5 Teams, das ist kein Problem, gegen die Zone. Immer drauf, da, Digga, jeden Nutten. Verdient anscheinend, ne? Müssen die selber gleich ablasern, sonst sind wir tot. Ja. Seh sie bloß nicht. Ja, ganz oben in dem Haus. Shield break. Ja, jetzt bin ich hab keine kommt. Spritzen mehr, Bro. Lauf. Du bist da rechts hoch, ich komm da links. Wir werden gleich rechts anderes Team oben sein, so viel Pech wie wir immer haben, Bro. Anscheinend, ja. Möchte irgendeine Platte gleich noch? Eine Plattenkiste? Mhm, oder so. Meine Granate einfach mal so aufs Launi geworfen, weil ich Panik hab. Kurz warten, Plattenkiste hier. Ja. Bin hier rechts nochmal, wir können nochmal rechts rum. Die Zeit ist um, Ziel nicht erreicht. Rüber jetzt zu dem Pisser oder was? Ich weiß nicht, Digga. Über uns, Orange Marker, Bro. Hammer stark hier, ist eine Mate. Noch einer, ja. Ran. Der ist tot. Tone kommt, schaffen wir nicht, Bro. Falsche Seite, Bro. Ach, das war's, Digga, das war's, Bro. Das war's für uns, Digga. Nee, Digga, fuck you, Alter, Digga, fuck you. Alter, warum machen sie sowas? Ja, Digga, nix machst du da, Bro. Ähnliche Deppen, Alter, ähnliche Deppen. Aber so, trotzdem haben wir uns gut gemacht, Digga. Aber richtig gutes Teamplay, so. Ja. Links, die waren im Hallgang, haben zwei Männer gehabt. Oben der Dude gerade auch noch. Er hat mal einfach eine Spritze gehabt, mehr oder ein Seil, der hat mich locker in den Nuts genommen, Junge. Für dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Wollen wir es probieren? Hier unten ist so eine Kiste. Guten Abend, Danny Matze. Was machen wir jetzt sonst mal, Bro? Das ist ein Truck, ist der Truck. Ach so, wo bist du? Okay, ich bin da. Warte mal, zeig mal, überhaupt irgendwas, was jetzt für Sinn machen würde? Eine Lupe hinten, also eine Krone auch. So, wir haben hier noch eine Lupe und hier eine Lupe. Haltet ihr eine Lupe neben dem Seil genau da unten? Ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, keine Ahnung. Oder da unten beim Haus die Lupe machen? Unterwegs. Was meinst du, oder die andere Lupe beim Seil? Ich gehe da jetzt runter, Orange Marker ich runter. Einmal könnte ich nur neu starten, dann mache ich Solo, dann machst du eine Runde damit. Ja, Alter, komm mal auf Feierabend danach. Okay. Feierabend. Hörst du was? Ja. Vorratskiste lokalisiert. Position sicher. Keine Waffen, nix. Ich hab noch Gulla, ich hab dir wieder Einstieg. Achso, okay, nice. Bin dir? Danke. Matze, Thomas, grüß dich. Servus, Danny, Junge, Danny ist auch am Start, oder was? Oh, Danny, Junge, ich glaub vor mir, ich hab's gar nicht richtig sehen können. Komm mal die FFR, Bro. Nehm ich, ja. Wo ist denn die Lupe unter uns? Alle müssen wir mal hochkommen, wie ist das Problem, weil da oben ist eigentlich unten haben wir keinen, ne? Oh, schwierig da oben, müssen wir versuchen, ja. Noch den rechts, mitten drin. Meinst du, Digga? Links ja, hoch? Rechts. Fliegen jetzt? Ja, ein paar Platten bitte, ja. Hier. Da noch eine, hier Chrissy, noch eine. Ich fliege jetzt. Okay, ging nicht. Gott, vorne auf dich hier. Ist ja unten der Einkaufswagen halt. Ja. Der wird krass, Digga. Links ist so eine Kack-LKW mit so einem Ding. Nee, Digga. Nee, Chris, nee. Alle im Leben nicht. Vorne fährt ein normaler LKW vor uns. Oh, er hat den LKW eingestiegen. Bro, hier. Bei dir, okay.
Der kommt zu uns gefahren, Bro. Ich tu bloß mal so. Mal Geld hinten raus. Komm mal. Der hält aber so komisch an, Digi. Soll ich die werfen, Dicker? Ich werf die hier vorne einfach, oder? Oh, ja. Scheiß doch drauf. Er landet jetzt bei uns oben oder nicht? Das war sonst kacke. Angehalten, LKW unten, oder? Mhm. Hier vor. Ich hab noch einen Ballon. Achso, wollen wir den floppen? Oder nee, nicht? Nee, jetzt nicht. Werd eh wieder weg. Okay. 3 Sekunden kommt die Zone sowieso. Wird hier rechts hoch. Mit einem Ballon, ja. Der sniped schon von da oben, mehr blau. Auf dich, ja? Ja, ja. Da bringst du das nichts, Digga, dann warte kurz. Ballon wäre auch kritisch. Ja, wenn wir den hier in die Häuser, zwischen die Häuser, dann können wir schon wegfliegen. Er kommt. LKW, der bewegt sich zu uns in die Richtung. Ich glaube, hinter uns auch noch ein Team, kommt safety vom Einkaufswagen, hundertprozentig. Schauen wir, wo wir hinfliegen gleich mal. Der LKW will uns haben, die haben die ganze Zeit mit Sniper und Ding da oben auf uns. Muss unbedingt fliegen. Das Gas kommt näher. Ja, hier auf den Fallschirm drauf und dann alle, ich hab keine Ahnung. Na los, willst du uns machen, Bro? Schussverkauf hinten, na ja. Scheiß drauf, Digga, oder? Ja. Drop das Ding einfach, shit happens. Ich bin ja weg, Alter. Sind sie ausgestiegen, das Laser der zweite auch noch wahrscheinlich? Geh ins Zelt rein, Digga, unten erstmal. Ich will ja eigentlich weiter, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich hoch? Lass mal was holen hier. Selfie für ihn, hier Geld liegt. Ich kann nichts holen, scheißegal, hol du erstmal, Digga, hol erstmal. Ja? Hast du geholt? Selfie. Wohin? Ich will weg, Digga, erstmal Richtung Zone, damit ich rein, erstmal, Bro, komm. Hometown, das andere Ems wieder erstmal. Oder wir fliegen hier in das Haus, wo der Shop ist, irgendwo da. Das können wir auch machen. Rein hier. Also du bist jetzt runter, oder was? Lass hier unten rein, naja. Das war nicht schlecht. Kaffee haben wir hier auch noch. Bleiben sie noch zwei da. Verbesserte Drohne ist übrigens. Ach so, ein Jörg. Lass mal kurz stecken. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Wieder C-Pentagon drin. Selbst von rechts. Ich glaube rechts nehmen wir, Bro. Was sind das für Geräusche? Ich hab nichts gehört. Doch, oder? Was du das gerade? Das war ich gerade immer ich, aber die ganze Zeit. Weiß nicht. Ich bin nicht gut, Diggi, Alter. Todeshaus ist irgendwas, ja. Das ist ein eigener Tod. Eine Falle von dir. Wieso? Ja. Damit ich drinne. Du weißt ja nicht wohin, so. Ich hab keine Ahnung. Wir können Haarhaus pushen. Pushen, Alter. Pushen, wenn du willst. Ja, Haarhaus. Oder wir können mit dem Bomben irgendwo hin. Ja, wir können auch Haarhaus ballern jetzt, wenn du willst. Wir können auch kurz warten. Ich schnell 30 Sekunden einfach schon. Da ich gerade sagen. Links schießen die beim Bunker, glaube ich, dahin. Selbst, oder? Der Verdacht hat sich, ich revidiere wieder Sebastian. Der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Ruhe. Hier dieser, hier fliegt einer? Egal, ist weit weg. Fliegt nix. Das ist schon in Sicht hier. Das sind sein Haus hier, aber wir sind mittendrin, Bro. Gas nähert sich. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne, Bro. Und wir haben kein Ghost, Diggi. Hier oder hier kann er. Hier ist ein Händler, falls ihr was braucht. Alter, bei uns in dem Zelt kamen 3-4 Kisten runter hier. Hier ist ein Land, das Maschinengewehr ist. Fühl mich hier nicht gut, Bro, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh!
Ja, ich glaube einfach, da wo die Kiste ist, ist einer runtergekommen. Ich habe ja nicht mal aus der Tür zu gucken, weil ich den nachher von hinten auf das Fensterscheibe aus dem Maul krieg. Selfie, ich bin da. Gut. LKW kommt ran. Ich bin noch ein Prezi, Digga. Sind die mit der Drohne wahrscheinlich, Digga. Aber was ist denn dann noch ein LKW? Naja, rechte Seite von der Garage ist der gerade gelaufen. Der ist schon hier hinter. Müsste über die rechts kommen. Lauf kurz weg. Ja, Prezi drauf gemacht, ich seh's ja. Ein Prezi fickt mich, glaube ich, jetzt, Digga, ja. Eigener Prezi fickt mich, Bro. Wir wissen, wo ich bin. Feindliche Drohne ist aktiv. Drei Platten waren bei mir noch. Also, feindliche Drohne ist aktiv. Ich habe Spieler mit EMP erwischt, hinter diesem LKW ist der, glaube ich, blau. Bin unterwegs. Ach, vergesst es. Hey, der Garage steht der Bro. Das sniped halt, Digga. Einmal doof gucken. Von Haarhaus hinten bei den zwei Häusern ist sie auch. Ging auch von da auf den Sack gerade. Kicke nicht, du kriegst einen Sniper ab, Bro. Die laufen hier hinten rechts hinter der Garage schon. Die laufen wahrscheinlich rechte Seite der Garage jetzt, Bro. Und hinter uns kommen sie auch noch, hier. Hier blau kommen sie auch noch. Bin unterwegs. Ich komm gleich von meiner Töten reingesprintet, Bro. Die sind hier vorne jetzt. Ja, Zelte jetzt hier hin. Anderes Team, ja, oder was? Ja, ja, anderes Team. Bauen Zelte. Und die anderen sind rot. Siehst du meine rote Markierung hinter dir? Ja, ja, ja. Das sind die anderen und blau sind auch welche. Eine Lampe buggt rum, Digga. Ich sehe nichts mehr. Meine Lampe ist komplett zu hell. Ich sehe nichts durch die Lampe. Die Lampe ist buggy, Alter. Waffen wechseln vielleicht mal. Chillbreak einen. Komm, Diggi. Wind. Kannst du den finishen vorne? Kannst du den finishen? Ja, Digga, ich hänge fest, Bro. Hinterm LKW, LKW! Hab ich. Richtig, stark. Platten sind hier noch. Ich hab keine. Hier auch nochmal zwei. Blau immer noch, denke ich. Blau, denke ich. Hier auch noch. Was hast du, wie viel hast du? Eine. Ich hab da vom Fenster, Bro, danke dir. Ich bin hier gut, wir sind hier gut. Zwei Teams noch. Vier Teams. Eine Lampe, Digga, das wird verkacken, ich sehe nichts. Merk schon. Steps. Oder? Ich hab einmal kurz gesteppt. Ich hab da noch eine Granate. Tschö, Digga, jetzt noch nicht. Ohne. Hast du was bei dir? Nee. Dann waren das vielleicht die von den Zelten herangepusht sind. Sind nur noch drei Leute und drei Teams. Bro, alles ein. Nee, nee, vier Leute, Digga. Ein Zweier-Team. Vier Leute, Bro. Ey, schon, wir sind zwei. Wo sind wir denn drin? Wir sind hier vor. Warst du das? Nee, was aber ich? Du musst kurz runtergesteppt, Bro. Also auf jeden Fall von links. Ich glaube, hier von links hinten noch eins kommt, von blau. Nur wie, was gehabt hier draußen, Dicker? Nee, nee, gar nichts. Einer vielleicht, aber... Nein, oder? Jetzt hat er... Kommen wir? Nee, nee, doch nicht. Ab in die Sicherheitszone. Komm hier, glaube ich.
5 übrig. Auch nicht drin. Weiß nicht, haben, die haben keine Deckung. Wenn die hier oben sind, warst du sowieso. Haben wir eine Deckung hier vorne irgendwo noch? Ne, die snipen auch, Bro. Aber nicht auf uns. Vielleicht können wir move jetzt. Wir müssen jetzt move. Wohin denn? Ich weiß nicht, irgendwo in die Zone rein. Haben wir da keine Deckung? Hier, hier, hier. Blau oder ne? Ja, Nico Renko ist so dämlich. Alles gut, ich hol mich selber. Blau, ja, ja. Kein Ding nicht drin, Bro. Bist über links wieder, kann. Die letzten, ne, Donny, wo ist der andere Dude davon hin, Alter? Was ich machen, Digga? Links ist der eine, links. Links ist der einzelne, links. Ah. Es ist dämlich, das Game ist okay. Ach, so sauer. Einer K.O. Digga von den dreien, von den zweien. Na los, brechen wir auf zur Sicherheitszone. Wiederbelebt. Die Zündschnur ist verlegt. Meine Mission ist nicht beschützt. Nice, Bro, wichtig, Junge. GG, Amudi, fertig, Hase. Mit dem Win, das Ding beendet, Alter, Bro. Wir hatten die beste Zone im besten Spot, ja, doch wir haben sie obst genommen. Let's go. Der Hase läuft. Bitch ist feucht. Let's go, Bro. Let's go, Leute. Alter, Junge. Was für eine spannende Runde. Da hast du mit dir viel Raum. Aber der Win war noch da am Ende. Okay. Zwei. So, dann sag ich mal GG. Ich weiß ja nicht, was wir viel Kills waren, sind ja aber scheißegal. Trotzdem wie Runde spielt, Digga. Das müssen wir mal sagen. Oder was? Dann. Sag ich mal, bis morgen Abend, Großer. Jo, hören uns morgen Abend. Ich weiß ja, wie gesagt, morgen nicht, wie lange ich kann. Auf jeden Fall um 18 Uhr bin ich gerade erstmal. Fang jetzt nicht okay. Wieder an mit deine Boys da, Digga. Am besten kannst du nicht hängen lassen irgendwann, Digga. Das wird jetzt langsam echt criminal, Alter. Da bin ich traurig, wie sau ehrlich, Alter. Dann machen wir morgen mal in Ruhe. Muss ja keiner mitkriegen, was die Best Friends miteinander absprechen. Ding ich hin. Schlaf gut. Wir hören uns. Wir hören uns morgen Abend, ja? Ah, ja, wir das machen wir. Ja, das hoffe ich, Diggi. Das hoffe ich, Fressi. Gib uns nicht auf. I love you. Hau rein. Ciao. Wir wollten uns oft gehabt, sonst kriegt er da mit der Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Mitfiebern, Leute. Morgen geht es dann wieder 10 Uhr weiter. Morgen weiß ich nicht, gucken, was wir machen. Wir fangen mit Solo an, eventuell noch spontan Community oder Subcamps. Das weiß ich aber noch nicht. Das werden wir mal sehen. Schlaf gut, träumt was Schönes, ihr Süßen. Bis morgen. Liebe Grüße an Sandra von Melle. Zack zurück, hat sie gesagt. Zack zurück. Haut rein. Schlaf gut, bye bye.